So, es geht los. Wir sind drauf, würde ich mal sagen. Ton habe ich aus, sieht doch gut aus. Einen schönen guten Abend. Es ist 19:01 Uhr. Ja, wir haben es ja fast geschafft. 11. April, Montagabend. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder live mit euch im Kontakt sind und haben uns überlegt, wir werden mal einige Themen, die sich so in den letzten Wochen, eigentlich auch schon Monaten angesammelt haben, mal mit euch hier so der Reihe nach durchdiskutieren, durchbesprechen, auch informieren, denn es gibt einiges, was wir jetzt hier machen wollen. So, ich denke mal, wir sind drauf, ne? Ja, mein lieber Holger, wie sieht's aus? Bist du fit? Ready for Rumble. Alles gut. Gut, du in Pforzheim oder in der Nähe jedenfalls und meine Wenigkeit immer noch im schönen Karst, wo es ja zwei Gründe gibt, nach Karst zu fahren. Einer davon sitzt gerade vor der Kamera. So, mein Lieber, was wollen wir alles so Schönes erzählen? Du warst letzte Woche, warst du oben unter anderem in Norddeutschland, hast da einiges erlebt an Installationen und Überprüfungen, ne? Und heute warst du auch noch bei einem Kino, was wir alle kennen. Du hast ordentlich was zu tun, richtig? Genau, also es wird uns auf jeden Fall nicht langweilig und ja, also wir können uns über Zuspruch und Aufträge wahrlich nicht beschweren. Vor 2 Wochen war ich ja in Österreich, da habe ich ja so einen kurz und knackig gedreht von dem tollen Kino vom Thomas, was er da alles selber gebaut hat. Wirklich geil, da müssen wir unbedingt nochmal hin. Aber ich hatte auch noch 2, 3 andere tolle Termine. Jetzt letzte Woche auch 3 Einmesstermine von Lübeck über Hamburg und Bremen. Und am Freitag dann ein Kino eingemessen und abgenommen, was Florian und Frank die letzten 2 Wochen gebaut hatten. Jetzt haben wir 2 Wochen Baupause und dann geht es in Bad Bramstedt weiter. Viele Grüße an Carsten, der freut sich schon. Und dann wird dort ein schon bestehendes Kino mehr oder weniger abgebaut und wieder neu aufgebaut. Na wunderbar. Okay, ja, also, was haben wir uns denn so heute Abend vorgenommen? Wir haben unter anderem drei Gäste, und zwar den guten Henrik Nitsch von Hisense. Da wollen wir nochmal kurz das Thema Laser-TV ansprechen, weil unter anderem die beiden Videos, die ich jetzt vor einigen Wochen veröffentlicht habe, haben einiges an regen Nachfragen nochmal mit sich gebracht. Und Laser-TV, haben wir ja schon gesagt, ist eigentlich eine ziemlich heiße Nummer. Da gibt es aber noch so die eine oder andere Frage, gerade auch was das Thema Leinwände angeht. Was gibt es da an Unterscheidungsmerkmalen etc.? Dann werden wir mit dem Roland Krüger sprechen. Der gute Roland, der ist noch in der Firma, wie er mir gerade vor Viertelstunde gesagt hat, hat da ein bisschen was aufgebaut. Ich lasse mich auch echt überraschen. Ich habe keine Ahnung, was er uns da zeigen wird. Ich habe ihn nur letzte Woche spontan gefragt, wie sieht es aus, Roland? Gibt es was Neues? Kannst du uns was erzählen? Gib uns mal ein paar Updates. Das ist wohl eins der Stichworte für heute Abend. Stichwort nämlich Update. Da bin ich wirklich sehr überrascht oder bin ich sehr, sagen wir mal, nicht überrascht, Gottes Willen, sondern ich lasse mich überraschen. So soll der Satz zu Ende gehen. Und dann ist noch der gute Raphael. Der gute Raphael wird mit uns nochmal über die Thematik der Kalibrierung sprechen, auch was wir gemeinsam in den letzten Monaten echt an Kohle ausgegeben haben, um für die neue Generation der Projektoren auch wirklich gewappnet zu sein. Stichwort Laserprojektoren, denn da gibt es ja noch die ein oder andere Erfahrung. So, vorab bin ich aber auch ein bisschen vielleicht jetzt mal der Spielverderber, weil wir nun alle wissen, 2022 ist ein Jahr wie kein weiteres wir bis jetzt erlebt haben. Da draußen ist die Hölle los, um es mal flapsig zu sagen. Es ging mit Corona los, geht weiter mit Produkten, die nicht verfügbar sind, mit Preisen, die durch die Decke gehen und so weiter und so weiter. Und dann dieser unsägliche Krieg in der Ukraine. Da werde ich auch noch was zu sagen. Der gute Holger und noch ein paar mehr waren ja gemeinsam mit mir in der Ukraine in Kiew. Ich kann so viel so mal sagen, den Jungs geht es den Umständen entsprechend gut. Es wird tatsächlich produziert. Und ja, komm, können wir direkt in einem durchziehen. Das ist ja wenigstens mal unter all diesen ganzen furchtbaren Nachrichten etwas Positives. Es wird tatsächlich im Südwesten sitzt ja die Fabrik. Da wird produziert. Es sind auch schon zwei LKWs mittlerweile in Belgien angekommen mit Ware, unter anderem auch für uns, weil es laufen natürlich auch Projekte und irgendwie müssen die ja auch Geld verdienen, weil in einigen Regionen des Landes ist das Leben ja unter den Umständen, ja, kann ich sagen, normal natürlich nicht, aber es gibt Geschäfte, die Leute sind draußen, die arbeiten da und versuchen zu arbeiten etc. Alles natürlich total surreal irgendwo. Also wir sind mit den Jungs in Kontakt, es ist soweit alles okay, die Fabrik steht noch und man arbeitet dort Tag und Nacht unter den wirklich widrigsten Umständen. Und wir haben den Thor hier. Der Thor ist ja ein Mega-Subwoofer. Ratespiel, mein lieber Holger. Weißt du noch die Gewichtsklasse ungefähr, was ich da schleppen durfte, beziehungsweise gezogen habe? 150 Kilo, glaube ich, netto, ohne Verpackung.
Ja, Ich ohne bin Verpackung. nicht. Wobei die Verpackung war ehrlicherweise relativ wenig. Ich dachte, da kommt eine Holzkiste, so à la Stuart, aber das war nur ein bisschen Pappe. Das Ding an sich ist schon so stabil, dass du dir, glaube ich, eher eine Beule irgendwo reinfährst, als dass du da irgendwie eine Beule in das gute Stück reinfährst. Also 155 Kilogramm Subwoofer, so groß wie meine kleine Schrankwand hier. Und macht eindeutig mehr Spaß als meine kleine Schrankwand. Steht also bei uns und ist auf jeden Fall zu erfühlen und zu hören. Bei uns im Grubi-Kino, beziehungsweise, nee, gar nicht wahr, Grubi-Kino haben wir nicht reinbekommen. Der steht da, wo die zwei Leinwände sind, im direkten Vergleich, da wo der rote Vorhang ist. Ab und zu mal weht er jetzt. Und ich weiß jetzt, mit wem ich nochmal sprechen muss, wegen unseren Trockenbauarbeiten. Dummerweise ist die, wie heißt das nochmal, die Dingsbums-Gewährung ist vorbei. Jetzt weiß ich, wo es in unseren Wänden knarzt. Also das zum Thema Subwoofer, Tor und das mega Riesenteil. Könnt ihr euch gerne jederzeit mal anhören. Nein, aber weiter, was das Thema Lieferzeiten angeht. Also, wo fange ich an? Epson ist die Verfügbarkeit alles andere als rosig. Das hoffen wir. Wir hoffen im Moment nach den neuesten Zahlen, dass es etwas besser wird im Mai. Im April haben wir da keine große Hoffnung. Also im Mai wird es langsam ein bisschen anziehen bei den aktuellen Modellen. Und dann schauen wir mal, wie weit das auch sich wirklich bemerkbar macht. Weil im Moment kann man einfach keine wirklich verbindlichen Termine nennen. Bei Sony ist ja mehr oder weniger jetzt die Produktpalette ausgelaufen, also 290er, 590er, 290er haben wir, glaube ich, noch ein oder zwei Geräte, dann ist es vorbei, 590er sind noch ein paar mehr, da lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick auf die Homepage zu werfen, da gibt es einige sehr, wie ich finde, attraktive Angebote, ist ein tolles Produkt, ist mit einer Menge Funktionalität ausgestattet und ist im Moment noch verfügbar, läuft aber aus. So, und jetzt müssen wir bei JVC alle ganz besonders standfest sein. Es kam nämlich gerade zufälligerweise heute tatsächlich das Schreiben, ansonsten hätte ich das so oder so erzählt, weil bei JVC wird es, so wie es aussieht, bis sicherlich August nicht eine Schraube geben. Der Hintergrund ist, und das ist jetzt auch offiziell, der Hintergrund ist, dass dort ja, die Produktion verlagert wird. Die wird nämlich von Thailand zurück nach Japan verlagert. Also man zieht nicht da innerhalb einer Fabrik um, man zieht direkt von Land in ein anderes Land, nämlich zurück wieder in das Ursprungsland. Das wird mit einer Menge von Gründen uns jetzt offiziell mitgeteilt, unter anderem Logistik, unter anderem Performance, Qualität, Versorgung an Teilen etc. Also Corona wirbelt gerade einiges durch, denn es ist nicht der einzige Lieferant, der gerade seinen Standort wechselt, wie wir wissen. Auch im Bereich HiFi tut sich ein bisschen was, was der Produktion angeht. Aber Fakt ist, es wird definitiv also bis August keine Z8 oder Z9 geben. Wir haben noch ein paar NP5 da, die sind noch eingetroffen rechtzeitig, die sind auch noch bei uns auf Lager, kann man natürlich sich gerne anschauen. N5 ist auch so gut wie Geschichte, nur noch, glaube ich, zwei oder drei Geräte. Und dann ist dieses Thema leider auch abgeschlossen und dann ist der NP5 da. So, und wie gesagt, wenn, also Neuware wird erst Ende, also ich sag mal realistisch, vielleicht. Ja, sagen wir mal Anfang bis Mitte August, aber lass mal den August irgendwie mal so da im Raum stehen. Dann soll es auch definitiv mehr geben, weil die Produktion im Juli dann wirklich anläuft. Dort wird ja bereits schon von JVC die sogenannte Professional-Serie produziert. Das sind die ganzen Simulationsprojektoren. Das vergisst ja so der ein oder andere, dass JVC in dem Bereich echt eine Nummer ist. Also da sind sie, ich glaube, immer noch Nummer eins, wenn es um das Simulationsgeschäft geht, wo also Projektionstechnik eingesetzt wird von JVC. So, das ist jetzt mal so ein ganz spontanes Update bei drei der wichtigsten Projektorenmarken, die uns natürlich auch da echt es nicht leicht machen. Was Elektronik angeht, vielleicht sagt der Roland noch ein bisschen was, ist das ähnlich, da kommt auch nur tröpfchenweise was rein. Und wenn ich Tröpfchen meine, dann sind es wirklich nur ein paar Tröpfchen oder Finger an der Hand hier, ne? Fünf habe ich immer noch gesund und munter, also viel mehr wird da nicht kommen, je nach Modell. Auch das wird sich frühestens irgendwann im zweiten Halbjahr entspannen. So sieht's aus. Das so mal die wichtigsten Informationen in dem Bereich. So, was die Fragen angeht, tut uns einen Gefallen. Wartet noch ein bisschen. Wir gehen ja einige Themen durch, wo die Fragen vielleicht sich schon automatisch mit beantworten, wo wir das eine oder andere Thema schon mal ansprechen. Ich gucke natürlich mit einem Auge immer mal rüber, um zu gucken, wie das mit den Fragen so ist. Aber im Moment würde ich sagen, warten wir noch ein wenig. Was haben wir denn sonst noch? Leinwände und so. Ja, gut, das ist alles so ein bisschen holprig, aber es geht einigermaßen. Wie gesagt, Elektronik und Projektoren ist übel. Und bei Lautsprechern sieht es je nach Modell ziemlich gut aus im Moment. Da können wir tatsächlich einiges liefern. Selbst, wie gesagt, am Anfang schon, Mac Audio ist bei uns auf Lager. Die wesentlichen Sachen. Ansonsten haben wir eine kleine Lieferzeit, aber können wir eigentlich im Moment liefern. So, Ja, jetzt reicht es passt erstmal mit aus. meinem Monolog. Jetzt nehme ich einen Schluck aus meiner wunderbaren Winter is Coming Tasse und du kannst auch noch was erzählen. Ich trinke auch einen Schluck Kaffee zum Wohl. Nein.
Ja, im Heimkinobau sieht es teilweise auch nicht viel besser aus. Zum Beispiel Dynacord-Endstufen haben je nach Modell auch mehrere Wochen Lieferzeit. Die Subwoofer-Chassis von Dayton Audio, die wir verwenden, kommen auch nur tröpfchenweise nach Europa. Da sind alle Händler und Distributoren gleichermaßen betroffen. Ansonsten sind wir eigentlich lieferfähig. Aber ich war heute noch bei dem Kunden mit dem roten Vorhängen in seinem Kino, der kleinen Schauburg. Und dort haben wir dann auch über die Baubranche gesprochen. Und das ganze Thema, was mit Stahl zu tun hat, wird also in diesen Monaten sicherlich noch knapper werden. Und da könnten dann auch wieder Lautsprecher, Endstufen und so weiter von betroffen werden. Also warten wir mal ab, was sich da ergibt. Aber ja, wer was kaufen möchte, sollte es schnell tun, weil wer weiß, wie lange Ware noch verfügbar ist. Ja, ist kein Scherz. Genau. Okay, gut, dann haben wir das ernste Thema auch da. So, jetzt für alle die, die schon Technik haben und jetzt die Fragen haben, weil sie alle nicht ins Handbuch reinschauen, gucken wir gleich mal genauer rein, was es da noch so an Fragen gibt. Ich sehe schon, ist schon einiges da. Wir haben heute Ende offen, ne? War doch richtig, ne? Du musst heute keine Serie mehr bei Netflix gucken, oder? Nee, ist ja alles durchgeguckt, was ich so geguckt habe. Also Mandalorian und Boba Fett, sonst gucke ich keine Serien. Morgen um 7 klingelt der Wecker, also kein Problem. Na gut, super. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Sehr schön. Ich würde mal sagen, wir haben ja gesagt, wir sprechen über Laser-TV und Laser-TV-Projektoren, die in den letzten 2 Jahren ziemlich rasant am Wachsen sind, was den Markt angeht, dass wir uns da mal den Herrn Nitsch reinholen. Der ist von der Firma Hisense und der wird uns mal ein bisschen noch mal was zu dem Thema kurz erzählen, weil es gibt da auch immer wieder die eine oder andere Frage, die wir teilweise in unseren Kommentaren zu den jeweiligen Produkten beantwortet haben, aber teilweise auch erst im Laden. Da haben wir natürlich einiges aufgebaut und aufgestellt. Letzten Samstag war das bei uns, würde ich sagen, so ein richtiger Laser-TV-Tag. Da war doch eine Menge Interesse an den verschiedenen Modellen und auch an den verschiedenen Leinwandgrößen. Und dann würde ich mal gucken, dass wir den Herrn Nitsch hier, der ist nämlich dort verantwortlich für den Bereich bei Hisense und zwar für den Bereich der Laser-TV-Projektoren, dass wir dem Herrn Nitsch mal guten Tag sagen. So, das kann sich ja nur noch um Minuten und Stunden handeln. Da ist er doch. Mein Gott, hallo. Jawohl, schönen guten Abend zusammen. Das ist schön. Ein So, bisschen also. leise, kann man ein bisschen am Mikrofon bei dir drehen? Ich versuche es. Ja, da unten ist so ein Knopf, der heißt Mikrofon. Da gibt es dann so meistens noch so ein paar Einstellungen, die man vielleicht ein bisschen hochjubeln kann bei der Audioeinstellung. Und dann machen wir das schon mal. Ich So, drehe hier ein also. bisschen leiser, kein Problem. Ja, okay. Gut. Gut, Na, ich dann merke schon, ich muss ein bisschen lauter meine Lautsprecher machen. Kein Problem. ich versuche das hier gerade, aber irgendwie Na finde doch, ich hat sich was getan. den Regler nicht. Okay, sehr gut. So, mein lieber Herr Nitsch, Sie haben gesagt, Sie haben da so eine 125-seitige PowerPoint-Präsentation vorbereitet, in Deutsch, Englisch und Chinesisch. Wie sieht's denn aus? Also wir können gerne ein bisschen was durchgehen. Also ich bin ja nicht so der PowerPoint-Schlachtmensch, aber ein paar Slides können wir uns schon angucken, weil so wie ich verstanden habe, ist ja das Thema gerade mit unseren Laser-TV-Bundles von Interesse, weil das viele Leute noch nicht so ganz durchgestiegen sind, was wir für Pakete überhaupt anbieten und dass unser Ansatz da ein bisschen ein anderer ist. Das habe ich also mitgebracht und wir können uns anschauen, was generell Hisense zum Thema Laser-TV in den vergangenen Jahren schon gemacht hat, was man in Deutschland vielleicht gar nicht so mitbekommen hat. Ja, würde ich sagen, komm, fangen wir mit dem letzteren Teil mal an. Also Hisense ist eine nicht ganz kleine Firma, die man über die Europameisterschaft oder ich glaube über die Weltmeisterschaft kennengelernt hat, ne? Da war die nämlich in der Bandenwerbung. Ja, genau, absolut. Also ich habe selbst im Freundes- und Bekanntenkreis halt eben auch mitbekommen, dass halt viele, die vorher die Firma so nicht kannten, sagten, ach ja, da taucht ihr ja jetzt endlich mal auf, jetzt weiß ich auch, was mit eurer Firma anzufangen. Also vielen Leuten ist Hisense in Deutschland immer noch kein Name. Und vor allen Dingen für den Bereich Laser-TV kein Name. Also die TVs laufen schon vielen Leuten über den Weg. Wir machen ja auch weiße Ware, also Kühlschränke, Waschmaschinen und so weiter und so fort. Das nehmen viele Leute auch nicht wahr, aber wir sind halt aus der Unterhaltungselektronik aus China halt ein sehr, sehr starker Player. Und ja, da kommen wir letzten Endes her und sind jetzt in Europa halt für weiße Ware halt eben auch, also Haushaltsgeräte, mit der Firma Gorenje zusammen unterwegs, die wir da gekauft haben. Ja. Also die Firma Gorenje kennen tatsächlich oftmals mehr Leute als die Firma Hisense. Ja, Ja. darüber reden wir im nächsten Live-Chat.
Da bin ich nicht ganz so fit, aber. Komm, gib Gas. Hammer, Laser TV. Was steht denn da als nächstes? Technik und Evolution. Also ich habe mal so ein bisschen die Story mitgebracht, die wir als Hisense in den Jahren so gesponnen haben. Also viele nehmen uns halt eben als Hisense erst seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren wahr. Das ist auch der Zeitpunkt, wo ich bei Hisense angefangen habe, für das Thema Laser-TV dediziert zu arbeiten. Das heißt, ich bin gar nicht für die normalen herkömmlichen TVs unterwegs, sondern letzten Endes für den Vertrieb ausschließlich für die Laser-TVs da. Was man aber nicht mitbekommen hat in Deutschland und in Europa ist, dass wir halt seit 2007 schon das Thema entwickelt haben und sind in dem Bereich halt eben stark unterwegs, was das angeht. Also 2007 hat sozusagen Hisense die Vision entwickelt, Laser-TVs zu entwickeln, und es sollte halt von Anfang an ein TV-Ersatz sein. Es ging nie darum, Projektoren zu entwickeln. Und mit dieser Mission sind wir sozusagen an den Start gegangen. Und das war 2007, war diese Idee da, und 2008 schon sozusagen das erste Sample. Und wie man da auf dem Bild schon erkennt, das ist ein herkömmlicher Frontprojektor, damals noch auf LCOS-Basis mit 1000 Lumen, aber schon im RGB-Laser drin. Also das war sozusagen das erste Entwicklungsergebnis, was wir damals halt eben aus unserem R&D in China hervorgebracht haben. Ja, da ging es weitere 4 Jahre, guten Appetit, ging es weitere 4 Jahre in die Entwicklung, und da hatten wir auf der CES in Las Vegas den ersten Prototypen, dann schon als Ultrakurzdistanz mit Umlenkspiegel sozusagen dabei. Das war die nächste Entwicklungsstufe, die wir da genommen haben. Und 2014 war dann der Marktstart von Laser TV mit Hisense, und das war das erste Gerät, was in Deutschland sichtbar war. Also es sieht lustigerweise so ein bisschen aus wie ein Overhead-Projektor, finde ich. Aber das war halt damals das erste Gerät, was auch auf der IFA in Berlin gezeigt wurde. Und da war dann sozusagen der Marktstart. Und das waren jetzt 7 Jahre Entwicklung, technische Entwicklung der Produkte. Und dann ging es eigentlich erst los, dass wir angefangen haben, den Vertrieb zu machen. 2016 kamen wir dann mit dem ersten 4K-Gerät, weil 2014, das war noch ein Full-HD-Gerät. Die einen oder anderen werden sich vielleicht erinnern, damals zeitgleich mit dem LG Hecto auf den Markt gekommen. Da war ich damals noch bei der Firma LG tätig, auf der anderen Seite sozusagen, und war ein Full-HD-Gerät, aber auch schon mit Laserlichtquelle und diesem 100-Zoll-Bildschirm. Genau, 2017 dann die Weiterentwicklung, dann 4K mit Dual-Laser-Lichtquelle. Und 2018 dann schon das erste RGB-Lasergerät, was jetzt heute sozusagen der neueste Stand der Technik ist für die Laserprojektion und auch in unseren Laser-TVs Einzug gehalten hat. Und im gleichen Jahr, auch 2018, sind wir dann im Low-Cost-Bereich, haben wir dann durchgestartet, und da haben wir dann den ersten, was jetzt heute als L5 sozusagen bekannt ist, haben wir den Vorgänger vom L5 in China schon gebracht. Sieht ein bisschen anders aus, aber vom Design her recht vergleichbar. Und ich sag mal, 2020 sind wir dann in Deutschland, Ende 2020 sind wir dann in Deutschland so richtig auf den Markt gekommen. Und das ist halt das, was die Leute nicht wissen, was alles davor gewesen ist, und dass es für Hisense halt kein kurzer Trend ist, den wir da jetzt gerade nachhecheln, sondern dass wir mit LG zusammen eigentlich einer der First Mover waren im Bereich Laser-TV und Laserprojektion. Und ich glaube, dass das eine Story ist, die man den Leuten draußen auch mitgeben muss, weil viele kennen Hisense nicht und viele kennen auch die Entwicklung nicht, die dahinter steckt. Und das ist halt schon ein bisschen was da passiert ist. Genau. Unterstrichen wird das Ganze nochmal von 1.366 Patenten. Mittlerweile werden es wahrscheinlich mehr sein, weil das habe ich vor einem halben Jahr zusammengeschoben, hier das Slide. Nur für Laser-TV, also das hat jetzt nichts mit Kühlschränken, mit normalen Fernsehern, nur für Laser-TV 1.366 Patente angemeldet. Und wie gesagt, in China, im Heimatmarkt, sind wir seit über 10 Jahren Marktführer im Bereich TV generell. Und im Bereich über 80 Zoll, wo Laser-TV einzahlt, in China wird sehr viel 80 Zoll Laser-TV verkauft, weil kleinere Wohnungen und so weiter, haben wir tatsächlich einen Marktanteil von 45%, also wirklich marktbeherrschende Stellung im Heimatmarkt in China. Also da sind wir wirklich ein Player. Genau, und dann arbeiten wir in Deutschland dran, dass es weitergeht. Genau, das ist eigentlich so die Story.
wo wir herkommen und was wir die letzten Jahre so entwickelt und gemacht haben. Und ja, wenn es recht ist, würde ich jetzt dann zum L9 kommen. Oder wie wollen wir es handhaben? Es ist hervorragend, ich bin nämlich gerade fertig geworden mit dem Essen. Sehr gut. Ja, nein, also ich würde sagen, ich mache mal so ein bisschen die Unterscheidung im Line-Up, ne, wo wir die unterschiedlichen Produkte haben, was sich da so unterscheidet. Und das kann man auf dem Slide jetzt relativ schön sehen, dass das Design vom L9 jetzt ein bisschen in dunkler gehalten an der Stelle. Das ist sozusagen unser RGB-Lasergerät, also mit 3 Laserlichtquellen in den Grundfarben, hat dadurch halt eben einen sehr, sehr großen Farbraum, 107% BT2020. Das ist zumindest das, was ich bisher gesehen habe, der größte Farbraum, der dargestellt werden kann, auch nicht vergleichbar mit Farbräumen, die auf OLED-Fernsehern dargestellt werden können. Und ja, das ist sozusagen das Steckenpferd dieses Produktes. Wir haben mit 3000 Lumen und die geben wir tatsächlich sehr bodenständig an, sagen wir mal. Haben wir in Kombination mit dem hellsten Screen, den wir anbieten, tatsächlich 420 Nit Peak Brightness. Also das ist von der Helligkeit her tatsächlich heller als ein herkömmlicher Fernseher. Und das ist sozusagen auch die Story, die wir erzählen wollen, weil wir wollen keinen Projektor verkaufen, wir wollen Laser-TV verkaufen. Und das ist für uns eine Technologie für den Fernsehersatz ab 80 Zoll aufwärts, gerne auch 100 oder 120 Zoll. Genau, also 4K UHD-Auflösung mit Pixel-Shift, 60 Hertz, muss man auch dazu sagen, haben wir am Start, ist aber sozusagen alles, was jetzt in weiß gehalten ist, alles das, was der L5 sozusagen auch abbilden kann. Das heißt, die Schlüsselthemen sind tatsächlich Helligkeit, Farbraum, Laserlichtquelle und ein bisschen was an den Lautsprechern, der Soundbar vorne drin wurde auch gemacht. Ja, ansonsten arbeiten wir mit einem Smart OS-System, also unserem VIDAA-System, was viele auch nicht kennen. Also Hisense ist auch einer der wenigen, die ein eigenes Smart-TV-System entwickelt haben und wo wir auch stolz drauf sind, dass wir da so gut mit dastehen. Wir haben Triple Tuner inkludiert, auch in beiden Geräten, dass man auch alle TV-Sender über jegliche Empfangsarten empfangen kann und auch einen CI-Slot, um die privaten Sender freizuschalten. Also für uns ist das Gerät im Grunde genommen ein TV-Ersatzgerät komplett. Wir machen da auch keine Unterscheidung zwischen TV oder Laser-TV. Im Grunde genommen ist das Laser-Display, so sagen wir es intern, nur die Display-Technologie, wie es ein LCD oder ein OLED-Fernseher halt eben auch ist, nur halt eben auf Projektionsbasis. Also mich gerne unterbrechen, ich will hier auch keinen Monolog starten, wenn Fragen da sind von eurer Seite direkt, ja. Ansonsten kommen wir zu der Unterscheidung von den Modellen. Was wir halt eben speziell machen, wir verkaufen keinen Laserprojektor alleine, sondern wir verkaufen Bundles, also Pakete, bestehend aus Projektor mit der dazugehörigen Leinwand. Womit wir aktuell am Markt sind, sind die Zollgrößen 100 Zoll und 120 Zoll. Und da gibt es halt eben die entsprechenden Projektoren, die auf die Zollgröße fix eingestellt sind. Die kann ich auch nicht verändern. Beziehungsweise ich muss als Techniker versiert sein, um die Zollgröße zu verändern. Aber letzten Endes kann ich als Endkunde jetzt erstmal, ohne das Gehäuse zu öffnen, die Zollgröße nicht verstellen sozusagen. Beim L9 kommt es dann dazu, dass wir 3 unterschiedliche Varianten haben. In 100 Zoll 2 Stück, und zwar einmal 100L9G-B12, die gleiche Variante als -D12 und in 120 Zoll die Variante 120L9G-A12. Das sind sozusagen die 3 Varianten, die wir vom RGB-Laser-Modell haben. Die Screens unterscheiden sich in ALR und CLR. Ich komme aber jetzt gleich noch in einem sonstigen Slide zu den Screens nochmal dazu. Genau. Ansonsten habe ich im Grunde genommen alles schon gesagt. Hier ist der DLP-Chip nochmal zu nennen, der vielleicht gesondert ist. Also es ist der kleine DLP, 0,47 Zoll. Das ist vielleicht noch zu nennen. Und ansonsten die Throw-Ratio von 0,25:1. Ja. Vielleicht an der Stelle zu sagen, alle, sowohl L5 als auch L9, haben diese 0,25. Das heißt, wir sind bei einem Abstand von um die 50 Zentimeter inklusive Gerät, um diese 100 Zoll darzustellen. Genau. Das heißt also, mein Lowboard müsste 50 Zentimeter tief sein, damit ich den Hisense
vorne an die Kante hinstellen kann, damit ich dann 100 Zoll ausleuchten kann. Absolut, genau. Okay. Das schaut so aus. Also das Möbelstück gehört immer mit einkalkuliert sozusagen, wobei es mittlerweile tatsächlich auch Lösungen gibt von elektrischen Schubladen, die auf Ja. bestehende Möbelstücke draufgesetzt werden können. Da werden wir in Zukunft auch von uns aus noch stärker unterstützen, weil wir halt dadurch, dass wir im Heimatmarkt in China unterwegs sind, halt auch ein sehr starkes Netzwerk an Zulieferern auch haben, die solches Zubehör haben. Das heißt, ich könnte zum Beispiel mit einem 40er Sideboard arbeiten, wo einfach diese ganz schlanke elektronische Schublade draufgeschraubt wird. Sobald der Projektor angeschaltet wird, fährt die dann dementsprechend nochmal 10 cm raus, damit ich halt eben kein gesondertes Möbel Ja, brauche. Das sind okay. ganz coole Lösungen, die auch nicht aufdringlich jetzt so sind. Und ja, das ist eigentlich ganz spannend. Also Genau. wollen wir kurz festhalten, diese 20,9 Zentimeter als Beispiel bei 100 Zoll bedeutet also Vorderkante des Gehäuses, was zur Wand hingeht, wäre 20 Zentimeter, knapp 21 Zentimeter plus die Tiefe des eigentlichen Gerätes. Genau. Ja, okay. Also das ist jetzt der früheste Abstand, mit dem ich 100 Zoll darstellen kann. Und wenn ich auf die 120 Zoll, das sind ja dann 2,66 Meter Bildbreite, das andere sind 2,21 Meter Bildbreite, dann brauche ich 35 Zentimeter. Und da ist das je nachdem sicherlich ganz praktisch, mit einem entsprechenden Schubladensystem vielleicht zu arbeiten, wenn ich den Abstand nicht dauernd haben kann. Absolut, ja, bei 120 Zoll empfiehlt sich das auf jeden Fall, da eine Lösung zu bauen, weil, wie gesagt, 35 Zentimeter Abstand und das Gerät hat in der Tiefe knapp 30 Zentimeter, bin ich halt schon bei 65. Das ist dann schon echt ein Brocken, den ich mir da hinstellen muss, ja. Ja, okay. Das Kann man sich alles bei bleibt. uns anschauen, haben wir alles aufgebaut, auch mit den verschiedenen Bildbreiten, ne? Das können wir dann auch jederzeit ausmessen, auch was die Höhe angeht. Man muss ja berücksichtigen, so ein Projektor hat ja eine bestimmte einen Winkel, mit dem man nach oben projiziert, und der ist immer unterhalb der Bildunterkante. Der ist immer ein Stück unterhalb der Bildunterkante. Ne? Das muss man eben auch noch berücksichtigen. Nicht, dass das Gerät nachher auf 1 Meter Höhe steht, weil dann habe ich nicht mehr genug Platz in der Höhe für die Leinwand. Dann wird das nicht mehr passen. Absolut. Also das ist auch tatsächlich der Fehler, den die meisten Leute machen, wenn sie sich entscheiden müssen zwischen 100 und 120 Zoll, dass sie ja sozusagen die Breite ausmessen, die da ist von der Wand. Dann sagen sie, okay, es passt, haben aber nicht bedacht, dass das Sideboard eventuell 1 Meter Höhe hat und dann kommen sie mit der Bildhöhe sozusagen dann nicht mehr zurecht, weil das Offset noch dazu kommt. Wenn ich zum Beispiel 120 Zoll nehme, ist das Offset entsprechend höher als bei einem 100 Zoll Gerät. Genau, das haben wir auch bei uns mit Datenblättern auf den jeweiligen Produktseiten mal veröffentlicht, weil wir auch selber ein bisschen nachgemessen haben, um auch wirklich die richtigen Abmessungen und so weiter dann für euch anbieten zu können, weil ihr habt keine Möglichkeit, am Objektiv etwas zu verändern. Also in der Form, dass ich sage, ich zoome jetzt, ich bewege jetzt das Ganze nach oben und unten oder rechts und links. Das ist nicht. Das wird wirklich rein über die Positionierung des Projektors nachher an der Leinwand ausgerichtet. Genau, richtig. Also wir haben natürlich die Möglichkeiten, nachher über die Software dementsprechend das Bild reinzuziehen auf die letzten Millimeter. Aber es empfiehlt sich natürlich, möglichst nativ das Gerät einzustellen, weil ich so halt keinen Qualitätsverlust habe. Ja. Ja, genau. Okay, haben wir. Perfekt, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal Hier wurde weiter. gerade gefragt, 120 Zoll gleich 2,66 Bildbreite, ob man mit einem Sitzabstand von 2,70 Meter klarkommt. Würde ich sagen, ja, kann man sogar bei uns zufälligerweise in dem Flur, wo wir unter anderem die Geräte mit aufgebaut haben, selber ausprobieren. Das funktioniert und das macht viel Spaß und Freude. Ja, absolut. Also das muss man auch wirklich sagen, dass das nicht vergleichbar ist mit herkömmlicher TV-Technik, weil ich eben einfach durch die Projektion eine Reflexion habe und also keine direkte Panel-Emission sozusagen. Und deswegen ist es bei Projektion ja auch tatsächlich ganz, ganz schön, dass man da näher dran sitzen kann als an einem herkömmlichen TV, weil ich einfach die Pixel nicht so gut sehen kann. Okay, jetzt müssen wir auf das extrem besonders Kleingedruckte achten, sonst macht es nämlich einen echt wahnsinnig. Dieses B, dieses D und dieses A. Genau, ja, richtig. Also das sind die Varianten L5, die wir jetzt haben. Das ist der Single-Color-Laser. Ich habe es auch nochmal drüber geschrieben. Also kein RGB-Lasergerät mehr, sondern eine blaue Laserlichtquelle, die über ein Farbrad und über einen Phosphorbereich auf dem Farbrad alle anderen Farben erstellt. Das ist sozusagen der wichtigste Unterschied. Das heißt, dieses Gerät kann einen nicht so hohen Farbraum abdecken, wie das der L9 kann. Also der RGB-Laser kann. Und es ist ein bisschen dunkler. Ansonsten ist im Grunde genommen bei den Geräten kein so ein starker Unterschied.
merklich. Also die Anschlüsse sind im Großen und Ganzen gleich. Das TV-System ist im Großen und Ganzen gleich. Ansonsten, es geht eigentlich wirklich darum, möchte ich diesen großen Farbrahmen und die hohe Helligkeit haben von 3000 Lumen, und der L5 arbeitet mit 2800, geben wir es, glaube ich, an. Also es ist schon merklich dunkler, aber ist absolut noch top, gerade in Kombination mit den Screens. So, jetzt kommen wir zu den unterschiedlichen Modellen. Fangen wir links an. 100 L5F, also 100 steht immer für die Zollgröße, das ist das 100-Zoll-Modell mit einer 100-Zoll-Leinwand. Und B12 ist ein sogenannter Hardscreen, also wirklich eine Platte. Die ist starr, muss ich nicht aufbauen und wird über eine Halterung an der Wand befestigt. Ich habe auch gleich noch tatsächlich Bilder von der Verpackung, damit sich die Leute das ein bisschen besser vorstellen können, wie das auch zu Hause angeliefert wird sozusagen. Das ist ein sogenannter ALR, also Ambient Light Rejecting Hardscreen. Das heißt, der Schliff dieser Leinwand, die Struktur dieser Leinwand ist rund zur Lichtquelle und hat deswegen den hohen Vorteil, sehr gebündelt das Licht wiederzugeben an den Zuschauer. Hat dadurch aber den Nachteil, durch diese runde Struktur wird der Blickwinkel dieser Leinwand beeinträchtigt. Das heißt, wenn ich einen großen Blickwinkel habe, weil ich zum Beispiel ein riesiges, breites Wohnzimmer habe, macht diese Leinwand keinen Sinn. Wenn ich aber schön zentral vor dem Screen sitze, ist diese Leinwand eine tolle Wahl, weil ich halt eben da diese hohen Spitzenhelligkeiten auch mit erzielen kann. So, das ist jetzt dieser Hardscreen, also dieses harte Panel, was auch nicht aufgebaut werden muss. D12, auch 100 Zoll, das ist die Variante mit denselben oder ähnlichen Eigenschaften, also auch ein ALR-Screen, das heißt, von allen Seiten wird das Licht sozusagen weggenommen mit dieser Leinwand. Ist aber ein Softscreen, das heißt, der wird aufgebaut, wird auch kleiner angeliefert, hat einen etwas größeren Blickwinkel. Wie gesagt, ich komme gleich zu den einzelnen Features von dem Screen. Und das letzte ist 120 Zoll, das ist dann A12-Variante. Da kommt dann der Projektor mit 120 Zoll scharf gestellt und diesem CLR-Screen. Das ist der klassische CLR-Screen, den man eigentlich seit vielen Jahren auch schon so kennt vom Markt. Und da habe ich eine Rillenstruktur, die von links nach rechts geht. Also so, und ich, CLR steht für Ceiling Light Rejection. Also ich nehme das Licht von der Decke sozusagen weg, hat dadurch aber einen größeren Blickwinkel von 140 Grad knapp. Also das sind sozusagen die unterschiedlichen Bundles, die wir haben, und das gilt sowohl für den L5 als auch für den L9. Genau. Und jetzt ist okay, die schöne Übersicht von den Screens. Genau. Okay, halt mal fest. Wir haben diese Leinwände alle bei uns installiert. Ihr könnt die euch alle im Direkten vielleicht anschauen. Deshalb ist es immer ganz interessant, wenn man sich für das Thema interessiert. Man hat drei Leinwände zur Auswahl, dass wir mal die Raumsituation sehen, dass wir mal Fotos sehen, dass wir mal wissen, wie der Abstand ist, um dann euch mal zu demonstrieren, wie dann wirklich die Unterscheidungsmerkmale erkennbar auf diesen Leinwänden wären und wie man das Ganze dann am besten optimal nutzen kann. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, mein lieber Herr Nitsch. Was haben wir noch? Weil ja, das ist so, denke ich mal, super klar. Die Daten, die sind die Abmessungen der Leinwände. Das werden wir auch bei uns auf der Homepage nochmal im Nachhinein auch nochmal separat veröffentlichen. Ne? Ich kriege doch die Präsentation hier, oder? Ja, logisch. Gar kein Problem. Das ist doch super. Ja, ich glaube, was hier wirklich wichtig ist zu sagen, also die wichtigsten Punkte sind eigentlich, wenn ich mir B12, D12 und A12 angucke, wie gesagt, A12 120 Zoll, die anderen 100 Zoll, ist auf der einen Seite Viewing Angle, also der Betrachtungswinkel, bei dem, das ist immer einseitig hier genannt, 72 Grad sozusagen. Das ist ein sehr kleiner Betrachtungswinkel. Der Daylight Softscreen hat 90 Grad Betrachtungswinkel und der 140 Grad ist dann der CLR. Also das ist wirklich der große Betrachtungswinkel. Was ich aber dabei auch beachten muss, ist Peak Gain, also der Gain-Faktor der Leinwand sozusagen. Die maximale Spitzenhelligkeit, ja? Genau, richtig. Faktor 1 ist sozusagen 1:1 Übertragung der Helligkeit vom Projektor zum User. Und das heißt, wenn ich unter 1 bin, schluckt die Leinwand ein bisschen was an Licht weg. Wenn ich über 1 bin, hält sie auf. Und das ist halt eben der große Vorteil an diesen ALR-Screens. Die hellen die Helligkeit vom Projektor noch zusätzlich auf. Und das ist diese Daseinsberechtigung von diesen Leinwänden. Also 1,24. Das heißt, ich bin sozusagen 20% heller als das, was auf die Leinwand geschickt wird. Also die macht. Die bündelt regelrecht.
Genau, korrekt. Und das ist eigentlich der Punkt. Und der unterste Schritt sozusagen haben wir Zwei-Step Fast Installation ist halt wirklich die Platte, die wird fertig angeliefert. Das zeige ich auch jetzt gleich. Ich mache eine Halterung an die Wand und tue die Platte drauf. Und bei den anderen beiden Lösungen muss ich halt vorher die Leinwand als komplettes noch installieren. Genau. Und dann kann man sich Da das so darf man keinen ungefähr. Schreck bekommen. Ja, da darf man wirklich keinen Schreck bekommen. Also auf der linken Seite sehen wir es. Es sind auch jetzt auf der rechten Seite nicht die konkreten Bilder, wie es jetzt mittlerweile, aber so, damit man sich das so grob mal vorstellen kann, wie das angeliefert wird. Ja. Oder mit welchem Auto man kommen sollte, wenn man das bei uns abholen möchte. Korrekt. Ja, also wie gesagt, der B12-Screen ist halt wirklich eine Kartonage wie ein 100-Zoll-Fernseher. Also da mache ich auch keinen Abstrich. Den mache ich auch nicht kleiner, den kann ich auch nicht falten. Er ist einfach so groß. Und da haben wir dann dementsprechend dieses logistische Thema. Also eine Anlieferung macht da definitiv Sinn über eine Spedition. Deswegen muss man da auch heutzutage, was so versandkostenfrei und so angeht, vielleicht ein bisschen Abstriche machen. Wenn man das sieht, kann man sich das auch vorstellen. Ja, und auf der rechten Seite sieht man dann halt eben, die Screens sind halt zum Aufbauen, und deswegen halt auch deutlich kleiner. Das ist jetzt ein Beispiel von 120 Zoll Screen. Der 100 Zoller Screen ist sogar, tatsächlich eine ganze Ecke kürzer mittlerweile. Da haben wir ein bisschen was gemacht an der Kartonage. Genau, und dann habe ich nur noch mal zwei Beispiele dazu gebracht, warum wir das auch so nennen, wie wir es nennen. Also das ist jetzt sozusagen CLR-Screen nochmal. Also die 120 Zoll Variante nennen wir Cinema Screen, weil es halt eher für abgedunkelte Räume da ist, hat einen tollen Schwarzwert, hält aber nicht so stark auf. Und die zweite Variante ist das, was wir uns auch stark vorstellen, ist halt wirklich in Wohnräumen mit den ALR-Leinwänden zu arbeiten, weil wir da hohe Lichtintensität oftmals haben und da macht es halt eben Sinn, auf eine hohe Spitzenhelligkeit zu gehen. Genau, und das ist es eigentlich auch Super, schon. vielen, vielen Dank. Jetzt eine Frage. 80 Zoll habe ich immer wieder von gelesen und gehört. Die Wohnungen in Deutschland sind ein bisschen größer wie die meisten in China jedenfalls. Ist aber hier in Europa oder in Deutschland kein Thema, ne? 80 Zoll bei Hisense oder doch? Doch ist definitiv ein Thema. Wir haben letztes Jahr oder sind aktuell sogar noch dabei, ein 88-Zoll-Gerät zu vertreiben. Das ist so ein bisschen ein Nischenmodell gewesen, was wir nur ganz selektiv vertrieben haben, weil in Deutschland halt eher die Nachfrage bei 100 Zoll da ist. Das heißt, 88 Zoll mit einem Spezialscreen haben wir dann nochmal rausgebracht, der auch Ton übertragen konnte. Und wir werden vermutlich gegen Ende des Jahres wieder ein 90-Zoll-Modell herausbringen. Also man merkt halt stark, dass aus China dieses Produktangebot von 80- und 90-Zoll-Geräten kommt, weil die es aus dem Heimatmarkt halt stark fokussiert dort verkaufen, weil einfach die Nachfrage nach so Großzolllösungen in China nicht so da ist, weil einfach die Wohnräume nicht so groß sind. Okay, dann noch eine Frage, die war auch hier aufgetaucht. Leinwände, die von der Decke runterkommen, beziehungsweise Deckenmontage und auch Bodenleinwände. Dazu kann ich vielleicht noch ein bisschen was sagen. Also Leinwände, die von oben von der Decke kommen. Ich kenne eigentlich nur eine von der iSense, die wir mal vor 3 Jahren besucht haben. Das war ein amerikanischer Hersteller. Leinwand war um die 2 Meter breit, hat richtig Kohle gekostet und ist, glaube ich, weil nach meinem Kenntnisstand immer noch nicht so richtig. Es gibt keine Alternative und auch nicht größer geworden. Und die hatte diese Rillen, hatte die. So, wobei man sagen muss, die meisten dieser Projektoren lassen sich über Kopf installieren, aber freiwillig mache ich das nicht. Weil das ist echt eine komplizierte Nummer, das Ding über Kopf auszurichten. Man muss ja den Abstand zwischen dem Projektor und der Oberkante Leinwand dann genau berücksichtigen. Also, das ist schon eine ziemlich wilde Nummer. So, die zweite Frage ist dann mit den Bodenleinwänden. Bodenleinwände gibt es als motorische Bodenleinwände mit diesem CLR-Tuch, also mit dieser Rillenstruktur. Da haben wir ja auch schon Videos gezeigt, wie man vielleicht so eine Bodenleinwand mit in der Wohnung integrieren kann, so in einem Möbel drin, also oder zwischen Wand und dem Lowboard, was man hat, dann fährt eben auf Knopfdruck diese Leinwand nach oben. Das mit einem Scherengelenk ist diese Leinwand ausgestattet und die ist also von den Eigenschaften vergleichbar wie diese Rahmenleinwände, hat also auch diese Rillenstruktur CLR, gibt es auch in zwei Größen und interessant bei dem Beispiel, bei dem Video, wo wir das mal gesehen haben, das dürften der eine oder andere noch in Erinnerung haben, war das Ganze installiert worden vor so einem riesen Fenster, was natürlich sehr praktisch war. Ne? Man hatte also tatsächlich, wenn man kein Fernsehen guckte, war die Fenstersicht da und wenn man Fernsehen guckte, wupp, fuhr dann also diese Leinwand hoch und man hatte den Vorteil, man hatte keine direkte Sonneneinstrahlung auf die eigentliche Projektionsfläche. Das war auch nochmal sehr praktisch. Ja,
Okay, so sieht das aus. Garantiezeiten bei Hisense sind weiterhin, was haben wir? 24 Monate, 36, 100 Jahre, was gibt es? 24. 24 Monate gibt es. Laser ist freigegeben für 20.000 bis 25.000 Stunden, ne? Je nach Absolut. Modell. Vorlaufzeit wurde gefragt, so ein Gerät einzuschalten, ist eigentlich ziemlich flott. Das dauert vielleicht 5 bis 6, 7 Sekunden, dann hat man sofort ein Bild. Die Soundbars sind für den Anfang auf jeden Fall schon mal ganz gut. Da ist ja sogar ein gewisser Dolby Atmos, räumlichere Wiedergabe mit erzeugbar. Und es ist ganz wichtig, meiner Meinung nach immer noch der einzige UST-Projektor mit einem wirklich vollwertigen TV-Tuner-System, also wo man alle Sender mehr oder weniger top empfangen als auch sortieren kann und sogar verschlüsselte entschlüsseln kann. Stichwort wäre da die privaten HD-Plus-Sender. Ja? Dann haben wir noch so Sachen wie über externe Netzwerkfunktionalitäten auf Netzwerkfestplatten zugreifen, USB-Platte dran. Also eine ganze Menge Sachen, die da sind. Für mich ist es die Lösung für alle die, die einen Beamer gerne hätten, aber nicht können, weil Beamer an der Decke geht nicht und Leinwand ist auch nicht so optimal dann nutzbar. Dann ist das wirklich die definitive Alternative für jemanden, der einen größeren Fernseher als einen bezahlbaren 65 oder 475 Zoll haben will. Absolut. Also so sehe ich es auch. Und ich finde tatsächlich, auch wenn jetzt die Frage eben kam mit 80 Zoll, ich finde, es wird halt irgendwie spannend ab 100 Zoll, weil ich da halt auch eine Argumentation gegenüber den Fernsehgeräten habe. Ne? Die hören halt irgendwo bei 86 Zoll bezahlbar momentan auf. Und da kommt halt Laser-TV dann auch ins Spiel. Und je kleiner ich halt mit der Fläche wäre, desto eher kommt auch ein Fernseher. Und OLED-Geräte sind ja nun mal eben auch toll. Da macht man ja keinen Abstrich. Aber wenn ich mit den Geräten in Konkurrenz trete, wird es natürlich dann auch von der Argumentation dann am Ende irgendwie schwierig, wenn die preislich auf demselben Niveau liegen. Alles klar. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für die Informationen aus allererster Hand. Ich hoffe mal, das eine oder andere wurde an Frage beantwortet. Ansonsten schickt uns eine Mail oder kommt vorbei. Wir sind ja sogar diesen Samstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag sind wir natürlich da. Können wir euch das alles zeigen und wir gucken auch gleich nochmal eure Fragen durch, ob die eine oder andere übersehen worden ist. Der gute Holger guckt die ganze Zeit drauf und überlegt auch schon, wie er den 120 Zoll Bildschirm demnächst in seiner Wohnung installiert. Kleiner Insider. So, und dann gucken wir doch mal. Mein lieber Nitsch, vielen, vielen Dank, ja? Okay. Prima, sehr gerne. Einen schönen Abend. Viel Spaß noch. Danke auch, ne? Schönen Abend, Alles ne? klar. Danke sehr. Tschüss. So ist das. So, also, guck mal. Dann würde ich doch sagen, ja genau, 192 Zoll ist natürlich eine Größe, die hat die gute Ilona, nämlich vom Boden bis zur Decke, komplett alles ausgenutzt und das mit einem Epson, einem LS10000, einem Megagerät, für die wir irgendwann mal nochmal so eine Stunde machen für die besten Projektoren der letzten 20 Jahre. Da gehört er definitiv dazu. So, Nochmal mal kurz alle Fragen durchgehen, dass wir die zumindest mal bis jetzt so halbwegs ja, beantwortet machen wir. Da haben. machen wir mal kurz einen Cut und danach kommt nämlich, wenn wir die Fragen durch sind, der gute Roland und der wird uns da ein bisschen was erzählen. Der macht sich schon gerade bereit. Ja, dann soll er noch ein bisschen aufbauen, noch ein paar EQs rumbasteln, dann kann er uns eine Menge zeigen. Ja, so, was hast du an Fragen? Erzähl mal kurz, was hast du alles gesehen, was wir noch nicht beantwortet haben? Also, ja, da waren ja jetzt viele Fragen auch zu Produkten und zu irgendwelchen technischen Sachen. Ich würde jetzt einfach mal von oben nach unten kurz durchgehen und bitte Michael V. entschuldigt, wenn die Beantwortung ein bisschen knapper ausfällt. Aber ihr seht ja, das wird eh eine 3-4 Stunden Session heute und Mindestens, wir wollen heute den Rekord knacken von damals mit Roland. genau. Also die erste Frage war von Michael V. Ob zwei Mini-DSP DDR-C mit Dirac eine Alternative für teure Produkte wären? Prinzipiell ja, aber mit Abstrichen. Also die Mini-DSP-Produkte sind gute Sachen. Das Dirac Live funktioniert auch gut mit 4 und IR-Filtern. Ob es jetzt den Funktionsumfang einer Trinov oder der Wettbewerbsprodukte von Trinov erreichen kann, wage ich mal zu bezweifeln, weil spätestens, wenn es ans Remapping geht oder das Herausrechnen von Reflexionen, sind solche Produkte halt schnell am Ende. Aber wer damit umzugehen weiß, kann damit sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Was ist der Unterschied zwischen Fasansat und Mikro von Dali, die Lautsprecher? Letztendlich sind die Sat ein bisschen größer, spielen ein bisschen tiefer und können ein bisschen lauter. Wenn du das an der Decke für Auro 3D nicht brauchst, dann sind die Mikro sicherlich auch gute Lautsprecher. Oder an der Wand. Ansonsten, bitte? Oder an der Wand. Genau. Ich persönlich glaube, würde aber eher die paar Euro mehr ausgeben und die Fasansat nehmen.
Weil sie auch den Vorteil haben, dass man sie mit dem Kugelgelenk etwas besser ausrichten kann, wenn es beispielsweise für 3D-Sound auf jeden Fall geeignet ist. Oder wenn du es natürlich an der Wand befestigen willst und es trotzdem ein bisschen ausrichten willst, dann ist alleine dieser Mechanismus mit dem Kugelgelenk schon ein paar Euro wert. Genau. So, Sascha Anonymous, wenn man seinen Vornamen schreibt, ist man nicht mehr ganz so anonym. Kann es sein, dass der Marantz 6015 ein Handshake-Problem hat, also das Bild manchmal nicht weitergibt im Standby-Betrieb? Kann man von hier aus nicht beantworten, müsste man mal im Detail wissen, wo es wirklich Bei hängt. HDMI ist alles möglich. Genau. So, wann kommen neue Laser-TV und neue Beamer mit HDMI 2.1 und 120 Hz für Gaming-Freunde? Da gibt es momentan halt nur Epson, soweit ich weiß. Warte, Moment, langsam, langsam, nicht durcheinander bringen. Ach so, du redest von Laser-TV und neue Beamer. Also Laser-TV meint er ja Ultra-Kurzdistanz. Da würde ich mal sagen, zweites Halbjahr irgendwann, ist ja noch lang bis dahin. Und der neue Beamer, da kennen wir ja, wie du schon sagst, richtig, die Epson-Geräte, aber auch die JVC-Modelle. Die großen. Genau, die großen, ja. Ich denke eher an, was ich mir leisten kann, und da bin ich halt im Epson-Bereich. Ja. Vielleicht kommt So, noch ein Spendenaufruf. SB fragt, ja genau, SB fragt, was wir von Storm-Audio-Vorstufen halten. Gute Produkte im Vergleich zu Trinnoff fällt mir immer nur das mit dem Mikro ein. Die Trinnoff hat halt vier Mikrofone und kann damit über die Software den Raum viel besser analysieren als die Storm-Audio mit einem Mikrofon und mit Dirac. Von daher, Zwei ja, sind vollkommen gute verschiedene Produkte. Konzepte sind es, Genau. was die Funktionalität angeht, was den Bedienungskomfort angeht, etc. Und das Herzstück ist eben die Einmessung. Da sind wirklich zwei komplett verschiedene Systeme, die sich auch ganz klar unterscheiden nachher im Endergebnis. Genau. So, jetzt habe ich auch ein paar Mal genau gesagt, das hatten wir schon ein paar Mal. Der Oliver Weigel führt nämlich Liste. Ich muss noch ein paar Mal genau sagen, damit ich euch überholen kann. Wieso trinkt er dann jedes Mal ein oder was? Weiß ich nicht, aber der verträgt ja eine Menge. Du weißt ja, wie groß der ist. Ich weiß das. Ich weiß auch, wie viel Kaffee der verträgt. Okay, der Tobi fragt, ob wir einen Tipp haben, den X4700 richtig einzumessen. Das geht mit Sicherheit in der Kürze der Zeit hier nicht. Und wie man am besten Bassshaker mit einer Rekord-Endstufe am Denon anschließt. Über den Einfach Subwoofer per auskommt. Cinch, genau, wollte ich ja gerade sagen, einfach Entschuldigung. per Cinch-Kabel an den Subwoofer 2-Ausgang und die andere Seite an den Bassshaker. Und schon kann man auch die Intensität und die Laufzeit über den Denon steuern, sodass der Bassshaker auch dann rappelt, wenn er rappeln sollte. So, scrollen wir mal kurz ein bisschen weiter. Wir suchen eine 120 Zoll Leinwand, Rollo mechanisch grau Restlicht. Hast du sowas? Ja, aber nicht als manuelle Rollo. Wenn dann nur motorisch. Kann ich eigentlich auch nur empfehlen, weil das Tuch ist super empfindlich. Das sind ja meistens sehr weiche Tücher. Man muss schon gucken, dass da ein Seilspannsystem dran ist, damit die nicht massiv ohren. Und klassische Schnapprollo sind wir ja sowieso schon lange von weg, weil es einfach vom Tuchqualitäten her eigentlich manche schon ab Werk, sag ich mal, wellig ausgeliefert werden oder eigentlich mehr in die Abteilung Duschvorhang gehören. Und somit ist das eigentlich dann offen gesagt, dann bei so einem Tuch sollte man schon schauen, ist die Planlage natürlich wichtig. Und nochmal, das Tuchmaterial ist meistens etwas weicher. Deshalb sollte man auch generell aufpassen, dass ihr nicht solche Tücher aushängen lässt und vielleicht vor einem riesen Fenster vorn fahrt in Urlaub und wundert euch nach 3 Wochen, dass eure Leinwand kleiner geworden ist oder wellig geworden ist, weil diese Sonneneinstrahlung schon massiv das Tuch beeinflussen können. Genauso wie auch, wenn da eine Heizung direkt drunter ist. Das ist schon nicht ganz unkritisch bei dieser Art von Hochkontrastleinwänden. Also wie gesagt, wenn das die Frage war, manuelles Rollo müsste ich nicht und würde ich auch nicht wirklich empfehlen wollen, wegen dem Restrisiko der deutlichen Problematik bei der Planlage. Ja. So, Michael hatte nochmal das mit dem Mini-DSP gefragt, aber das haben wir ja beantwortet, so gut es in der Kürze der Zeit ging. Gibt es schon Neuigkeiten zu den Sony-Nachfolgern? Was? Gibt es schon Neuigkeiten zu den Sony-Nachfolgern? Damit meinen wir jetzt nicht den Herrn Sony, sondern wahrscheinlich die Beamer. Das gibt es daran nicht zu verstehen. Okay. Also es gibt noch keine Neuigkeiten, steht. Verhalten wir Mach mal fest. weiter. So, heißt das, dass mein nächster JVC dann made in Japan ist? Ja, das wird es heißen. Ja. Ron Harris fragt, kann ich Auro 3D installieren, wenn meine Couch nah an der Rückwand steht und diese nicht verrückt werden kann? Würde ich persönlich nicht empfehlen, weil du die 30 Grad Höhenwinkel nach hinten nicht einhalten kannst. Man könnte das mit einem
5.1 Setup von Auro auch versuchen, dass man die seitlich runterstrahlen lässt. Das funktioniert ganz gut, aber dann sind die nicht mehr hinter dir, sondern seitlich auf 100 bis 110 Grad. So hat da Auro damals mit dem Setup angefangen. Also dass wirklich, dass keine Rear Highs waren, so wie wir die oft installieren, sondern Surround Highs. So, top zufrieden mit einem 7013 von Grobi, das freut uns sehr. Gibt es einen 11.2? Du hast die Profi-Einmessungsfrage von Holger übersehen. Oh, Entschuldigung, von Alexander Kraus. Dazu gibt es bei uns im Shop einen direkten Artikel, den man so buchen kann. Die Einmessung kostet 399 Euro, dauert roundabout 4 Stunden. Real und persönlich vor Ort, keine Fernsehen. Man darf dabei sein, man muss nicht raus. Bitte? Man darf dabei sein, man muss nicht die Wohnung verlassen oder das Zimmer verlassen. Man darf dabei sein, es gibt keine Geheimnisse, es wird alles erklärt. Dazu kommen halt die Fahrtkosten, deswegen bündeln wir die Termine auch immer, dass ich jetzt nicht für einen Termin nach Berlin, München oder Hamburg fahre, sondern dass man dann gebündelt einige Termine hat und sich so die Fahrtkosten einfach reduzieren, so wie jetzt vor 2 Wochen mit Österreich. Aber 399 Euro kostet die reine Dienstleistung und was da alles mit bei ist, steht bei uns im Shop. So, gibt es einen 11.2 AVR für unter 1500 Euro, Patrick? 11.2? Ja, nicht mit 11 Endstufen. Unter 1500 Euro, Moment, wir haben ja ein paar Preiserhöhungen gehabt. Nee, da sind wir raus. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Da müssen wir gleich nochmal den Roland fragen, aber mir fällt da keiner ein. Der 37er, kann der 37er das? Boah, Fangfrage jetzt, ey. Müssen wir gleich den fragen. Pass auf, könnte 16, 15, 37er sein. Ja, keiner. Ja. Nein, mache ich nicht. Okay, fragen wir den Roland gleich. Dafür haben wir ja den perfekten Partner dabei. Ja. Wie geht der es guckt eigentlich den Audio-Leuten? Sind die nicht aus der Ukraine? Ja, die sind aus der Ukraine. Und da hat der Patrick am Anfang des Videos ja auch schon was zu gesagt. Wir stehen mit den Leuten auch in engem Kontakt und hoffen, dass alle Mitarbeiter, Chefs, die Familien, Freunde und sowieso alle Einwohner der Ukraine da halbwegs glimpflich aus der ganzen schlimmen Nummer rauskommen. So, muss man Handbücher lesen? Kann manchmal kein Fehler sein. So, gucken wir mal kurz weiter. Frage an Holger, Auro 3D. Mit der 10%-Regelung, Abstand vordere Höhenlautsprecher zu Frontlautsprechern. Das ist im Prinzip eine Wenn-Dann-Antwort. Also, wenn man bei die 10% einhalten will, und eine sehr niedrige Decke hat, kann man meistens die 30 Grad Höhenwinkel nicht einhalten. Und meiner Meinung nach ist der richtige Höhenwinkel wichtiger als die Entfernung der Höhenlautsprecher zum Frontlautsprecher, weil das kann ich über Pegeldistanz verändern in den AVRs. Aber den Winkel an sich kann ich in den AVRs nicht anpassen. Also wenn, dann würde ich mich lieber um die Höhenwinkel kümmern und nicht so sehr um den Abstand der Frontlautsprecher zu den Deckenlautsprechern. So, scrollen wir mal kurz weiter runter noch. Schöne Grüße aus dem Weinviertel. Lass mich mal eben auch einen Kommentar loswerden. Ich weiß ja, da kriege ich ja mal wieder einen gleich drauf. Aber irgendwie will man manchmal nur das hören, was man hören will. Also der Schappert erzählt, glaube ich, nicht unbedingt, dass die Aromatik eh besser ist als Dolby Atmos so pauschal, sondern er erzählt ja dann, wenn bei Dolby Atmos mal wieder nichts da oben zu hören ist, dann ist das sicherlich eine interessante Alternative, mit dem man seinen Film in den meisten Fällen etwas aufwerten kann. Wenn es eine geile Dolby Atmos Spur gibt, bin ich jederzeit Freund von Dolby Atmos, genau wie von Auro oder DTS:X. Leider ist Dolby Atmos insoweit zwar auf der einen Seite Marktführer bei den Produktionen, aber auch im Jahre 2022 sind die Ausnahmen eher die Regel. So, das heißt also, die Qualität von Filmen in Dolby Atmos, wo man sagen würde, naja, da ist ja also von Anfang bis Ende mal immer der Sound auch wirklich so in den oberen Ebenen mit abgemischt worden, wie man sich das in der Praxis vorstellen würde oder hören würde, ist ja leider doch sehr selten. Und da ist natürlich nur eine Aromatik da nicht so eine ganz schlechte Alternative. Das ist, glaube ich, so mehr die Kernaussage, mit der man mich gerne zitieren darf. So, haben wir das auch geklärt. Und weiter. Gut, das nächste war von The Real Schnitty, ob es Sinn macht, bei Lautsprechern mit hohem Wirkungsgrad einen zusätzlichen Verstärker, die Front, zu nutzen. Kann man machen, ist sicherlich kein Fehler, gerade wenn man viele Lautsprecher an einem etwas kleineren AV-Receiver hat, macht es durchaus Sinn, mit einem zusätzlichen Verstärker die Endstufen zu entlasten. Bei hohem Wirkungsgrad, wenn man eh nicht laut hört, könnte es sein, dass man keine großen Unterschiede hört.
Aber ich würde einfach sagen, probier es am besten aus. Und wenn du eine Änderung im Klang feststellst, dann wirst du wissen, dass es wahrscheinlich der bessere Weg war. Wie hoch ist denn der geringste Abstand zur Wand beim Laser-TV? Das hatten wir gerade beantwortet. 20 cm plus 34 cm Gehäuse sind knappe gute 50 cm. So, dann hier wieder eine kleine Diskussion zu Auro und Atmos. Da gehen wir mal kurz weiter. So, ich bin jetzt schon... Da will jemand eine neue Lampe haben und kalibrieren. Lampe können wir gerne einbauen, ist relativ easy, kannst du auch selber machen. Alternativ dann aber musst du, wenn es ums neue Kalibrieren geht, das Gerät direkt an den guten Raphael schicken, weil das macht er. Das machen wir nicht bei uns vor Ort. Und da können wir ja gleich auch noch mal kurz mit Raphael drüber sprechen. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Lampe einbauen können wir dir gerne anbieten. Kostet dich nichts, kannst du zugucken, kriegst du ein Käffchen. Vielleicht findest du noch ein paar schöne Sachen, die man so bei uns sehen kann. Können wir alles jederzeit gerne machen. Wenn das in der Woche ist, bitte Termin. Samstags kriegen wir es auch hin. Ist normalerweise kein Problem. Lampe sollten wir nur vorher dann zur Seite gelegt haben, weil auch da ist ab und zu mal das Glas etwas knapper. Darüber war noch eine Frage, wenn ich nur Akustikplatten bei Ihnen gekauft habe, ist es möglich, Sie zur akustischen Korrektur meines Raumes und Kalibrierung einzuladen? Also die Dienstleistung der Raumoptimierung, des Einmessens hat nichts mit einem Produktkauf zu tun. Also die Frage ist selbstverständlich, selbst wenn man bei uns nichts kauft, helfen wir den Heimkino-Enthusiasten trotzdem gerne weiter. So, das wird jetzt wird es ja ganz lustig hier. Ach Gott, wir Verschwörungstheoretiker, wahrscheinlich kommen wir auch gleich als Querdenker rüber. Du. Okay, ja, klar. Okay, haben wir noch was? Sonst würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut und holen uns den Roland dazu. Ich gucke gerade, wo sind wir denn jetzt? Wir sind da, wo dreimal untereinander Grobi stand, okay. Ich war schon weiter. Ja, so weit bin ich ja noch nicht. Ich versuche ja, die Fragen herauszufinden, die ich beantworten muss. Ihr habt gefragt, ob wir Lüngdorf, was haben wir denn hier alles? Da oben, was ist das entwickelt in Japan und oder hergestellt in Japan? In Japan ist es großen und Ganzen alles noch entwickelt, nach meinem Kenntnisstand, wenn es um die Projektoren geht. Aber die Produktionen finden natürlich mittlerweile in China statt, unter anderem von Sony. Gewisse Komponenten werden aber weiterhin in Japan gebaut und dann gibt es eben auch Vietnam oder eben Thailand und letzteres, wird es was für JVC angeht. Ich habe es ja ganz am Anfang euch schon gesagt. Tatsächlich ist es so, dass die JVC entschieden hat, die Produktion der sogenannten Heimkinoprojektoren wieder komplett zurückzuholen nach Japan. Und aus dem Grunde werden wir also jetzt bis mindestens August nicht eine Schraube aus dem Hause JVC geliefert bekommen. Wir haben noch ein paar NP5, aber NZ8 oder NZ9 sind da leider überhaupt nicht bei und sind auch nicht angekündigt jetzt für nächsten Wochen, weil es einfach nicht geht. Die haben nichts vor hinein produzieren können. Na? Gut, hier kommt noch eine Frage, die ich jetzt gerade, ich scroll jetzt auch gerade runter, von Tom West, dass wir mal was von der Weiterentwicklung des Mac Audio S6 sprachen. Ja, es gibt die S8. Ich müsste mal morgen auf der Palette gucken, ob die schon mitgeliefert wurden. Die sind zwischen der M12 und der S6 angesiedelt. Und wir werden spätestens zur High-End auch die Deckenlautsprecher haben. Das sind die C6 mit einem Hochtöner und zwei Mitteltönern, die wir schon angekündigt haben. Genau, jetzt habe ich hier von Ilona so viele Smileys, das kann ich mir merken. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Roland und machen die Fragen, die da drunter kamen, danach weiter. Genau, machen wir da mal einen Cut. So ist es. Okay, super. So, mein lieber Roland, dann würde ich sagen, wir lassen dich mal, wollen wir mal reinlassen? Ja, klar. Aber mal gucken. So. Genau, ich muss noch aufholen. Was musst du denn aufholen? Ja, genau. Der Oliver zählt. Komm, der macht gleich die zweite Flasche, muss der gleich aufmachen. Nicht wahr? Ist doch so, ne? Genau. Genau. So, der gute Roland stellt eine Verbindung zum Audiosignal her. Welcher Roland mag es denn sein, den wir jetzt hier gleich begrüßen werden? Ich weiß gar nicht, haben wir uns eigentlich dieses Jahr schon über Dingsbums hier gesehen, über YouTube gesehen? Ich glaube mal gar nicht, ne? Ja, doch. Du hast doch schon mit dem Roland zusammen ein Video gemacht bei euch hinten. Zu Polk Audio, kann das sein? Ah, Polk Audio, das war dieses Jahr. Ja, genau, das war, stimmt, alles klar. So, er stellt immer noch eine Verbindung her. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie lange das noch dauern wird. Gucken wir mal. Wir können dem Roland ja mal eine Trinhoff geben. Nein, schlechtes Thema. Hat eine Verbindung zum Audiosignal hergestellt. Na wunderbar, ich glaube, der Roland ist schon zu hören, aber noch nicht zu sehen. Ich kann dich hören, ja? Du kannst mich ja, auch hören? Ja, wir können dich auch hören. Ja, wunderbar. Ja, das ist prima. Dafür hat sich gerade irgendwie meine Kamera verabschiedet. Ich gucke mal, ob ich die live herstellen kann. Mal gucken, ob das geht. Zack.
Das Video kann nicht gestartet werden. Na, das ist doch wieder mal was Schönes. Mhm. Ja, das ist ja auch herrlich. Deswegen habe ich das ja alles hervorragend. Willst du dich noch mal einloggen? Nö, ich warte mal eine Sekunde. Ich habe ja hier dieses komische OBS dazwischen geschaltet. Vielleicht nehme ich das einfach mal raus. Vielleicht klappt es dann ja besser. Da sehen wir das. Das sieht super aus. Live und in Farbe. Live und in Farbe, genau. Hallo und herzlich, ja, hallo. Und herzlich willkommen wieder bei Roland Krüger, seinen Heimkinokanal. Nein, ich freue mich, euch zu sehen. Also euch alle sozusagen. Also. Schön Diffuso hast du im Hintergrund, Roland. Ja, genau. Es ist herrlich. Das ist hier meine übliche Location, ja. Und deswegen, das hatte ich heute noch eben mal ganz schnell aufgebaut, weil wir dieses ganze Video-Equipment aus diesem Raum rausgeräumt haben. Und das musste ich jetzt wieder alles zurückräumen, weil ich dachte, ich mache es mir hier ein bisschen angenehm, stelle hier mal ein paar schöne Marantz-Komponenten hin, um es mal ein bisschen heimlich zu machen. Und Bowers und Wilkins auch zum ersten Mal sozusagen hier an der Seite, um halt auch nochmal zu erwähnen, dass Sound United ja jetzt ein bisschen größer geworden ist. Aber ein Blutdruckmessgerät hast du noch nicht bei dir stehen, ne? Oder sowas, ne? Nein. Der Deal ist noch nicht durch, das dauert noch ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Okay, mein Lieber. Sag mal, also dir geht's soweit gut, ja? Ja, auf jeden Fall, klar. Sicher. Okay. Das, da, wo du ja bist, ist ja deine zweite Heimat. Ne? Also während des Lockdowns war ja da links, glaube ich, das Feldbett, wo du schon mal drüber übernachtet hast. Ne? Das Office, ja, gut. Ich hab halt das Kino nebenan, das ist eigentlich ganz angenehm. Da kann man dann halt mal reingehen und kann dann den Sony Beamer, der ja in den letzten 2 Jahren nicht so häufig benutzt wurde, und den kann man dann mal so ein bisschen auf Stunden bringen. Okay, ja, das ist doch schön. Sage mal, was würdest du uns denn vielleicht heute mal so ganz spontan, ich habe dich ja letzte Woche angerufen, hast du erst überlegt, sagst du, ja klar, auf jeden Fall habe ich irgendwas zu erzählen, was zu erzählen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann lass doch mal gucken. Ich weiß selber nicht, was mich jetzt hier erwartet, wo ich morgen meinen Außendienstler vielleicht anrufen muss oder heute Nacht noch irgendwelche Software-Updates zu den nächsten Tagen machen muss. Ja, der Außendienstler ist morgen hier, also wir haben heute ja morgen... Nein, meiner nicht, der ist im Urlaub. Ach, du hast im Urlaub, okay. Wir haben großes, ach stimmt, ja, es sind ja Ferien, richtig, ich vergaß. Wir haben großes Meeting, kann man den Bildschirm schon sehen? Jawohl. Kann man, das ist ja schon mal schön. Ja, genau, also ich habe natürlich ein bisschen was zu erzählen, denn just übermorgen kommt ein neues Update raus, also ein relativ großes Update wieder. Das heißt ja, bei uns hat das ja immer so U für Update-Funktion sozusagen, und da passiert jede Menge mit Denon Home, mit Heos, aber auch mit AV-Receivern. Natürlich jede Menge Bugfixes wieder, was AV-Receiver angeht. Ein paar Sachen, wo sicherlich der ein oder andere jetzt sagt, ah ja, stimmt, das hatte ich ja mal gemeldet oder das ist über Facebook mal gemeldet worden. Wir haben das dann hier nachvollzogen und versucht halt auch zu beheben. Nur war das Problem, dass wir ja immer so Update-Slots haben und es hat halt nicht früher reingepasst, genau. Aber fangen wir mal an mit quasi Denon Home. Das sind ja unsere Aktivlautsprecher. Da gab es ja jetzt auch eine neue Ankündigung. Da gab es jetzt diesen wunderschönen Subwoofer, diesen Denon Home Subwoofer, der seit einiger Zeit quasi lieferbar ist in diesem Portfolio. Also neben diesen Lautsprechern, die wir ja alle kennen, diesen Aktivlautsprechern, die ich hier ja auch nochmal im Bild habe, die Denon Home 150, die 250 und die 350 und natürlich die Soundbar 550, gibt es jetzt halt auch den Subwoofer dazu passend. Es gab ja davor schon einen, der hat aber eher so nicht dazu, wenn man so will, gepasst. Und der wird halt mit diesem neuen Software-Update jetzt auch vollständig unterstützt. Es gab quasi für die Auslieferung schon so eine Art, wie heißt das immer so hübsch, First-Day-Patch, weil heutzutage funktionieren die Komponenten ja gar nicht mehr, wenn man sie auspackt. Man muss die ja erstmal im Software-Update unterziehen, damit überhaupt, aber ich glaube, das macht jeder Hersteller schon fast so, dass die Komponenten, weil das dauert ja auch immer, ehe die aus Japan oder aus China hier rüberkommen. In der Zwischenzeit ist die Software halt schon irgendwie 5 Schritte weiter. Bist du doch nicht alleine? Nein, Alexa begleitet mich hier. Also ich sollte dieses Wort heute möglichst nicht sagen. sollen wir mal bei allen, die uns jetzt zugucken, mal eben das Licht einschalten oder ausschalten? Alexa, schalte das Licht an. Ja, nur um Gottes Willen.
Ja, aber ich freue mich tatsächlich auf dieses Update am Mittwoch und ich glaube, unser Support freut sich auch drauf. Ganz einfach deswegen, weil wir ja seit September in dieser Situation leben, dass auf allen HEOS-Geräten, egal was es war, ob es jetzt Lautsprecher waren, AV-Receiver, immer unterschiedliche Versionen liefen. Das heißt, auf dem einen lief tatsächlich ein anderer Softwarestandard als auf dem anderen, was dazu geführt hat, dass Gruppieren teilweise nicht möglich war oder Ähnliches. Und gerade das lag daran, dass wir der ersten Generation sozusagen, dass die Software dafür noch nicht fertig war, die aktuellste, aber wir unbedingt wollten, dass wir halt diesen Sprachassistenten, ich versuche das jetzt mal zu umschreiben, mit in unsere Denon Home Komponenten mit integrieren und das noch vor Weihnachten. Deswegen haben wir halt dieses Update gebracht, aber jetzt ist es halt für alle fertig und da bin ich halt richtig glücklich drüber, dass am Mittwoch wirklich alle Lautsprecher, alle Komponenten, wo HEOS drin ist, den gleichen Stand bekommen. Das heißt, auch wirklich die allerersten von 2014 werden auf die gleiche Softwareversion aktualisiert, können wieder gruppiert werden. Es kann wieder ein Stereopaar mit den alten Komponenten gemacht werden und so weiter und so fort. Und zusätzlich auch eine Funktion, die es, glaube ich, ja auch zum ersten Mal so gibt, was immer ein bisschen schwierig war, ist halt diese ganze Airplay-Geschichte, dass man also Denon Home nicht nur einen Einzellautsprecher mit Airplay ansprechen kann, sondern dass man eine Gruppe mit Airplay ansprechen kann oder dass man ein Stereopaar mit Airplay ansprechen kann, dass man ein Stereopaar mit einem Subwoofer mit Airplay ansprechen kann, dass man ein Surround-Set mit Airplay ansprechen kann. Alles das war bisher nicht möglich und wird jetzt ab Mittwoch quasi möglich sein. Außerdem haben wir schon immer so ein bisschen, ich weiß nicht, Patrick, du hattest auch mal so einen Fall, Leute, die sich gemeldet haben, da war so ein Knacksen in diesem Airplay. Teilweise. Ja, ich denke die ganze Zeit, ja, ich habe das gesehen gerade und ich denke die ganze Zeit an den Kunden und ich weiß ja nicht, ob er uns jetzt hier live sieht, aber es ist endlich soweit. Ja, auch das hat so ein bisschen gedauert. Es ist halt alles diese neue Integration, die wir da gemacht haben und wir haben halt viele dieser Bugfixes gemacht und deswegen freue ich mich halt auch besonders auf dieses Update. Klar, also das, außerdem werden halt bestimmte Bugfixes von Gruppieren, gerade mit dem neuen Subwoofer, dass es dann noch zum Delay oder so kam oder dass man auch ein Delay hatte in diesem Stereopaar, was tatsächlich früher auch nicht der Fall war, das ist jetzt alles mit behoben. Bei AVRs gab es einen Fall, der tatsächlich über Facebook reinkam, wenn man das Loudness-Management quasi noch deaktiviert hatte, genau, man hatte das Loudness-Management bei Dolby deaktiviert, was dafür sorgt, dass zum Beispiel, muss man vielleicht zwischendrin nochmal erkennen, dass Dolby unterschiedliche Quellen, also wenn unterschiedliche Quellen im Dolby-Format kommen, dann sorgt dieses Loudness-Management dafür, dass sie die gleichen Pegel haben. Also das sieht man dann auch manchmal Dial-Norm oder so, Dialog-Normalization oder so. Im Dings, wenn man das dann abgeschaltet hatte im AVR, weil man halt keine Beeinflussung haben wollte, was ja viele machen, weil es ja dann, weil es rein theoretisch ja dann der unverfälschte Sound ist, ohne dass man irgendwelche Pegelunterschiede, also ohne dass man irgendwelche Pegelanpassungen hat. Dann kam es dazu, wenn man darauf dann einen Abmixer angewendet hat. Bei Neural X war es halt aufgrund des Pegelsprungs am meisten zu hören, konnte es sein, dass der Ton verzerrte. Ich weiß, das haben einige gehabt. Da gab es so ein paar Szenen und so weiter. Das ist zum Beispiel behoben. Es gab ein paar Bugfixes auch für den HEOS AVR. Einige werden sich vielleicht noch an das Produkt erinnern. Ist schon einige Jahre aus dem Programm, aber trotzdem haben wir da einiges noch mitgemacht. Und so zwei, drei HDMI-Sachen, da gibt es immer Kleinigkeiten, die wir natürlich beheben, sind auch mit dabei. Das stimmt schon. Übrigens auch die Frage von vorhin, um da mal ganz kurz drauf zu kommen, der 3700er kostet 1.399 und fällt damit unter die Kategorie. Man braucht allerdings noch eine zusätzliche Endstufe, um 11.1 zu haben. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Da war ich ja nicht ganz also so falsch. Völlig korrekt. Nur hat er halt kein Auro. Aber gut, das ist klar. Aber der hat im Prinzip alles andere, was man so nimmt. Also am Mittwoch aufgepasst und ich hoffe, dass es wirklich Mittwoch wird. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber es ist relativ. Sagt ja nicht gut. Das Datum. Nee, das stimmt. Aber es ist relativ sicher, dass das quasi kommt, weil ich habe heute schon die ganzen Unterlagen. Die kommen normalerweise nur, wenn quasi unsere Qualitätssicherung keinen absoluten No-Go-Bug sozusagen gefunden hat. Dann kommen diese Meldungen. Ja, deswegen freue ich mich darauf auch sehr stark.
Und das nächste, worauf ich mich freue, ist tatsächlich viele von den Zuschauern halt auch mal wieder live wiederzusehen. Und da sind wir beim Thema High-End. Beim Thema High-End. Ich weiß nicht, das hattet ihr das heute schon kurz angesprochen. Ich habe nur gehört, wie der Holger erwähnt hatte. Wir steigern das so langsam von der Spannung. Ihr steigert das von der Spannung. Also die High-End-Show im Prinzip ist ja, findet ja dieses Jahr, also wir hoffen, toi toi toi, aber ich denke schon, findet ja dieses Jahr vom 19. bis zum 22. Mai statt, wobei der 21. und der 22. die Publikumstage sind. Am 19. und am 20. kommt man ja nur mit Fachbesucherregistrierung und so weiter rein. Sind also die Händlertage, es gibt also zwei Händlertage, wenn man so will. Und natürlich stellt Sound United wieder aus, und zwar in den üblichen Räumen im Atrium 4, in den Räumen F111 und in den Räumen F112. Ja, und da sind wir mit vertreten. Wir haben auch wieder tolle, tolle Sachen da aufgebaut, wie ich persönlich finde. Erzähle ich gleich vielleicht nochmal zwei, drei Dinge. Wir sind da mit Denon Marans, Classé und Rotel. Rotel ist ja vielleicht auch nicht ganz, Rotel gehört ja nicht zu Sound United, in Anführungsstrichen. Auch das wird manchmal so ein bisschen verwechselt. Aber wir vertreiben natürlich die Produkte der Marke Rotel. Und bei den Lautsprechern sind es halt Bowers & Wilkins und Polk Audio, die wir dort auf der Messe dann haben. Also hier nochmal, um vielleicht der ein oder andere, der auf der High-End-Show, die letzte fand ja im Jahre 2019 statt, die auf der High-End-Show im Jahre 2019 quasi waren, so sah das damals aus. So ähnlich wird es auch dieses Jahr, wenn man so will, wieder aussehen, so dieser Eingangsbereich ins Atrium und wenn man dann da quasi zu Sound United kam. Damals hatten wir ein Kino aufgebaut, ein relativ kleines Kino, und das hat sich auch großer Beliebtheit erfreut. Das haben wir dieses Jahr nicht geplant. Nächstes Jahr vielleicht wieder. Aber wie bitte? Weil es ja so beliebt war. Ja, es war tatsächlich sehr beliebt, aber es war, wir wussten halt schlichtweg und ergreifend nicht, bei uns sind die Planungen halt auch immer ein bisschen eher, und wie das Ganze mit der Corona-Situation wird und wie viele Sitzplätze man dann da hat. Und in so ein Atrium, muss man sich halt auch vorstellen, ist auch nicht ganz so günstig, und man muss dann halt auch immer gucken natürlich, was will man zeigen. Wir sind gewachsen mit zwei Marken, kommt noch dazu, und die Tastatur ist aber echt klasse, die du hast. Also da kann man ja fast schon die Buchstaben mithören. Ja, das ist gut. Ich habe es verstanden. Das Mikrofon steht, glaube ich, ein bisschen zu nah. Okay. Nein, alles gut, alles gut. Der Kommentar kam ja schon. Das fand ich gut. Genau, ich habe es gelesen. Nein, und wir werden, wie gesagt, auch da mit natürlich vier Produktpremieren von Denon und Marans mit vertreten sein. Darauf kann man sich schon mal freuen. Das werden Produkte halt sein im zweikanaligen Bereich. Aber trotzdem natürlich ganz, ganz schön. Wir haben ja erst vor kurzem bei Marans quasi dieses neue Design etwas erweitert. Das heißt, die 30er-Serie, die hast du ja auch bei dir zu stehen, Patrick, nicht wahr? Mhm. Und ich glaube, das Model 40N hast du inzwischen auch schon bekommen, richtig? Ich glaube auch. Mhm. Ja, genau. Das heißt, das sind ja alles Produkte, wenn man so will, die mit dem neuen Design kommen. Und es ist sicherlich jetzt kein Geheimnis, wenn man natürlich weiß, dass nach und nach immer mehr Produkte in diesem schönen neuen Marans-Design kommen, was ja so ein bisschen Klassik und Moderne miteinander verbindet. Und natürlich auch typische Marans-Elemente wie diese Symmetrie und so weiter sind natürlich da auch vorzufinden. Nach wie vor finde ich es wirklich einen gelungenen Schritt. Und man wird jetzt nicht alles von heute auf morgen quasi logischerweise ersetzen können. Aber das geht jetzt Schritt und Schritt voran. Und wir werden das sicherlich zur High-End wieder ein nächstes Produkt vorstellen, was dann entsprechend natürlich da reinpasst. Und auch bei Denon werden wir ganz spannende Sachen, wie gesagt, vorstellen. Daher insgesamt vier Produktpremieren, über die ich jetzt noch nicht viel mehr verraten darf. Ich darf verraten bei Denon, wir werden versuchen natürlich unsere neuen, Fähigkeiten im Bereich von YouTube etc. natürlich auszuschöpfen und auch einen Livestream von der High-End hinzubekommen, sodass ich an der Stelle schon mal sagen kann, am Freitagabend von der High-End
werden wir bei auf dem Dena in Deutschland YouTube-Kanal, falls ich die Werbung machen darf, live. Aber klar, jederzeit. Live dabei sein und euch das dann zeigen, falls ihr nicht am Samstag, Sonntag quasi mitgucken könnt. Und natürlich wir uns dann auch mal wieder sozusagen Auge in Auge begegnen können. Ich nehme mal an, ja, ich weiß, Patrick, du wirst da sein. Klar, da wirst du sicherlich auch mal den Weg in F111 und F112 finden. Ihr habt ganz schön Glück, Roland. Wir sind auch im Atrium 4, aber genau entgegengesetzt am anderen Ende der Halle, weil sonst hättet ihr bei euch nicht viel gehört. Ja, und dann habt ihr eben das Ende der Schlange dann bei euch. Ihr könnt dann freundlicherweise Kaffee verteilen, damit die Leute nicht so lange und Gummibärchen für die lange Wartezeit. Aber die Gummibärchen, genau, ja, die haben wir noch. Aber das ist doch super, weil dann können sie bei uns halt super die 800er-Serie mit Klasse hören und Bei euch hören sie dann halt was anderes. Ist doch gut. Wenn die bei uns rauskommen, hören die gar nichts mehr, außer ein Klingeln im Ohr. Ah, das ist natürlich... Also, es geht um High-End. High-End kann auch laut. Das stimmt, das ist richtig. Das ist wahr, ja. Aber habt ihr eure Nachbarn denn schon vorgewarnt? Nein. Habt ihr noch nicht? Okay. Nein. Aber ihr wisst. Der Überraschungsmoment liegt bei uns. Okay, alles klar, das Überraschungsmoment liegt bei uns. Also dann schaltet man auf uns. Nee, kannst du umschalten, kannst gerne umschalten. Dass man maximal 70 dB auf dem Messestand haben darf. Da stand aber nicht bei pro Lautsprecher. Also, wenn man jetzt von den Lautsprechern ankommt, dann gilt das nicht mehr so. Ich verstehe, ja. Nein, aber ist doch schön. Also dann sind wir tatsächlich im gleichen Gebäude und dann haben die Leute und Besucher zwei Gründe, das Atrium 4 zu besuchen. Na eben, wollte ich gerade sagen, Holger. Also da freuen wir uns natürlich auch drauf, um Gottes Willen. Aber ich denke, bei euch wird es halt genauso. Und es ist ja auch schön, dass sie dann das Atrium finden. Und wenn sie den Weg einmal dahin finden, finden sie den Weg auch zu uns oder umgekehrt. Also dementsprechend ergänzen wir uns da doch, glaube ich, sehr gut. Hast du noch etwas aus deiner offiziellen Präsentation oder soll ich die eine oder andere Frage vielleicht nochmal hier durchgehen, die auch jetzt... Das war so der Gedanke, dass du die eine oder andere Frage... Klar, ich könnte jetzt noch sagen, natürlich, wer Polk Reserve auch mal hören möchte und den Weg nicht zu Patrick schafft, weil er vielleicht in München oder sowas wohnt, der kann auch gerne natürlich zu uns an den Stand kommen. Wir werden da auch ein AVC mitzustehen haben. Wir werden da eine kleine Spielecke mit einrichten, wo wir dann halt auch 4K 120 zeigen und das Ganze halt mal ein wenig kleiner. Also wenn wir kein Heimkino zwar haben, aber wir haben zumindest natürlich auch Surround bei uns am Stand. Das gehört mit dazu. Das wollte ich nur sagen. Und klar, also es lohnt sich auf jeden Fall, die High-Ends zu besuchen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wie ist das mit dem Donnerstag, Freitag? Da war ich, meine ich, aus der Erinnerung heraus, das ist gar nicht so eine Riesenhürde, wenn man da als Endkunde doch mal rein will. Man zahlt da, glaube ich, jetzt 35 Euro Eintritt. Ja, man muss sich vorher nur registrieren. Das ist halt irgendwie so ein bisschen der Punkt. Man geht auf die Seite von der High Society oder High-End-Ausstellung und kann sich dann dort registrieren und kommt aber auch da als, ich sag mal, Normalsterblicher ohne Gewerbenachweis. Grundsätzlich eigentlich, ja. Das wollte gehen. Deshalb war das ja eigentlich auch so, dass das relativ gut verteilt war. Und Sonntag ist das Ganze nur bis 16 Uhr. Das bitte auch noch berücksichtigen. Um 16 Uhr werden da die Tore geschlossen. Also wenn nur Sonntag kommen will, der muss die sputen oder hat vielleicht generell nur ein oder zwei Termine. Aber mehr wird er nicht schaffen bei dem großen Gelände. Denn es sieht dann aus, dass die Messe wirklich sehr, sehr gut ausgebucht ist von Seiten der Aussteller. Ja. Das habe ich auch gehört. Und das ist ja auch normal. Also ich meine, wenn man das Ganze jetzt hier die 3 Jahre nicht mehr gemacht hat, wir haben uns ja auch wirklich schon wahnsinnig immer darauf gefreut. Wir hatten ja auch schon gedacht, vielleicht klappt es ja letztes Jahr. Da hat man dann natürlich wenig Chancen. Aber gut, dafür haben wir in diesem Jahr haben wir halt ein bisschen was Neues zu zeigen, was uns natürlich auch sehr freut. Hier gibt es eine Frage zum... Weißt du was davon, Roland, dass man vor Ort keine Karten mehr kaufen kann und das nur noch über Online-Registrierung geht? Also am Donnerstag, Freitag ist das definitiv so, das stimmt. Samstag, Sonntag war das ursprünglich so geplant. Das ist auch korrekt, das stand ursprünglich da drin. Ich weiß aber aktuell nicht, wie da der jetzige Stand ist. Fakt ist natürlich, der Kartenverkauf startet ja, glaube ich, erst jetzt demnächst, der Kartenvorverkauf. Ich glaube, der ist letzten Sonntag gestartet. Oder letzten Sonntag ist der gestartet, richtig. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, da galt es noch, dass du die Karten nicht vor Ort kaufen konntest. Genau. Richtig, das ist der aktuelle Stand. Das heißt, wenn jemand kommen will,
versucht es am besten vorab zu tun, weil man weiß tatsächlich nicht, wie viel dann dort ist. Aktuell sieht es relativ gut aus, dass das eventuell noch vielleicht freigeschaltet wird, auch für alle dann, die am Samstag, Sonntag kommen. Aber der Sicherheit halber würde ich da kein Risiko eingehen und das vorher machen. Ja, genau. Gut, dann werden wir da auch nochmal drüber berichten in den nächsten Tagen im Zuge der, wie heißt das so schön, Messe-Vorberichtserstattung und den einen oder anderen Tipp noch geben, wie ihr da am besten hinkommt und wie ihr es am gesündesten im wahrsten Sinne des Wortes durchführt. Ja. Habt ihr denn auch eine schöne Kaffeemaschine? Kann man denn bei euch auch vorbeikommen oder ist das? Ja. Ob die schön ist, weiß ich nicht, aber funktional. Ja, das reicht ja. So, wir haben einen neuen Witzbold, glaube ich, hier in unserem Chat, wenn ich das richtig sehe. Ne? Dann sag doch mal ganz kurz, es gibt die Frage zweimal hier, denn in AVCA 110, limitierte Vision, haben wir damals schon berichtet, ist ja so ein Flaggschiff-Modell gewesen, was aber ausgelaufen ist seitens der Produktion und somit eigentlich nur noch mit Restbeständen im Markt vorhanden ist, weil nichts mehr Neues gekommen ist, ne? Und nichts mehr nachkommt, ne? Genau. Der AVCA 110 ist tatsächlich ausgelaufen, was jetzt auch wirklich daran liegt, dass es quasi, wir hatten es am Anfang natürlich nur für eine bestimmte, also wir wollten es eigentlich nur bis September 2021 produzieren. In Wirklichkeit wurde er jetzt bis November oder Dezember 2021 produziert, was daran lag, dass, wir wissen das alle, es hat sich einiges verzögert und man konnte vielleicht nicht so viel produzieren, wie man sich am Anfang das Ganze gedacht hat. Letztlich ist er jetzt ausgelaufen. Das heißt, er ist auch nicht mehr verfügbar. Ja, bei euch nicht. Anderen, im Handel ist er noch. Im Handel kann er noch sein, aber von uns weg ist er halt nicht mehr verfügbar. Was sich geändert hat, ist tatsächlich mit den beiden Stereo-Produkten PMA und DCD 110. Die sind weiter verfügbar. Das hat aber den Grund, dass wir die anderen Produkte, nämlich die 2500er, das heißt unsere anderen Flaggschiff-Stereo-Geräte, nicht mehr bauen können, weil die Bauteile nämlich da nicht mehr verfügbar sind. Das heißt, wir haben uns deswegen kurz entschlossen, den PMA und DCD 110 mit im Programm zu behalten und die weiterlaufen zu lassen, aufgrund dessen, weil wir ansonsten keine Flaggschiff-Geräte mehr im Stereo-Bereich hätten. Und damit halt diesen doch guten Markt nicht mehr bedienen können und letztlich auch das Interesse an diesen Verstärkern natürlich auch sehr, sehr hoch war. Okay, dann noch eine Frage. Da gab es vorhin die Frage 8,5er. Läuft auf jeden Fall noch dieses Jahr weiter? Der 8500HA, der läuft auf jeden Fall dieses Jahr weiter. Richtig, der wird auch nicht irgendwie abgelöst. Und ich denke, der wird auch noch bis Mitte, Ende nächsten Jahres mit weiterlaufen, ja. Okay, ist völlig auch korrekt. Im Moment verfügbar in beiden Farben. In beiden Farben? Ja, oder wobei schwarz ist die andere Farbe. Nein, in der einen Farbe. Die schwarze ist ein bisschen knapp. Genau. Bei Marantz sieht es ähnlich aus, Vorstufe auch. Da ist auch momentan dieses Jahr nichts Neues angedacht. 8805. Ja, wir sagen es mal so, die 8805 läuft weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass nichts anderes angedacht ist. Das wäre, glaube ich, eine Lüge. Aber ich möchte nur sagen, es ist zumindest, die 8805 läuft definitiv weiter, ja. Weil noch nichts verfügbar ist. Korrekt. Richtig. Also das läuft auch genauso lange im Prinzip, wenn man so will, wie der AVC X8500HA. Beides meines Erachtens immer noch sehr solide Geräte. Auch wenn ich jetzt immer häufiger Videos bei Grobi sehe, dass sich manche halt eine Trinhoff gegönnt haben, aber das ist auch eine ganz andere Preisklasse. Ich kann mich aber beruhigen, die meisten Kinos bauen wir immer noch mit Denon und Marantz und das wird sich auch nicht ändern. Das denke ich mir, ja. Das ist lieb. Dankeschön, Holger, für die Beruhigung. Dafür bekomme ich auch eine Karte von dir, oder? Weil einer der Clowns im Chat hat gesagt, ob du noch eine Karte für mich hättest, weil ich nach der Registrierung gefragt habe. Aber du hast bestimmt eine für mich, oder? Für dich, klar. Na also, dann ist ja Gott sei Dank mein Messebesuch auch gesegnet. Jemand hatte gefragt, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, ob es angedacht ist, bei Rotel auch mal mit Auro 3D was zu machen. Ja, das habe ich vorhin gelesen wohl, dass die Frage kam schon am Anfang. Jetzt ist es halt so, dass Rotel natürlich auch mit, Zulieferschwierigkeiten zu rechnen hat. Und tatsächlich hat Rotel ja nur zwei AV-Produkte, also eine Vorstufe und einen Vollverstärker, den man theoretisch noch mit einer schönen Vierkanal-Endstufe, aber da hat Rotel ja glücklicherweise ordentlich im Programm und gute im Programm, sehr gute im Programm.
erweitern kann. Ist mir aktuell so nicht bekannt, dass das quasi so vorgesehen ist, aber man muss sich da tatsächlich um die Nachfolge Gedanken machen, weil man die aktuellen halt nicht mehr lange so aufrechterhalten kann, aufgrund der Tatsache, dass halt da auch ja, die ersten Lieferschwierigkeiten eintreten. Also für alle, die da zugucken, es ist wirklich so, es reicht ja, wenn ein einziges Bauteil, ein einziger Chip plötzlich nicht mehr verfügbar ist, abgekündigt ist etc., dann hast du zwar 950 andere Bauteile liegen, aber du kannst das Ding nicht zusammenbauen. Völlig richtig, völlig richtig. Das sind eure mehr oder weniger Schwierigkeiten seit Monaten, die da auf und ab sind. Ja, und da ist Rotel keine Ausnahme. Wie gesagt, das sind wirklich sehr gute Produkte, wenn man die klanglich sich anhört. Sicherlich sind die nicht so ausgestattet wie jetzt ein Denon oder ein Marantz oder so, aber es ist, glaube ich, auch gar nicht ihre Intention. Philosophie. Sondern sie wollen halt einfach nur, sie gehen halt einfach nur in diese Richtung des Sounds und da leisten sie wirklich exzellente Arbeit, muss ich halt auch sagen. Sie haben halt, bieten Dirac als Einmessverfahren an, was ja grundsätzlich auch sehr gut funktioniert mit den Rotels. Es gab auch ein paar Updates für die Surround-Geschichten vor kurzem. Da funktioniert das dann sogar noch ein Ticken besser oder ein Ticken richtiger, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Aber da ist jetzt aktuell erstmal weitergehend nichts mehr bekannt, dass da irgendwelche großartigen Weiterentwicklungen geplant sind, wobei man halt, wie gesagt, in die Richtung was machen muss. Und die Endstufen sind nach wie vor erste Wahl, was halt Endstufen natürlich angeht, um die zu erweitern, um halt Endstufen zu haben im Surround-Bereich und dort halt eine zusätzliche Verstärkung zu bekommen. Okay, ja, dann sind wir doch, denke ich mal, im Wesentlichen noch durch, ne? Also es lohnt sich auf jeden Fall, zu euch zu kommen. Ihr werdet Neuheiten bringen. Wir werden ja da sicherlich auch drüber berichten. Freitagabend, das müsste sein der 20., glaube ich. Kann das sein? Korrekt, das ist der 20., so um 19 Uhr. Genau, plant das mal ein oder euren Kalender. Am 20. Mai, 19 Uhr, gibt es auf dem YouTube-Kanal von Denon Deutschland eine Informationen über die neuen Produkte, die dort präsentiert werden. Für alle die, die es nicht nach München schaffen, denn dort findet die High-End jetzt endlich nach 2 Jahren Pause wieder statt. Ja, das ist korrekt. Waren sogar 3, wenn man so will, weil 2019 bis 2022. Waren es 3? Ja, also nicht Pause, das stimmt schon. Es war 2 Jahre Pause, aber es war insgesamt und jetzt sind es 3. Genau, ich verstehe, alles klar. So, ISE ist vorher, die findet in Barcelona auch jetzt endlich eine lange Wartezeit statt. Da werde ich das ist richtig, wer zur ISE fahren will, gerne auch bei Sound United vorbeischauen. Es gibt auch einen sehr, sehr großen Stand, auch ganz spannende Sachen, gerade insbesondere von Bauers natürlich, lang erwartete, wenn ich es mal so sagen will, im Bereich CI. Also lohnt sich ebenfalls dort mal vielleicht hinzufahren und sich, also ich meine, Barcelona ist ja sowieso eine Reise wert. Ja, ist ja auch momentan nichts los da, ne? Man kriegt ja auch leicht ein Hotelzimmer, Parkplatz und Flieger und alles so. Ja, gut. Ja, bist du da? Also wir werden leider nicht auf der ISE sein, leider nicht. Ich werde es nicht schaffen, weil ich die High-End vorbereiten muss und die ist ja halt die Woche später. Eine Frage noch, Roland, von mir selber. Mit eurer neuen App kann man jetzt die Denon-Produkte, die ausgewählten Denon-Produkte viel besser einstellen noch. Wie ist das Feedback so bei dir, weil du ja viel mehr Feedback aus dem Markt bekommst als wir jetzt? Also es klar, Multi-QX-App. Ich sage mal, wenn jemand eure App sagt, sage ich immer, muss man mit Vorsicht behandeln. Nein, ist alles gut, Holger. Wir wissen ja, wie es gemeint ist. Es ist tatsächlich die Odyssey-App, wenn man so will. Ja, es gibt dieses und dieses, jenes Feedback. Also es gibt, das Feedback ist meistens sogar positiv. Es ist nicht groß, aber für die, die es nutzen, ist es positiv. Ich muss persönlich sagen, ich habe bisher auch nur positive Erfahrungen gemacht. Das heißt, wenn ich die genutzt habe und es gibt ja jetzt auch diese kalibrierten Mikrofone direkt zu kaufen über Amazon. Also man kann tatsächlich diese kalibrierten Mikrofone mit einem Mikrofon-File, die sehen genauso aus wie unsere Mikrofone, die man dabei bekommt. Nur halt, dass es dazu halt auch zum Runterladen so eine Mikrofondatei gibt, die man dann da reinnimmt. Und tatsächlich finde ich das sogar, das habe ich auch nochmal verglichen, noch einen Ticken interessanter und präziser. Und wenn man nachher mit einem anderen Verfahren nachmisst, kann man das auch deutlich merken, dass das präziser ist. Daher lohnt sich das in dem Sinne hier auf jeden Fall. Das Feedback
von draußen war auch größtenteils positiv. Was ein bisschen, ich sag mal, kritisch und negativ ankommt, ist natürlich die Lizenzpolitik. Und weil die Lizenz im Prinzip sowohl auf das Microsoft, auf den Microsoft-Account als auch auf das Gerät halt beschränkt ist, sodass man beim Verkaufen halt ein ziemliches Kuddelmuddel hat und so weiter. Aber klar, wer das trotzdem macht, der ist erstmal begeistert und ist auch von dem Ergebnis begeistert und auch von den Möglichkeiten, die man dann nachträglich noch hat, dass man halt wirklich parametrisch an bestimmten Punkten rangehen kann, dann was nachjustieren kann und wenn man dann weiterhin mit einem anderen Verfahren nachmisst, das dann auch sehr gut umgesetzt wird. Das sind halt so die sehr, sehr positiven Aspekte, die das Ganze bringt. Aber ganz ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, das ist etwas für die absoluten Enthusiasten, die sich da dann mit hinbewegen. Und es ist weniger das, wie man es in Amerika natürlich erwartet hat, dass der Händler das macht, sondern in Europa bzw. Deutschland sind es tatsächlich meistens die Endkunden, die sich sowas dann halt, also die Kunden wirklich, die sich das dann, die das dann machen. Also ich meine, das war uns vielleicht auch schon vorher hier in Europa klar, ist aber vielleicht vielen Leuten in Amerika nicht klar. Ich weiß nicht, was ist dein Feedback? Gib doch mal dein. Ich bin ja auch immer gerne gespannt auf sowas. Ich bin froh, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, deutlich tiefer einzugreifen als früher mit dem alten Odyssey. Und damit kann man, das war ja das, was ich auch quasi bei dir immer angebracht habe, wann gibt es denn das und das? Und man hat jetzt einfach viel bessere Möglichkeiten einzugreifen. Ja, also. Und hat man Mini-DSP oder andere Produkte in diesem Preisbereich verwendet? Und jetzt kann man halt mit einer App, die man von Odyssey kaufen kann, die Geräte noch besser einstellen, wenn man weiß, was man tut. Genau, also ich finde das Ding absolut positiv. Ja, eben. Also ist auch meistens das Feedback. Wie gesagt, das Einzige, was negativ rüberkam, ist wie gesagt immer das Lizenzmodell. Aber das Feedback war tatsächlich sehr, sehr positiv von den Ergebnissen her. Ja, und ich muss selber auch sagen, ich war von den Ergebnissen auch erstaunt, wenn man dann, wie gesagt, das dann selber noch nachjustieren kann und danach halt gegenmisst. Genau. Ich habe, meine ich, gesehen, dass wieder die Frage nach Dirac gekommen ist. Gibt es was Neues? Oder Dirac? Okay. Aktuell noch kein Kommentar dazu. Aber wie gesagt, das Jahr ist noch lang. Und die Frage kommt immer wieder. Und die Frage wird immer wieder kommen, ja. Aber ich kann dann vielleicht, sagen wir mal so, Ende des Jahres ein bisschen mehr dazu sagen. Wunderbar. Haben wir das auch wieder geklärt? Ja, wie sieht's aus? Ich denke mal, da waren noch alle wichtigen Neuigkeiten dabei. Wir warten alle den Mittwoch ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, so wie es aussieht, persönlich mindestens in 4 Wochen. Ja, wenn nicht vorher, das stimmt. Aber auf jeden Fall spätestens in 4 Wochen, das stimmt. Roland, dann vielen Dank, dass du so spontan da reingekommen bist. Danke dir. Jetzt kannst du, glaube ich, bei euch im Laden Licht ausmachen, ne? Oder guck dir noch einen schönen Film an. Beamer läuft ja noch. Das stimmt, das kann ich auch machen, ja. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mich reingenommen habt und schöne Grüße an alle da draußen und danke Holger, danke Patrick. Schöne Feiertage. Ja, schöne Osterfeiertage. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Danke dir. Ne? Tschüss. Ciao. Okay, da war jetzt eine Frage, wo bekomme ich die neue App zur Einstellung? Das ist ja jetzt weniger eine App, sondern das ist ja jetzt so ein Programm, ne? Nicht wahr? Wo ihr jetzt gerade drüber gesprochen habt, dieses Odyssey-Programm. Also man kann es zum Beispiel bei Apple oder bei Android im Store runterladen. Okay, man braucht aber noch ein bisschen Hardware, ne? Oder nicht? Oder macht man das mit dem originalen Mikrofon? Nee, das hat er doch gerade gesagt. Man kauft sich dann dieses Mikrofon da bei Amazon und Co., oder? Was meinst du? Soll ich nochmal rein? Willst du noch was dazu sagen? Ja, sag du noch was dazu, komm. Ja, okay, alles klar. Also was jetzt gemeint ist, ist die MultiQX-App sozusagen. Das ist eine App für Windows. Darüber haben wir uns gerade eben gesprochen. Da kann man auch das ganz normale Mikrofon zunehmen, das, was man dabei hat. Ich habe jetzt nur gesagt, es gibt dafür auch Mikrofone, die quasi auch absolut geeicht sind gegenüber halt einem gewissen Standard. Das heißt, geeichte Mikrofone, die halt so eine Korrekturdatei mit dabei haben. Die kann man tatsächlich über Amazon USA aktuell auch bestellen. Das stimmt. Oder man kann auch dieses alte Odyssey-Kit verwenden. Das kennen wir alle. Da braucht man allerdings einen Adapter, den man sich aktuell noch selber zusammenlöten muss. Schaltbild habe ich, also kein Problem, können wir auch gerne zur Verfügung stellen. Oder Odyssey bietet das in Kürze, wahrscheinlich 1-2 Monaten, auch selber an, dass man diesen kleinen Adapter dann ebenfalls über Amazon kaufen kann, falls man dieses alte Odyssey-Kalibrier-Kit hat. Man kann sich vielleicht noch erinnern, da war so ein
Mikrofon mit dabei, so ein geeichtes Mikrofon, so ein Stabmikrofon und ähnliches, was schon sehr, sehr gut mit so einer Datei, da konnte man dann die alten AV-Verstärker und Receiver, die noch nicht diese Odyssey-App unterstützt haben, mit einmessen. Aber eine Lizenz quasi für die aktuellen Modelle, Odyssey Multi QX, also die Windows-App, kostet 199 € pro Modell sozusagen. Und Modell heißt pro Denon 6.7 beispielsweise. Wenn du einen 6.7 hast, ist es dann nur für dieses Gerät dann, nicht? Genau, es ist nur für dieses Gerät, richtig. Es ist nur für dieses Gerät, für den 6700er mit der und der Seriennummer. Und es ist noch zusätzlich, das ist ein bisschen kritisch, halt an diesen Microsoft-Account gebunden. Das heißt, du kaufst das dann über deinen Microsoft-Account und dann kannst du quasi dieses Modell damit quasi nutzen. Wenn du das jemand anders übergibst, der das ein bisschen feintunen will, das kann der machen und dir wieder zurückgeben, aber du musst es dann wieder an deinem Gerät quasi einspielen. Und das ist auch jetzt nicht auf eurem, sagen wir mal, flapsig Mist gewachsen, diese Vorgehensweise, sondern das ist einfach ein externer Zulieferer, nämlich die Firma Odyssey, die dieses Softwareprogramm entwickelt hat, damit es dann auf euren Geräten läuft. Und die sind verantwortlich auch für diese Vorgehensweise, Microsoft Store einrichten und so weiter und so weiter. Genau, das ist korrekt, das ist richtig. Wir versuchen da immer natürlich was zu bekommen, irgendwie einen Fuß noch mit dann reinzubekommen und ein bisschen was dazu zu sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt aktuell so, dass sie auch ihre Erfahrungen sammeln und je positiver das Ganze angewendet wird, deswegen denke ich, desto positiver oder desto freizügiger werden sie auch mit der Lizenzpolitik werden. Man muss vielleicht noch sagen, dass die Software an sich ja erstmal kostenlos ist. Genau. Man kann die kostenlos bei Microsoft runterladen und dort ist ein virtueller Demo-AVR mit dabei, wo man einfach mit der Software ein bisschen rumspielen kann. Richtig. Erst wenn man dann die richtige Version benutzen will mit Seriennummer von seinem Gerät, dann kostet es halt Geld. Genau, man kann sogar auch, erst wenn man die richtige Seriennummer, wenn man eine Verbindung zu dem AVC aufbaut, dann kostet es Geld in dem Augenblick. Ja. Und wenn man von jemand anders eine Datei bekommt, das ist das, was ich gesagt hatte, dann kann man die auch mit der Demo-Version sozusagen öffnen und man kann da sogar bearbeiten und so. Aber man kann halt nicht mehr mit der Demo-Version auf einen AVR oder AVC zugreifen und das dann zurückspielen. Ja. Das bedeutet, klar, man kann alles ausprobieren, alles austesten, man kann sich mit sämtlichen Funktionen vertraut machen, mit den ganzen Filtern. Und das sind nicht nur parametrische Filter, da gibt es, wie gesagt, von A bis Z, man kann oben begrenzen, unten begrenzen, Hochpassfilter, Tiefpassfilter für alles. Man kann halt wirklich diverse Ordnungen von Filtern einstellen und so weiter und so fort. Alles das kann man vorher auch austesten. Und erst, wenn man wirklich dann zufrieden ist und sagt, okay, alles klar, jetzt mache ich das mit meinem AVR, dann kauft man die Lizenz für den und dann kann man quasi diese Prozedur durchexerzieren. Also in dem Sinne ist das schon sehr gut. Man kann das vorher alles testen und wenn es dann wirklich einem gefällt, dann kann man das für seinen AVR mitkaufen und durchexerzieren. Es gibt eine Frage, ob du weißt, ob Odyssey auch für die Mac-Welt demnächst verfügbar sein wird. Ist das ein Thema dort? Haben die da was in Aussicht gestellt? Es ist ein Thema, wenn diese Version für Windows quasi erfolgreich ist, wovon ich jetzt aktuell ausgehe. Ich kenne jetzt nicht die aktuellen Zahlen. Da müsste ich tatsächlich den Kollegen von Odyssey nochmal befragen. Aber ich gehe davon aus, dass das dann quasi gemacht wird. Und zwar mit dem Geld, was man eingenommen hat durch diesen Verkauf dieser Lizenzen. Dieses Geld fließt laut Odyssey halt in die Weiterentwicklung dieser App. Und das heißt, dass man da war tatsächlich an Nummer 1 stand die Mac-App. Das heißt, ich glaube, da wird es was geben. Okay, hier wird noch gefragt, ob du dir vorstellen kannst, dass man einen 4.1er, der 7 Jahre alt ist, wenn da mal was dran sein sollte, dass man sowas noch reparieren kann. Ersatzteilversorgung ist vielleicht so mal der allgemeine Oberbegriff. Ersatzteilversorgung ist immer ein schwieriges Thema. Also es gibt quasi bei HDMI-Boards, neue gibt es in dem Sinne nicht mehr, aber es gibt refurbished, also refurbished heißt rund erneuerte HDMI-Boards, weil es natürlich immer wieder Rückläufer in dem Sinne, was heißt immer wieder, das klingt jetzt so, als würde es da permanent irgendwelche geben, aber es gibt natürlich immer wieder Produkte oder Platinen, die halt zurückkommen zum Service, die man quasi
mit, wo halt entweder neue reinkamen und das Gerät dann wieder zum Kunden zurückkam, beziehungsweise wo man bereits refurbischte mit reingenommen hat, also und erneuerte. Und diese Platinen, die werden dann im Prinzip natürlich wieder, wird geguckt, wo liegt der Fehler, wird der Chip entsprechend ausgelötet, dann wird ein neuer Chip reingebracht und die kommen dann natürlich wieder in den Umlauf. Das wird natürlich auf Herz und Nieren vorher getestet. Und daher ist eine gewisse Ersatzteilversorgung da auch noch gedacht. Natürlich darf man nicht zu weit zurückgehen. Also ich sag mal, mehr als 10 Jahre ist halt nicht, wenn man so will. Das ist, kommt aber auch immer darauf an, was es ist. Das kann man ja, denke ich mal, auch je nachdem noch nicht sagen. Nein, natürlich. Das, also da klar, muss man nochmal unterscheiden. Für einen Verstärker, oder jetzt ganz einfache Teile für einen CD-Player oder ähnliches. Das kann man natürlich, da kann man noch viel, viel länger was liefern. Ich denke jetzt gerade nur an halt sehr, sehr schwierige Sachen wie halt ein HDMI-Board. Das sind tatsächlich so Teile, die halt, die halt wirklich sehr, sehr schnelllebig sind und daher auch die Chips dann entsprechend natürlich nicht mehr neu verfügbar sind. Dann gibt es noch eine Frage von Stefan mit dem berühmten F. U26, U28 Update zusammen? Fragezeichen. Kleiner Insider anscheinend. Oder ich habe nicht aufgepasst vorhin. U26, U28 Update zusammen. Ja, grundsätzlich ist das so für viele verschiedene Produkte. Ist das tatsächlich so für die ganzen HS1-Produkte? Die haben niemals ein U26 gesehen, die haben auch kein U27 gesehen, die haben nur U28, werden die jetzt sehen. Und na wunderbar. Viele, viele andere natürlich auch, das stimmt. Ich dachte, es kommt die Frage nach Heos Enhanced, wie er immer so hübsch fragt. Nein, aber nicht da. Zu Heos gab es aber tatsächlich auch noch eine Frage. Ich muss noch mal kurz durchsehen. Ach so, ob das irgendwann mal Rune-ready sein soll? Ich darf jetzt nicht mehr mit Nein antworten, weil ich da schon wieder viel zu viel weiß. Nächstes Jahr, okay, verstanden. Genau, woher weißt du das? Ja, habe ich jetzt geraten. Das Jahr ist ja schon voll mit all den Neuerungen. Aber tatsächlich nicht für alle Produkte. Also da, wo es vielleicht Sinn macht, ja. Aber ich bin mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher, ob es Sinn macht bei einem, bei einer Denon Home 150. Sicherlich nicht, ne. Okay. Super, guck mal, hast du doch noch mal einen kleinen Zuschlag gegeben, eine kleine Zugabe. Dann haben wir doch das Thema, glaube ich, alle Fragen, die aus dem Bereich kamen. Ah, hier gibt es noch die Frage Soundbine Weiß, die habe ich ja beinahe übersehen. Hast du eine Idee? Ist das ein Thema, was ihr diskutiert? Ist ein Thema, was diskutiert wird, ist sogar ein Thema, was heiß diskutiert wird. Aufgrund der Sachen, dass wir bestimmte andere Projekte aktuell priorisieren, hat das ein bisschen ins Hintertreffen gehalten, ist aber grundsätzlich nicht vom Tisch. Steht immer noch auf der Roadmap, ja, kann aber nicht genau sagen, wann. Grundsätzlich aber ja und warum nicht, weil weiße Produkte sind absolut klar, im Wohnzimmer und so weiter will man vielleicht auch nicht unbedingt immer was Schwarzes rumzustehen haben, das kann ich völlig verstehen und daher, ja, also ist eine Sache, die man natürlich mal ins Auge fasst. Okay, so, dann werde ich nochmal gefragt, ob wir über Top-Middle bei Auro 3D schon mal gesprochen haben. Gesprochen haben wir schon. Wir haben auch schon mehrfach von den Selbstbaukonzepten berichtet, ne, die der Holger auch schon realisiert hat in der Vergangenheit mit dem ein oder anderen Mal. Das haben wir gemacht, aber was Genaueres wüssten wir jetzt nicht. Das wäre was der Wilfried nochmal separat beantworten müsste, der vielleicht auch zu High-End kommt. Steht noch nicht ganz fest. Sollte das der Fall sein, sagen wir euch früh genug Bescheid, dass er dann auch bei uns am Stand mit wäre und mal da sicherlich für die ein oder andere Frage direkt zur Verfügung steht. Aber da aus dem ganz konkreten Fragestellung, ob man also da mit Top-Middle vielleicht demnächst noch was machen könnte oder mehr machen könnte, da ist noch nichts bekannt. Ja, Herbst, da würde ich dann was dazu erzählen wollen. Welches Jahr? Na, gucke mal! Aber wir können den Wilfried ja gerne mal befragen. Das ist eine ganz gute Idee. Nein, um Gottes Willen. Also sicherlich ist das eine Sache, die wir, also klar, wir haben ja auch, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so diese Session gemacht, wo wir immer die Funktionswünsche gesammelt haben. Ja, und auch das schon davor, gesammelt worden. Und auch schon davor haben wir Sessions gemacht, beziehungsweise ich weiß noch ganz genau, selbst als Auro 3D bei uns in die Produkte kam, schon kurz danach, war halt schon immer die Frage, können wir nicht die Top-Middles dafür benutzen und so weiter. Und klar, wir haben jetzt halt immer mehr gebohrt und wir wissen ja spätestens seitdem auch ein anderer großer Hersteller jetzt Auro, wenn man so will, mit integriert hat.
uns ein Update dafür gebracht hat und da auch bestimmte andere Dinge jetzt auf einmal möglich sind. Das bezieht sich jetzt nicht auf die Top Middles, das bezieht sich auf andere Konfigurationen, die vielleicht vorher auch nicht möglich erschienen. Sagen wir es mal so. weil vielleicht auch weniger sinnvoll und so weiter. Aber gut, dass die jetzt auch möglich sind. Und sicherlich wird dann auch sowas wie Top Middles irgendwann mal, klar, im Bereich des Möglichen liegen. Spätestens halt für neue Produkte. Und deswegen sage ich halt, sprechen wir im Herbst einfach nochmal drüber. Cool. Ein Update, nochmal eine Frage. Das sind immer wieder diese Fragen, die natürlich berechtigt sind. Mit Software-Updates hat man schon so manche tolle Sache realisieren können an Erweiterungen der Funktionen. Aber die Thematik, dass man einem 3.7er dann doch mal vielleicht Euro verpassen kann, ich glaube, die grenzt wahrscheinlich definitiv rein an der Hardware, weil der Chip, der da drin ist, vermutlich nicht dafür konzipiert ist. Nein, Fragezeichen. Nein. Das ist richtig. Das ist ein Cirrus Logic Chip. Das ist tatsächlich so. Das ist auch ein Fixed Comma DSP, der dort als erster DSP mit eingebaut ist. Dafür gibt es so vorbereitet quasi keinen Auro-Algorithmus. Und das wäre sicherlich nur schwer zu realisieren. Ich weiß dann, dass die Leute von Auro auch immer sehr stöhnen, wenn man da mit irgendwelchen da kommt man dann halt irgendwie an und dann sagt man halt, ja, ist doch ein bisschen weniger MIPS, also Million Instructions pro Sekunde, wie dieser Chip dann entsprechend hat, um das halt vernünftig zu realisieren. Und na klar, wenn man das hört, dann weiß man auch, in dem Augenblick geht das nicht, das ist klar. Was natürlich nicht bedeutet, dass irgendwelche Nachfolger oder Ähnliches dann den gleichen Chip mit beinhalten müssen oder das Gleiche mit bieten können. Aber das, wie gesagt, werden wir dann halt auch sehen. Ich weiß, dass der Wunsch da ist und gerade heute, wo ja quasi wir wissen, wir befinden uns in der Inflation, alles wird teurer und so weiter. Und da möchte man vielleicht auch in kleineren Produkten halt von Auro Gebrauch machen und bei kleineren Sachen. Und klar, ich verstehe das. Und der Wunsch ist auch bei uns angekommen. Ich sage es mal nur soweit. Okay, war aber eine klare Erklärung, warum es technisch einfach leider nicht möglich ist. Ne? Genau. Alles klar. Gut, okay. Ja, dann würde ich sagen, zweiter Versuch, dass wir dich jetzt in den wohlverdienten Feierabend reinschicken können. Zweiter Versuch, mich loszuwerden, genau. Danke nochmal. Alles gut, mein Lieber. Ciao. Bis denn, ja, tschüss. Mach's gut, ne? Tschüss. Ciao. Okay, ihr Lieben, so, für alle die noch durchhalten können, dann haben wir doch noch mal den weiteren Gast. Und da reden wir dann gleich mit dem Raphael Vogt, der uns die ganze Zeit hier zuschaut. Ich habe heute Mittag gehört, da wird fleißig gehämmert, gesaugt, gebohrt und was nicht alles, weil irgendwie baut er da sein Studio beziehungsweise einen Teil seiner Räumlichkeiten um. Das wird noch ein besseres Akustikstudio für Tests etc. Vielleicht können wir da gleich auch noch was sehen. Und dann gucken wir mal. Wie sieht's aus, Holger? Sind wir, was die Fragen angeht, glaube ich, ganz gut dabei gewesen. Ne? Jetzt wird so Fragen gestellt hier mit Verfügbarkeiten. Ganz dünnes Eis, auf dem ich mich dann bewege. Ne? Also, 9.4er verfügbar. Fragen offen. Die können wir gerne kurz durchgehen. Und dann machen wir doch mal kurz. Und wir können auch vielleicht kurz was zur Hi-Hat noch sagen, weil wir es ja gerade schon erwähnt hatten. Ja. Also, der Nico, viele Grüße nach Gelsenkirchen und der Dennis, mit dem ich heute auch schon telefoniert hatte, haben gefragt, ob sich der Upgrade einer Trinov Amplitude 16, also einer 16-Kanal-Endstufe, im Vergleich zu 2.8M, also 2.8-Kanal-Endstufen, lohnt. Und da muss ich sagen, ich habe den Vergleich noch nicht gehört. Die Amplitude 16 ist, soweit ich weiß, auch noch gar nicht lieferbar oder nur in homöopathischen Dosen. Also ich glaube nicht, dass die schon jemand wirklich live gegen die 8M verglichen hat. Ja, gibt es auch einiges an Verzögerungen bei diesem Produkt. Ja, da ist irgendwas von Sommer unter anderem, glaube ich, die Rede gewesen im letzten Bericht. Mhm. So, zweimal genau. Der Oliver kann noch zwei Striche machen. Der Holger Weiß hatte noch... Das ist, glaube ich, kurz vor dreistellig, wenn ich mich nicht täusche. Nee, ich nicht. Ich bin erst bei 13. Also, der Holger Weiß hatte mit Rotel und 3 Euro 3D gefragt. Das haben wir ja beantwortet. Frank Mücke fragt, ob wir auch Control 4 anbieten. Bieten wir nicht an. Julian Schneider, 2 Subwoofer diagonal in die Raumecken machen lassen oder mit Anti-Mode oder mit Odyssey. Ich würde es auf jeden Fall mit einem Anti-Mode machen, ob 2 diagonal besser sind als 2 vorne oder einer seitlich, einer vorne. Das müsste man ausprobieren. Gibt es, das hatten wir schon. So, Lyngdorf ist für uns kein Thema, weil es für uns in dem jetzigen Produktsortiment keinen Mehrwert bieten würde.
Scrollen wir mal kurz weiter durch. Ich habe ein etwa 20 Jahre altes B&W 5.2 System. Welche Marke könnte für Höhenlautsprecher dazu passen? Ich persönlich würde bei B&W bleiben. Da gibt es die AM1. Die kann man sich bei Grobi angucken und anhören. Die haben so einen Bügel und lassen sich somit auch hervorragend als Deckenlautsprecher verwenden. Da dürftest du sicherlich eine ähnliche Klangcharakteristik haben wie bei deinem bestehenden System. Scroll ich mal kurz weiter. Gibt es Standleinwände in akustisch transparent? Hängen geht nicht wegen einer Dachschräge. Habt ihr Standleinwände oder so Scherenleinwände in akustisch transparent? Nee, haben wir nicht. Ich überlege gerade. Wäre doch auch sicherlich nicht ganz so einfach, weil ja die Lautsprecher dann auch hinter diesen Metallscheren stehen würden, oder? Ja, das sicherlich auch. Und es gibt Rahmenleinwände, meine ich, mit Perforation, aber die sind teilweise von der Lochung einfach ein bisschen gröber als das, was wir kennen aus dem Heimkinobereich. Ne? Ja. Nee, also haben wir so pauschal keine, nee, kann ich nichts anbieten. Mhm. Gut, ein User, Fotobrell, fragt, ob man Leinwände reinigen kann, akustisch transparente Leinwände. Wenn ich das richtig weiß, hat ja der Ralf doch mal gesagt, dass man zum Beispiel Stewart-Leinwände durchaus reinigen kann, ne? Ja, kann man. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, aber wie jetzt, mit welchen Mitteln, da will ich auch nichts Falsches sagen. Weil nee, da sollte man auch nichts Scharfes nehmen. Manchmal ist es wirklich nur mit einem warmen, feuchten Tuch damit getan und kein Reinigungsmittel, nichts dergleichen machen. Zur Not lieber mal eben anrufen oder wir setzen uns direkt mit dem Hersteller in Verbindung, dass der uns dann nochmal eine Mitteilung gibt, je nachdem, welches Tuch es ist, etc. Ja. Ja. Rico fragt, ob es ein neues Beamer-Line-Up von Sony gibt. Da hatten wir vorhin ja schon nichts drauf geantwortet. Ich habe immer rechts so eine Störung in der Leitung gerade. Ja. Das ist echt, du hast schlechte Internetverbindung. Also es wird sicherlich was Neues geben innerhalb der nächsten 3 Jahre. Ich glaube, damit haben wir nicht zu viel verraten. Optimistisch. Ja, oder 4. Gucken wir mal. JVC 7900 oder Epson 9400 mit Kontrastleinwand. Was ist da der bessere Schwarzwert versus mehr Licht? Wo hast du das denn gesehen? Cinemadin hat das gefragt. Okay, ich würde sagen, wenn du noch einen 7.9er kriegst, würde ich einen 7.9er nehmen, je nachdem, welchen Zustand der ist. Ja. Kann noch ein bisschen mehr, was 4K angeht, HDR mit 60p und so weiter. Das sind Zwischenbildberechnungen, andersrum, das kann der 9.4er auch, aber Zwischenbildberechnung hat er noch bei 4K und das ist beim 9.4er nicht der Fall, ist vielleicht ein kleines Detail. Also in der Vergangenheit ist es ja so gewesen, der 7.9er war ja nun auch deutlich teurer wie ein 9.4er. Und wenn man die im direkten Vergleich gesehen hat, wusste man aber auch, warum. So 7.9er gibt es nicht mehr, wenn überhaupt nur wahrscheinlich gebraucht. Der eine oder andere wechselt schon mal auf einen N5 oder sogar jetzt auf einen NP5. Dadurch mag der andere nur 7.9er neue Besitzer suchen. Ich kann über den 7.9er nicht wirklich was Schlechtes sagen. Ganz im Gegenteil, habe das schon mehrfach betont, ist ein hervorragender Projektor, den wir noch gerne die nächsten Jahre verkauft hätten. Und wenn man sich den anschaut, nicht Rauchergerät ist, dann sollte da also auch keine wirkliche Überraschung im Gerät drin sein. Ja. Gut, dann fragt der Frank Mücke nochmal, ob es von Xodiac irgendwann mal neue gewebte Tücher gibt, weil das alte jetzt 7 Jahre alt wäre. Gewebte Tücher habe ich auch nichts gehört, ne? Ja, nein, haben wir nicht, weil schlussendlich da auch kein wirklicher Wunsch nach Verbesserung irgendwo ist. Also mit dem Tuch sehr zufrieden und man muss das Tuch ehrlicherweise auch in wirklich großen Stückzahlen, also großen Meterlängen kaufen. Also da ist schon eine Rolle, da kannst du jetzt zwar nicht von Kars bis zum Mond, aber so viel kürzer ist die auch nicht. Das ist schon eine ordentliche Rolle, die man da kaufen muss, um dann aus dem Material das Material rauszuschneiden. Nein, aber da haben wir eigentlich jetzt nicht wirklich einen erkennbaren Bedarf nach einer Veränderung. Dann noch eine Frage zur Leinwand, zum Leinwandthema. Schalltransparente Hochkontrastleinwand für Beamer-Projektion. Da fällt mir eigentlich nur Stewart ein, oder? Na, da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Anbieter. Also wir haben, was soll das für eine sein? Eine welche bitte? Sag noch mal. Schalltransparente Hochkontrastleinwand. Also schalltransparent und Hochkontrast. Wie war das denn nochmal? Da haben die Phantom Hailer, die das kann. Ja, wie war das denn nochmal mit der GR Multiformat? Hatte die nicht auch ein solches Tuch gehabt bei uns? Boah, da hat er mich jetzt erwischt. Nee, hatte nicht. Wir hatten nur das Hochkontrasttuch in dem einen Video mit dem 12.000, aber es war nicht schalltransparent. So war es.
Genau, das war ein normales Hochkontrasttuch, was aber mit einer maskierbaren Rahmenleinwand kombiniert worden ist. Das war auch ziemlich cool, weil auch Preis-Leistung sehr cool ist. Aber dass es auch noch akustisch transparent ist, da wird dann schlagartig die Auswahl echt klein. Ja. Ja. Mhm. Dann noch eine Frage, die ging es hier zu dem Hisense Laser TV. 74 cm ist das Mediaboard hoch. Der Offset beträgt 40 cm bei dem L9. Und wenn die Leinwandhöhe dann 1,50 m hoch ist, dann sind wir infolgedessen irgendwo bei 2,70, 2,80. Ist ja korrekt, oder? Richtig gerechnet. Immer abgehend davon, wo der Projektor selber drauf steht, klar. Genau, wenn der auf 74 Meter Höhe steht, kann die Leinwand halt erst bei 1,10 m oder 1,15 m beziehungsweise beginnen, wegen dem Offset. Genau, also Lowboard ist dann in den meisten Fällen schon wirklich ein Lowboard, ja, also bei 40, 50 Zentimeter maximal und dann ist Schluss. Oder der eine oder andere macht sich im Nachhinein noch einen Ausschnitt in die Fläche rein, ja, macht da wirklich ein Loch rein, wo der dann reingestellt wird, dann holt er natürlich 15, 20 Zentimeter nochmal raus. Ja, das heißt, die Oberkante ist vielleicht bei 70, aber der Projektor selber steht dann tiefer, je nachdem. Ja, steht da nicht selber nochmal drauf. Ist auch eine Variante. Ich sehe auch noch so die eine oder andere Sache, die ich vorhin nicht gesehen habe oder die gerade zwischenzeitlich dazugekommen ist. HDMI-Board 2.1, Nico Donner fragt nochmal an. Nee, das haben wir, glaube ich, schon mal kurz erwähnt in einem der letzten Videos. Das ist voraussichtlich für Herbst des Jahres geplant. Das könnte aber auch Spätherbst werden. Aber auf jeden Fall ist man dran, hängt jetzt eigentlich nur mit der Verfügbarkeit der Boards ab. Inwieweit das dann für eine Trinhoff nachrüstbar angeboten wird, HDMI 2.1 Board. Weil modular, wissen wir alle, ist die Trinhoff aufgebaut, lässt sich also somit dann jederzeit austauschen. Und man arbeitet dran, aber man kann auch keinen konkreten Termin nennen, aber man will es wohl bis Ende des Jahres möglich machen. Ja. Rololeinwand mit Maskierung gibt es. Definitiv haben wir unter einem Programm, die nennt sich Grand Cinema, Multiformat Grand Cinema, kann man sich anschauen. Sind zwei Tücher, unter anderem ein weißes, ein schwarzes. Das weiße ist die Projektionsfläche, das schwarze fährt davor runter, um dann in der Höhe zu maskieren. Das Grundformat wäre 16:9. Es gibt auch Leinwände, die in 21 und 16:9 Format ermöglichen, also wo man wirklich einen breiten Unterschied hat. Sowas gibt es auch. Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal soweit halbwegs wieder auf dem Laufenden, wenn ich das richtig sehe. Ja, nicht ganz, da sind noch ein Haufen Fragen gekommen. Aber ich würde sagen, wir sagen kurz was zur High-End und dann lassen wir doch mal den guten Raphael dazukommen, oder? Ja, machen wir das. Wie also, sieht's aus? Willst du was erzählen? Ich kann auch was zeigen, wenn ich darf. Ja, dann zeig doch, klar darfst du. Na, hau mal rein. Also, ich teile jetzt mal kurz meinen Bildschirm. So, wie wir mehrfach angekündigt haben, ihr müsstet jetzt eine SketchUp-Datei sehen, haben wir Grobi und Heimkinobau auf der High-End, das ist eigentlich eine Stereo-High-End-HiFi-Messe in München, einen etwas größeren Messestand. Im Prinzip sind es zwei Räume, die durch einen Durchgang, wie man hier sieht, in der SketchUp-Datei miteinander verbunden sind und so ganz grob 240, 250 Quadratmeter haben werden. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was machen denn Heimkinobauer und Beamer-Unternehmen, also Grobi als Verkäufer, Händler, auf der High-End für Stereo. Ganz einfach, wir wollen den Menschen einfach das Thema 3D-Sound und überhaupt Mehrkanal-Sound näher bringen. Und dafür werden wir ein großes Kino bauen. Ihr seht das hier. Das sind so 30 bis 40 Sitzplätze, je nachdem. Die Leinwand wird vermutlich 4,30 Meter breit sein in 21:9. Und da drinnen werden dann gefühlt, je nachdem, wie wir sie montieren können, 25 bis 30 Mac-Audio-Lautsprecher sein. Die grünen ist die untere Ebene. Das sind alles die M12 von Mac-Audio. Und das gelbe sind die S6. Die etwas kleineren Lautsprecher für die Decke. Dazu kommen zwei 21 Zoll Subwoofer und das wird dann ein Demo-Kino sein, wo wir im Halbstundentakt Demos zum Thema 3D-Sound, Mehrkanal-Sound und natürlich auch großes Bild in Verbindung mit Kinoton präsentieren werden. Daneben gibt es dann einen mindestens genauso großen Raum. Dieser Raum hat dann eher so einen Ausstellungscharakter, das heißt, die Partner, die auf dem Stand mit uns dort vor Ort sind, die uns auch in gewissem Maße unterstützen, werden dann einzelne Bereiche haben.
da wird Trinov vor Ort sein, da wird zum Beispiel der Ralf Lulei vor Ort sein von Stuart und Lumagen und auch noch der ein oder andere Partner, die uns dann vor Ort einfach unterstützen und auch unseren Interessenten und Kunden Rede und Antwort stehen werden. Ihr seht, das Ganze ist wirklich eine große Herausforderung für uns. Wir freuen uns da total drauf, weil die High-End wirklich immer sehr gut besucht war. Und ich persönlich habe jetzt schon Angst, dass wir die ganzen Zuschauerströme da nicht Herr werden, weil wer schon mal auf so einer High-End war und weiß, dass da wirklich mehrere 10.000 Leute in den 4 Tagen rumlaufen werden, der weiß, dass es auch in solchen Räumen ganz schnell ganz eng werden kann. Auf jeden Fall freuen wir uns darauf und das wird das erste Mal sein, dass wir gemeinsam auf der High-End als Aussteller vertreten sind. Und ich würde mich natürlich freuen, viele von euch persönlich vor Ort begrüßen zu können und auch kennenlernen zu können. Und ja, ich bin schon gespannt, wie das Feedback dann sein wird. Genau, also ich sage ganz offen, da haben wir ganz schön Respekt vor der ganzen Geschichte, die da noch auf uns zukommt. Da werden wir auch eine Woche ja mindestens vor Ort sein müssen, wenn nicht noch ein bisschen mehr, mit Aufbau und allem. Es werden auch welche von unserem Grubi-Team dabei sein, also Dennis wird auf jeden Fall dabei sein, mit den anderen sind wir gerade am gucken, wie weit wir das alles organisiert bekommen. Ein bisschen Leben muss ja noch bei uns im Laden sein und da werden wir mal schauen und ich verspreche euch, die Zielsetzung ist eigentlich, dass wir gar nicht so sehr ausführlich über die Technik reden, sondern dass wir euch da reinsetzen und ihr direkt eins erleben könnt, was das Thema Bild und Ton im 3D-Sound bedeutet, auch mit Abmixer, auch mit nicht nur Filmbeispielen, sondern auch Musikbeispiele etc. So, und das ist so das Ziel dieser Veranstaltung, dass wir das dort erreichen. Wir werden euch noch ein paar weitere Details in den nächsten Tagen und Wochen nennen, wie das Ganze auch dann von der Organisation ablaufen wird. Aber ich bin sicher, das wird das wird eine tolle Geschichte sein. Wir werden uns riesig drauf freuen und auch schon jetzt vielen Dank an alle, die uns hier unterstützen. Wird der ein oder andere Überraschungsgast wahrscheinlich auch noch auftreten. Also bleibt mal dabei, dass ihr auf Facebook sicherlich uns verfolgt, denn dort werden wir bei Heimkinobau und bei Grubi TV immer wieder mal Updates veröffentlichen, um euch da aufzuzeigen, was da in diesen 4 Tagen passieren wird. So sieht's aus. Genau. Gut, dann komm. Lange genug gewartet hat der gute Raphael. 9 Uhr ist es. Ja, dann wollen wir noch mal gucken. Der gute Raphael, da ist er, da kommt er. Gucke mal an. Er ist ein bisschen klein. Ja, da muss ich irgendwie meine Kamera einschalten. Der bewegt sich ein bisschen langsam. Und dein Ton musst du ausmachen. Ja. So, und das Video starten und da ist es schon. Boah, bist du bunt. Ja, muss ja sein. Ein bisschen Farbe, oder? Ja, mein Lieber, das ist eins deiner Lieblingscharts, was du uns da gerade im Hintergrund zeigst. Das ist der gute alte Color Checker und das ist immer eigentlich so die Schlussmessung, wenn man eine Kalibrierung gemacht hat, weil der basiert auf den Farbstatistiken korrekt belichteter normaler komplexer Bilder, also wenn da die Abweichungen klein sind, heißt das, dass eben auch ein Film wirklich korrekt aussieht und nicht irgendwelche statischen Testbilder. Ja, das ist so das Thema, wo wir gedacht haben, lass uns nochmal drüber quatschen, weil es hat sich in den letzten Monaten natürlich ein bisschen was getan, dass die Produktpalette sich ziemlich stark am Verändern ist Richtung Laserprojektoren. Ja. Es gibt die ersten Hersteller, die werden in Zukunft gar keine Lampengeräte mehr im Programm haben. Da wird nur noch mit Laser gearbeitet werden, mit Laserlichtquellen. Und aus diesem Grunde war auch einiges an Anforderungen für uns da. Ne? Also für dich zum einen, weil du Tag und Nacht und am Wochenende sich mit dem Thema beschäftigst, was nachher die Prüfung der Geräte, das Einmessen, das Kalibrieren, das Profi-Kalibrieren, wie ich ja sage, ne? Hier wird nicht getuned, hier wird kalibriert, ja. Also was das angeht, mit viel Liebe ins Detail. Und das andere ist, selbst wir mussten uns auch jetzt in den letzten letzten Wochen da einiges nochmal genauer anschauen und haben uns dann auch tatsächlich in dem Fall ein neues Gerät gekauft, mit dem wir in Kombination mit Luma gehen, mit dem Envy, den wir auch jetzt mittlerweile haben und auch mit einigen anderen Anwendungen aktiv werden. Ja, da habe ich einen echten Schluck aus der Pulle nehmen müssen, noch richtig geschluckt. Da wollen wir auch mal kurz drauf eingehen. Erzähl doch mal bitte, wie denn die Situation ist in Bezug auf
für die neuen Geräte. Nehmen wir mal die Epson-Geräte. Ein paar Stück sind durch deine Hände gekommen. Ja. Das war der 11er und der 12er. Ja. Und wir haben uns da gemeinsam unterhalten im Vorfeld. Und als dann die Seriengeräte kamen, war eigentlich gar keine Überraschung, weil nichts Golden Sample. Das, was wir gesehen haben, das war ja sogar die Nummer 1. Ne? Da war wirklich 001. Ne? Es gab ein Gerät mit der Seriennummer 1. Ja, ja, genau. Ja, genau. Das, was wir also gesehen haben, das entsprach also tatsächlich nachher dem Gerät, was wir vorher gesehen haben, also die Seriengeräte, so muss ich sagen, ja. Dann wird's was. Waren allerdings nicht viele, ne? Wie sieht's aus? Was würdest du da nochmal vielleicht als Zusammenfassung zu diesen beiden Geräten sagen? In Summe finde ich die eigentlich ganz, ganz gut. Es ist vergleichsweise leise, dass jetzt der Laser so viel stufig dosierbar ist, finde ich eine coole Geschichte. Die haben auch dann am HDR nochmal gearbeitet, was nicht ganz so der große Knaller ist, ist der Schwarzwert von den Maschinchen. Der 11er nicht ganz so gut wie der 12er oder 12.000er. Von daher vielleicht wäre ein Umstieg von einem Elkos plant und sich ein Epson anguckt, der wird ein bisschen überrascht sein, wie flau die dann in Richtung Schwarz sind. Aber wer jetzt ein typisches Wohnzimmerkino ausrüstet, da ist das, glaube ich, eine ziemlich gute Lösung, weil die eben auch eine Menge Licht rauswerfen. Genau, das ist der Punkt. Das ist ja wirklich eine ganze Menge Licht, was wir da sehen bei den Geräten. Das war ja von vornherein schon erkennbar. Also man kann sagen, für Leute, die diesen Projektor in schwierigen Umgebungen einsetzen wollen, die wirklich viel Licht haben wollen, ist ja der 11.000 insbesondere, obwohl der wirklich im Schwarzbett deutlich schwächer ist als der 12er, aber mit einer Hochkontrastleinwand kann das schon eine sehr interessante Kombination werden. Ja. Ne, weil die Maximalhelligkeit, die der hat, die brauche ich in Anführungsstrichen fast nicht wirklich. Also es ist klar, eine Hochkontrastleinwand macht ja nicht nur das Schwarz besser, macht ja auch die Gesamthelligkeit. Im Gesamten zieht es ja was runter. Aber ja, da haben wir schon tolle Lösungen gesehen. Und beim 12er sieht es ähnlich aus. Ja, und er bleibt bis Laserstufe 75% verdammt leise. Und das ist verdammt viel Licht. Ja, ja, also eine Menge Licht mit eine Menge wenig Geräusch. Eine genau, Frage so. Von mir dazu, zu dem Schwarzwert. Man liest ja ganz oft, dass Leute sagen, nimm lieber ein JVC, weil der Schwarzwert besser ist. So, jetzt gibt es aber ja auch den Inbild-Kontrast, also von Schwarz zu Weiß. Und wenn der Beamer heller ist, dann könnte das Schwarz ja theoretisch ein bisschen grauer sein und man hätte immer noch das Gefühl, dass es schwarz ist. Also übertrieben dargestellt. Jetzt ist meine Frage an dich, wäre dir persönlich der Schwarzwert wichtiger oder lieber die Lichtausbeute, dass man ein helleres und ein kräftiges Bild hat? Es ist immer eine Frage, was man braucht. Also wenn man mit einer Menge Umgebungslicht zu kämpfen hat, dann ist der Schwarzwert mit dem, was heutige Beamer können, egal welcher Marke oder Funktionsprinzip, vergleichsweise wurscht. Also wer echt so ein Wohnzimmerkino sich ausrüstet und will es noch größer haben als so ein Hisense Laser-TV, der ist mit so einer Lösung sicherlich gut bedient. Der braucht einfach beliebig viel Licht. Und Schwarz spielt da nicht so eine große Rolle. Wenn ich jetzt eine schwarze Höhle habe, so richtige Dark Man Cave, um da mein Kino reinzubauen, dann ist der Schwarzwert schon von ganz anderer Bedeutung. Aber grundsätzlich ist natürlich die Plastizität, also wie tief wirkt mein Bild und wie ruhig ist es und so weiter, von ganz anderen Dingen abhängig als von diesem einen Parameter Schwarzwert. Das wird jeder verstehen, der mal einen richtig geilen DLP-Beamer wie einen Bragi, den ihr, glaube ich, mittlerweile auch in der Vorführung habt, gesehen hat, der hat auch nicht den Bombenschwarzwert und trotzdem bläst einen das Bild einfach weg, weil er eben ein wahnsinnig ruhiges Bild macht, weil er wahnsinnig knackige Farben macht, ohne dass das übertrieben ist. Die sind einfach auf den Punkt. Und weil er eben einen Inbildkontrast hat und weil vor allem die Parameter sehr, sehr statisch sind. Also der bildet einfach sehr genau und präzise und immer wieder gleich das ab, was eine Kamera oder ein Studiomonitor auch gezeigt haben und nicht das, was irgendeine Regelautomatik versucht, hinterher zu bessern und so weiter und so fort. Mhm.
Und da leiden halt so die preiswerteren Beamer halt alle immer drunter, dass es ohne die Blende hier und den Bildverbesserer und Kontrastverstärker dort und so weiter gar nicht so richtig geht. Und deshalb, also man kann es nicht immer an, man kann es eigentlich nie an einem Parameter festmachen, das ist jetzt ein gutes Bild, das ist ein schlechtes. Ja. Also je mehr ich stabile Eigenschaften habe, und dann gehen wir eben in Richtung High-End-Projektoren, je mehr ich perfekten Inbildkontrast habe, was primär an der Qualität des Objektivs liegt und gar nicht mal so sehr an den Panels, das spielt für die Plastizität im laufenden Film viel mehr eine Rolle. Wer jetzt halt viel Weltraum und Horror guckt, der ist vielleicht ein bisschen mehr auf den Schwarzwert fixiert als jemand, der überwiegend das Ding für Games und Konzerte und Fernsehen oder sowas benutzt. Mhm. Also von daher, es lässt sich nicht an einem Parameter fixieren. Es ist immer eine Frage, wie man es auslegt. Das ist wie bei anderen Themen auch. Also es gibt nicht das perfekte Auto. Und ein Auto mit mehr Leistung ist nicht ein besseres Auto, sondern es ist, man braucht das, was man für die eigenen Bedarf am geeignetsten sich dann auswählt. Und das ist ja auch der Punkt immer, guter Fachhändler. Der Unterschied, ein guter Fachhändler fängt ja mit einer Bedarfsanalyse an. Also, lieber Kunde, du hast dir zwar Gedanken gemacht, aber jetzt analysieren wir doch mal, was brauchst du eigentlich wirklich? Und da kann ich auch immer nur sagen, Grobi gehört zu den wenigen, wo man einen Kunden hinschicken kann und weiß, der kommt mit einem passenden Produkt wieder und nicht mit irgendwas, wo der Druck im Lager gerade am größten war, weil sie genau wissen, die Mannschaft von Patrick, der Kunde, der kommt dann auch wieder und der schickt auch seine Kumpels. Vielen Dank. Sag mal, Bragi, hast du ein gutes Beispiel? Es ist absolut richtig, was du da sagst. Wir haben den Bragi ja bei uns im Grubi-Kino, der guckt da auf 3,30 Meter, projiziert er da mit dem Teleobjektiv. Es sind zwei Objektive zur Auswahl, einmal ein Weitwinkel, einmal Tele. Wir haben uns für Tele entschieden, weil ehrlicherweise bei dem Abstand, den wir haben, war das kein Problem, den unterzubringen. Und ja, ein Teleobjektiv schluckt weniger Licht als ein Weitwinkel. Das war uns dann doch schon etwas wichtiger. Und wir werden auch zu dem Gerät in Kürze mit dem Chris ein sehr, sehr ausführliches Video machen, weil dieser Projektor, der hat, wie ich finde, Faustdick hinter der Linse. Ne? LED-Technologie, ja. Eine Wahnsinnsfarbhelligkeit, eine wahnsinnig ruhige Bewegung. Der macht ja mit 96 Hertz die Bilder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Keine Zwischenbildbrüche dieser Art brauche ich da noch. Das Bild ist einfach geil von den Bewegungsdarstellungen und es ist wirklich ein sehr, sehr professioneller Projekt. Man merkt, dass da echt eine Menge professionelle Gene drin sind. Ich habe übrigens auch schon einen wirklichen Testfilm in den nächsten Monaten. Letzte Woche war ich in einem neuen Batman drin. Habt ihr den auch gesehen? Noch nicht. Boah, da gibt's ja nicht eine Szene, wo mal irgendwann die Sonne scheint oder wo irgendwo in einem normalen Büroraum mal eine normale Lampe an ist. Es gibt nicht eine Szene. Also die haben, glaube ich, so viel Geld an Licht gespart, weil sie dauernd Regen produziert haben oder sonstige dunkle Umgebungen. Und dann hatte ich in diesem Kino noch zwei dieser verdammten Notausgangsbeleuchtung, eine rechts, eine links. Die hat mir dann den Schwarzwert komplett versaut. Also es war schon anstrengend, die 3 Stunden. Aber ich bin echt gespannt, wie der zu Hause wirkt. Das war 3 Stunden lang echt Suchen im Dunkeln. Wobei, mit Licht gespart wäre ich vorsichtig. Also Dann haben sie gerade immer gemacht. Also ein Scheinwerfer hat da jedenfalls kaum gestanden, der mal richtig Licht gemacht hat, sag ich mal. Und ja, ganz klein bisschen nur. Warte mal ab, das muss man vor Ort manchmal gesehen haben. Also ich kann mich erinnern. Ja, ja, ich glaube es dir. Ich war bei den Dreharbeiten von Moon 44, dem letzten Film, den der Emmerich in Deutschland gedreht hat. Und die waren noch so am Nachdrehen von diesen Szenen in diesen Kontrollräumen da, von der Flugsicherung, von diesen Raumschiffen, die da auf diesem Bergbauplaneten da unterwegs sind. Und da war auch das Problem. Der Kameramann hielt immer sein Lichtmesser da an die Schauspielerin und sagte, ja, wir brauchen noch hier was und da was und wir haben hier noch einen Schatten und da. Und irgendwann sagte der Beleuchter, nee, geht nicht. Das war's. Wir haben alles Licht, was im ganzen Studio verfügbar war, jetzt in dieser Szene. Das war, glaube ich, 46 kW oder so. Und das Set war halt relativ dunkel und dann schluckt das halt so viel Licht. Du hast nur den direkten Lichtschein und wenig Diffuslicht und dann musst du das alles künstlich ausleuchten und dann hast du bei so Szenen plötzlich einfach unfassbare Lichtmengen drauf und du siehst in der Kamera trotzdem nichts.
Also. Ja, aber selbst das Batman-Logo im Himmel war ziemlich duster, wie ich fand. Da hätte er mal den Scheinwerfer putzen sollen. Also, das war mein Eindruck. Ich bin gespannt. Der Film wird bestimmt beeindruckend zu Hause auch sein. Ich fand ihn ganz gut eigentlich. Aber vom Bild her war der schon echt eine Herausforderung. Und wird er eine Herausforderung. Ähnlich wie damals Game of Thrones, die eine Folge, wo auch kein Mensch was gesehen hat, weil das so duster war auf dem Fernseher. Ja, lieber, aber auf dem Bragi guckt ihr mal die Wüstenszenen aus Dune. Ja, Hammer. Da fliegst du doch weg. Ja, Hammer. Also kann ich jedem nur empfehlen, wer neugierig geworden ist, einfach mal vorbeikommen, zeigen wir euch das gerne mal bei uns im direkten Vergleich auch. Im Grobi-Kino diesen Samstag haben wir ja auch offen. Dann schaut euch das mal an, Gerät ist da und es ist echt mega. Genau, wirklich die Mischung aus Ding. Hell und farbig. Also hell und farbsatt, das kriegst du mit so einem typischen LCD-Produkt, egal welcher Form, praktisch nicht hin. Ja, so ist das. So ist das. Ja, okay, also haben wir Epson soweit. Jetzt ist nochmal die Frage für den Anwohner, der jetzt neugierig geworden ist. Ja, wir wissen noch nicht genau, wann Epson wirklich mal alle Rückstände liefert. Ich glaube ehrlicherweise, das geht so ganz, 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 ganz langsam im Mai wieder weiter. So jedenfalls die letzten Informationen. Und dann kann das Ganze irgendwann Sommer bis Herbst werden. Da kann man auch nur reservieren, um wenigstens dann mit in der Linie zu sein, um dann einen von den Projektoren zu bekommen. In der Vergangenheit war das so, es gab plötzlich einen Anruf bei unseren Kunden und dann haben die innerhalb von 24 Stunden das Gerät gehabt oder konnten sich es abholen. So ist es bis jetzt gelaufen. Ja, machen wir weiter. Sagen wir was zum Thema JVC. JVC ist jetzt in dem Fall verfügbar in 5 Finger. Na, so viel waren es, glaube ich, noch nicht mal. NZ8, NZ9, ne? Also die beiden NZ8 Flaggschiffe. Das ist, glaube ich, ganz exotisch. Da passiert, glaube ich, gerade noch gar nichts. Das haben wir, ich weiß nicht, was du mitbekommen hast. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es ist so, dass wir heute Nachmittag dann doch eine offizielle Mitteilung bekommen haben. Wir wussten es ja schon ein bisschen länger, aber es gibt eine offizielle Mitteilung, dass also jetzt die Produktion aus dem Land, aus Thailand nach Japan verlagert wird und man hofft, dass im Juli dann dort in Japan, dort, wo die anderen Geräte bis jetzt produziert worden sind, aus dem ganz professionellen Bereich, dass dann dort die neuen Laser als auch der NP5 dann neu produziert werden kann. Und angeblich soll es dann im August dann auch wirklich Stückzahlen geben. Also gibt es jetzt in den nächsten Wochen nicht eine Schraube. Nicht wahr? Aber du hast ein paar von den Geräten gesehen. Ja. Ein paar von den NZ8, NZ9. Wie war da für dich der Unterschied? Es ist ja auf dem Papier eine Menge Unterschied, was Helligkeit angeht. Und beim NZ9 ist ja nochmal die Besonderheit, dass der eine andere Optik hat. Nämlich die Optik von den teuren Geräten, die dann auch nachher beim N9 gewesen ist. Ne? Ja. So, NX9, meinst du? NX9, Entschuldigung, NX9, ja. Ja, also ich sag mal, wenn das Budget keine so große Rolex spielt, dann ist der NZ9 wirklich schon eine echte Bombe. Würde ich im Moment auch so für den besten Allrounder halten, weil er ist hell, er ist scharf, er kann geile Farben, er macht mit diesem Frame Adapt HDR einfach das beste HDR-Bild, was man im Projektor erzeugen kann. Im Projektor erzielen kann, da ist genau der Satz. Und macht einen Bombenschwarz, hat mit dem Objektiv ein unfassbar scharfes Bild und eben dadurch auch einen schönen, guten, geilen Inbildkontrast. Da hat JVC an der Light Engine, am Objektiv und eben auch nochmal an den Panels gearbeitet. Also das ist wirklich schon sehr, sehr fett, aber eben leider ja auch im Preis mit, was ist aktuell, 26 Kilo Euro? Mhm. Ja. Und ich halte vielleicht als besten Kompromiss im Moment potenziell den NZ8, den seltensten, weil der eben bis aufs Objektiv dieselbe Technik drin hat wie der NZ9. Und das normale JVC-Objektiv ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Das haben sie auch nochmal jetzt als Ganzglas-Objektiv nochmal ein bisschen getunt mit der NZ-Serie gegenüber der Vorgänger-Variante mit N ohne Z. Und der hat aber eben das bessere E-Shift drin, hat diese Light Engine mit dem verbesserten Inbild-Kontrast, höchsten Selektionsgrad vom normalen Objektiv und das eben auch mit dem Laser. Also das ist schon ein sehr, sehr cooles Paket. NZ7 ist halt mit einem einfachen E-Shift, das muss man leider auch sagen, ein bisschen lauter ist und nicht ganz so scharf.
Wenn ich ein NZ7 hätte, würde ich es vermutlich, wenn ich nicht N8K Bild hätte, vermutlich sogar schlicht abschalten, weil so groß ist der Gewinn nicht. Und dann mit dem Laser eben als Dauerläufer wunderbar. Und eine ebenfalls sehr coole Maschine ist halt der NP5 mit der Lampe. Und die letzten Generationen Lampentechnik von JVC waren ja auch wirklich sehr, sehr gutmütig. Also sehr langsamer und sehr später Helligkeitsabfall, kein Flackern, kein Zappeln, nix. Hat eben dieselben Panels drin, dasselbe Objektiv drin wie die NZ-Serie, aber eben mit der Lampe. Und kein E-Shift, heißt, er kann maximal 4K mit 120 Hertz. 8K-Signale kann er wohl nicht. Also die Signalverarbeitung könnte es vielleicht, aber das lassen sie nicht zu. Sprich, alles bis 4K 120. Und ehrlich gesagt, wer hat eine 8K-Quelle? Ja, also ist es auf jeden Fall ein Gerät, was sicherlich interessant sein mag für den einen oder anderen, der zocken will. Andererseits liegt es leider ja auch deutlich über den N5, von dem es nur noch eine Handvoll Geräte im Markt gibt. Aber ja, dann ist sowieso die Entscheidung, wenn es bei JVC geht, der Einstieg fängt dann leider erst bei 7.000 Euro an. Dann kriegt man allerdings ein Gerät mit allen Features und Funktionen. Also wer sagt, ich brauche HDMI 2.1 und das alles noch gar nicht, da ist natürlich im Moment noch der Zugriff auf den N5. Man kriegt da, wie ich würde sagen, doch ein ziemlich ausgereiftes Gerät. Lampen, wärst du schon gesagt, waren nicht wirklich ein Problem. Ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema Lampe und Laser. Ich würde auch sagen, Stichwort wirklich beim NP5 auch selbe HDR-Technik drin, wie die großen Maschinen. Also wirklich, was gerade HDR-Bild angeht, eine echte Granate. Und sie haben eine HDR 10 Plus Unterstützung, die, wie ich gesehen habe heute, ich hatte mal kurz reingeguckt, 1917 scheint ein HDR 10 Plus Film zu sein, weil plötzlich erschien es dort und dann kannst du auch einen Teil der ganzen Funktionen, was Bildparameter angeht, nicht mehr nutzen. Die sind nämlich dann deaktiviert. Ja, deshalb schalten wir beim Kalibrieren normalerweise die HDR 10 Plus Funktionalität ab, weil dann liefert der Player ganz normales HDR10 ohne Plus und man guckt das Ganze dann mit Frame Adapt HDR Signalaufbereitung. Und das war nach dem, was wir ausprobieren konnten, in den meisten Fällen die bessere Wahl. Siehst du, da hast du mir was voraus. Ich will dir mal das gute Stück hier zeigen, das sollte man sehen. Jawohl, das sieht man. Da steht Barco drauf. Das ist der Qualif und das ist diese kleine Kiste, die noch nicht mal was wiegt, ey. Da ist ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da ist nur Luft drin und ein kleiner Chip oder sowas oder eine kleine Optik oder sowas, ja. Auf jeden Fall, dieses kleine Ding hier kostet tatsächlich im Laden UVP um die 12 Mille. Wenn ich mich täusche, kommt sogar noch Mehrwertsteuer dazu. So, und das ist also jetzt nicht irgendwie ein kleiner Mini-Fernseher, mit dem ich hier Fernsehen gucke, wenn ich unterwegs bin oder der Vorläufer. Das ist nicht der kleinste Barco-Monitor. Nee, das ist es auch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das Ding überhaupt ankriege. Was kann ich dir aufgeladen? Das ist so ein alte 3D-Ding, wie man früher hatte. Das muss man so vors Auge halten. Wo so eine Scheibe reingesteckt worden ist, ja, meinst ja, du, ja, ne? Geht der eigentlich mit Batterie oder geht der geht doch mit Batterie? Ja, klar. Der sollte mit Akku gehen, ja. Ja, klar. Ich weiß noch nicht, ob das Ding aufgeladen ist. Oh, da hat sie was getan. Hier, rote Lampe. Immerhin. Zack, okay. 12 Mille im Eimer. Ja, habe ich gerade zerschossen, ey. Naja, erzähl du mal was davon, weil das ist ein Gerät, mit dem ich eigentlich die Projektionsfläche abfotografiere oder abscanne. Da habe ich so einen Laserstrahl, habe ich gesehen. Und der Bereich, wo der Laserstrahl hinleuchtet, den misst der dann hier, ja? Ah, jetzt geht was an. Hier, da tut sie was. Da ist doch nicht kaputt. Der bootet. Der macht sogar Geräusche, während der hochfährt. Ja. Also, da. Sehr schön. Jawohl, genau. Ist nämlich ein Spektrometer, da kann ich mithalten. Ich habe was, das macht dasselbe. Sieht noch unspektakulärer aus. Die sind qualitativ ähnlich, was du da in der Hand hast, was ich da in der Hand habe. Der Unterschied ist, ich habe die Version ohne Bildschirm von deutschen Hersteller, wo ich also die Auswertung über das Kalibriersystem oder die Yeti eigene Software mache. Der Punkt ist eben, ein Laser kann ich hier auch mit dienen. Also ich habe hier auch einen Ziellaser, mit dem man, da hier ist er, Und mit dem Laser ziele ich eigentlich nur, wo ich denn messen möchte.
und der Laser zeigt mir auch den Bereich, in dem gemessen wird. Man muss wissen, es gibt zwei grundsätzliche Arten für Lichtsensoren, die man zum Kalibrieren verwenden kann und auch muss letzten Endes. Das eine ist ein Spektrometer, das ist das, was wir da in der Hand hatten. Das zerlegt im Grunde das ankommende Licht hinter einem Objektiv mit einem Prisma in die Regenbogenfarben. Und dieser Regenbogen wird vereinfacht gesagt auf eine Kamera gelenkt und der guckt halt, wie viel ist von welcher Farbe des Regenbogens vorhanden. Das ist ein Spektrometer. Und diese Dinger sind sehr genau in Sachen Farbanalyse. Die sind aber dummerweise eben sehr langsam und nicht übertrieben lichtempfindlich. Wenn man jetzt einen professionellen DLP oder gar einen Kinoprojektor damit kalibriert, dann macht man das sowieso mit ein paar hellen Bildern und der Rest passiert in diesen auf Linearität getrimmten Projektoren dann rein mathematisch und dann kommt man damit klar. Das, was wir beim Kalibrieren machen, ist aber das Spektrometer benutzen, um einen klassischen Tristimulus, also ein Standard-Farbmessgerät abzustimmen und die aufeinander zu eichen, weil die sind nämlich viel lichtempfindlicher und messen vor allem viel, viel schneller. Und das heißt, man braucht im Grunde beides, wenn man genau messen möchte, weil die sind immer auf ein Farbspektrum eigentlich optimiert, aber spätestens, wenn man eben mit dem Laser anfängt, werden die ziemlich wild, was ihre Messungen angeht, weil die mit einem Laser eigentlich nicht gut umgehen können. Heißt, die gehen immer von einem Farbspektrum aus, aber ein Laserstrahl hat kein Spektrum. Der hat nur eine einzige Frequenz und eine Frequenz hat kein Spektrum. Und ich habe auf meiner Homepage auch so Vergleichsmessungen, auch Billigspektrometer für unter 1.000 Euro, was wir bisher viel benutzt haben, so ein iOne Pro 2. Im Vergleich zu so einem High-End-Gerät. Also der hier macht über 1.000 Spektrallinien und das macht der Kalif auch. Das sind, glaube ich, 6 Nanometer Auflösung für die Experten. Und das iOne Pro 2 macht standardmäßig 34. 34 zu mehr als 1.000. Genau, das ist der Unterschied. Und dann kann ich eben einmal nur sehen, wo ist denn grundsätzlich der Farbverlauf. Das reicht, wenn ich auch ein Farbspektrum habe, dann kommt man damit gut klar. Aber wenn ich eben mit dem Laser hantiere, der eben dann nur eine Frequenz hat, plus vielleicht noch so ein Spektrum nebendran von so einem Phosphor oder sowas, dann brauche ich halt ein Spektrometer, um das einmal korrekt zu messen und gegebenenfalls meinen anderen Farbsensor damit abzugleichen. Und dann kann man damit ordentlich messen. Okay, so, und der wird eingesetzt bei den ganzen Geschichten, die wir da jetzt als Laserprojektor bezeichnen können, um da wirklich noch genauer auch wirklich die richtigen Werte ermitteln zu können. Und das sieht man nachher auch im Bild. Genau. Das kann man nicht anders sagen. So ist es. Also ich habe schon seit vielen Jahren das Ding hier und im Grunde seit die ersten Projektoren mit Laser im Heimkinobereich ernsthaft aufgetreten sind. Die Beispielmessung, die ich da auf meiner Homepage habe beispielsweise, die ist von einem Epson LS10000. Also das gibt es ja schon eine Weile. Und also ich habe da schon viele Jahre eigentlich immer die verschiedenen Lampentypen und Lasertypen, mit denen wir hier täglich zu tun haben, die Spektren abgeglichen für das High-End-Tristimulus-Messgerät, den kleinen K10, mit dem wir hier messen. Okay, alles klar. Also hier komme ich lichtmäßig runter bis 0,1 Nit. Ich glaube, das Kalif kommt bis 0,01 Nit. Und das K10, mit dem ich standardmäßig messe, oder K10A, um genau zu sein, das kommt bis auf 0,00005 Nit runter. Also auch nahe schwarz kann man da noch wirklich exakt Gamma-Kurven abzeichnen und so weiter.
Okay, sag mal, es gibt noch mal eine Frage zum Thema HLG. Mit HLG habe ich auch so meine Erfahrung gemacht, was die Sender angeht, weil das ja ein Format ist, was von diversen Sendern teilweise sogar über sogenannte Testkanäle ausgestrahlt wird. Also RTL ist dabei. Ich habe jetzt vor kurzem ein Sky-Signal gesehen. Das sah entgegen dem Ruf eigentlich besser aus. Es war relativ hell. Ich hatte immer gehört, die Dinger sind teilweise sehr dunkel, die Bilder, je nachdem, was man da hat. Aber bei HLG ist das Thema HDR Frame Adapt eigentlich ein Thema. Also für alle, die wissen nicht, was HLG ist. HLG ist nichts anderes als einmal der Fernsehstandard für die Fernsehsender, wenn die Richtung HDR was machen möchten. Ja. Und das wird verwendet in dem Fall bei Sky, unter anderem bei der Fußballübertragung oder Sportübertragung. Bei Kinofilmen haben sie es, glaube ich, nicht im Einsatz. Da machen sie zwar Atmos, aber kein HDR oder in dem Fall HLG. Und dann wird es aber auch verwendet, teilweise von RTL auf deren Test 4K HDR, HLG-Kanal. Ist das schon auch HDR? Nee, ja. HLG-Kanal, ne? Also ich habe Testsendungen von Arte und vom ZDF mal aufgezeichnet und da die zum das eine oder andere Mal zum Testen benutzen, die sehen wirklich, wirklich geil aus. Der Vorteil von HLG oder überhaupt Sinn und Zweck dahinter ist, dass ich es live produzieren kann. HDR10, Dolby Vision, all diese Dinge, das sind Sachen, die entstehen immer in der Post-Production. Das heißt, die kann ich gar nicht live produzieren, weil die von absoluten Helligkeitswerten ausgehen und die kann ich nicht filmen. Ich müsste ja erstmal genau die passenden Helligkeiten auf dem Fußballfeld oder so herstellen. Geht ja gar nicht. Da ist das Licht, was da herrscht, und dann muss die Kamera gucken, wie sie damit klarkommt. Und HLG arbeitet wie klassisches SDR nur mit relativen Werten und nicht mit absoluten Werten, und deshalb funktioniert das. Und funktioniert vor allem für Projektoren super, weil mit relativen Werten kann mein Heimkino gut umgehen, wohingegen die absoluten Werte nie wirklich gut reproduzierbar sind. Also ein normgerechtes HDR-Bild kriegen wir ins Kino kaum rein. Da müssten wir Projektoren einsetzen, die Zehntausende von Lumen können bei perfektem Schwarz und wenig Stromverbrauch. Das gibt es einfach nicht und wäre auf den großen Flächen auch nicht mehr lustig, wenn da plötzlich so eine richtig große, helle Fläche mit 1000 Nits auftauchen würde. Das blendet, das macht weh, das will man nicht. Also das ist für Fernseher bis große Fernseher ist HDR10 Bild und Dolby Vision ausgelegt und HDR10 Plus genauso. Und HLG ist eben sehr viel geeigneter eigentlich fürs Heimkino. Deshalb, also HLG finde ich top. Wird in der Regel auch mit großem Farbraum benutzt. Also hat praktisch keine Nachteile gegenüber dem, was bei HDR10 passiert. Und wie gesagt, sieht eigentlich mit Projektoren, wenn das HLG-Bild normgerecht produziert wurde, absolut fantastisch aus. Hast du Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Boxen, die das unterstützen? Also Sattboxen? Nee, ich habe nur eine Sattbox und mit der funktioniert es. Welche ist denn das? Ich habe hier eine schon etwas betagtere, aber mit aktueller Software voll HLG-tauglich. Wie heißen die? Ist das so ein Linux-Ding? Ja, so ein Linux-Ding. Ah, okay, alles klar. Ja, fällt dir vielleicht gleich noch ein. Das ist VU Plus, genau. Ja, okay, der Klassiker, unter anderem. Die erste 4K-Box von VU Plus, also ist jetzt nichts Neues mehr. Ja, gut, dann haben wir das doch soweit auch geklärt. Mal nochmal so ein bisschen nochmal auf die Thematik dazu gehen, bitte. Was hast du? Hier noch ein letztes Mal. Wenn ich das Ding sehe, denke ich immer an so eine Desinfektionspulle. Da denke ich immer, das Ding kannst du oben leer aufmachen oder aufschrauben. Das ist die Objektivkappe. Aber das ist das Objektiv. Die Objektivkappe und der guckt da auch richtig raus. Ja, also wir nutzen das gute Stück natürlich jetzt auch in Verbindung mit LumaGen und Envy. Dann können wir natürlich auch einiges mehr an Daten auslesen und noch genauer das dann einstellen. Ja. Also der Dennis hat da schon so diverse Projekte erfolgreich mit umgesetzt und haben das gute Stück ab sofort bei uns also auch wirklich im Einsatz, um da wirklich noch von mir aus drei Stellen hinterm Komma genauer zu sein. Ja. Ne? Was ich dazu noch sagen wollte, zum Glück sind die etwas preiswerter geworden die letzten Jahre. Also das war das erste in Serie verfügbare Spektrometer mit so einer hohen Auflösung in Sachen Farbe, das ohne eigene Kühlung auskommt. Und hat quasi dieselben Daten wie das in vielen Laboren immer noch gebräuchliche
CS 2000 von Minolta, das der ein oder andere in der Heimkino oder so schon mal abgebildet gesehen hat. Nur das hier kostet 6.500 Euro. Das bei euch mit der ganzen Elektronik und quasi Messsystem integriert kostet knapp über 10. Und das Minolta, das eben auch alles mit drin hat und autonom messen kann, mit allen Anzeigen und so weiter, das kostet je nach Objektiv und Zeugs so ab 35.000 aufwärts. Und also nach oben keine Grenzen. Und ist dann auch nicht mehr wirklich so ganz handlich. Das hat so die Größe von so einem alten VHS-Vollformat-Camcorder. das packt man auch nicht mehr auf so ein normales Fotostativ. Das ist alles ein bisschen schwer und unhandlich. Also da ist das schon ganz schön klein und für Profis auch erschwinglich geworden, weil ich möchte auch nicht irgendwie mit 40.000 Euro im Koffer rumfahren. Ich sehe schon, ja, muss man eine Menge Projektoren für kalibrieren. Ich sehe schon bei Facebook die ganzen Leute, die sich jetzt alle so ein Spektrometer kaufen und dann durch die Gegend fahren, um Beamer zu kalibrieren. Ja. Hast du schön Werbung gemacht für das günstigste Gerät am Markt. Ja, well, geht so. Ja. Also da gibt es auch eine Variante mit dem Bildschirm hinten dran, dann kostet es auch ein bisschen mehr. Dann hast du vorhin den Raum angesprochen, von dem wir irgendwie, an dem ich heute irgendwie hier meinen Rücken verbogen habe. Den kann ich dir ja mal zeigen, weil der war nämlich schon im, irgendwie konnte ich doch hier mal einen Bildschirm freigeben, ne? Unten in der Mitte. Da ist es doch, genau. Das ist nämlich, freigeben. Hier schon im Test von den Theatron-Lautsprechern. Den blauen Teppich meinst du? Na wunderbar, ja, das den habe ich ja alles klar. Den wir heute irgendwie angefangen haben, den akustischen Ausbau zu machen. Ich habe ihn bisher nur so als Fotohintergrund benutzt, weil er schön leer und sauber war. Entsprechend ist das Räumchen schon eine Weile vorhanden, aber jetzt geht es da eben Schritt für Schritt voran, dass das Ding auch benutzt werden kann zum Hören, zum Messen, zum Vergleichen und wird eben für Lowbeats da als weiterer Raum ausgebaut. Genau, lowbeats.de, da könnt ihr eine Menge Tests lesen zum Bereich Auto, HiFi, Bild, Projektor, alles dabei, ne? Beim Kino. Querbeet, da könnt ihr einiges sehen. Weißt du schon, ob du auf der High-End sein wirst? Da kam heute meine Pressekarte. Wunderbar. Dann heißt auch dort, sehen wir uns dann spätestens mittlerweile jetzt nur noch 5 Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, so sieht's aus. Wir sind ja froh, dass wir uns irgendwie mal wieder richtig begegnen können. So Mensch mit Mensch und nicht nur Bildschirm mit Bildschirm. Genau so ist es. Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann sage ich mal vielen Dank für die Aufklärung, was die ganze Technik angeht, die da im Hintergrund ist und die nochmal das Thema Kalibrieren nochmal ein bisschen besser beleuchtet und nochmal den Hinweis darauf gibt, welchen Aufwand man betreiben sollte, wenn man jetzt mit dieser neuen Generation von Projektoren weiter kalibrieren möchte. Ja, also mit den einfachen Messgeräten für unter 1.000 Euro ist ohne Abgleich mit einem wirklich guten Spektrometer mit den Lasern eher zufällig nur zu arbeiten. Okay, alles klar. Mein lieber Raphael, ich sage vielen, vielen Dank, dass du noch um die Uhrzeit hier für uns mal eben zur Verfügung standst. Wir haben ja gesagt, wir könnten eventuell noch den Rekord knacken, aber ich glaube, jetzt geht es so langsam dem Ende zu. Wir gucken noch mal. Und dann schauen wir mal. Also deine Info nochmal hier, weil ich werde der liebe Peter Weidmann, ich werde mit dir, glaube ich, lieber morgen mal telefonieren. Das werden wir hier heute Abend nicht klären können. Da war die Frage nochmal zum Thema HLG. Da gibt es nämlich bei ihm anscheinend unterschiedliche Erfahrungen und ich kenne das auch nur so. Es gibt einige Sachen, die sind furchtbar duster. Da kannst du einstellen, was du willst. Da stimmt irgendwas nicht in der Zuspielung bei HLG. Und die Frage war nochmal, Frame Adapt HLG geht ja eigentlich nicht. Ne? Wenn ich ein HLG-Signal habe, geht dann auch Frame Adapt? Nein, das ist technisch insoweit nicht machbar. Das ist nicht vorgesehen, weil es eben eigentlich ja sowieso schon ein für Projektoren perfektes Signal ist. Und HLG, wir messen und kalibrieren das ja standardmäßig auch mit. Und ich habe auch in Sachen Testbildern und so weiter im Testbildgenerator da immer Sachen mit drin. Und man kann beispielsweise sehr schön im Vergleich sich SDR, HLG und HDR10 Bilder, wo ich dasselbe Motiv habe,
anschauen und die sind dann, da ist, wenn irgendwas dunkler ist, ist es das HDR10-Bild. Auch bei dem Processing von JVC. Weil auch da, ohne dass man sich Helligkeitsreserven lässt, geht halt, wäre halt nichts mehr von der Farbe übrig, wenn ich alles maximal aussteuere. Wenn ich alle Farben maximal aussteuere, lande ich bei Weiß. Also da ist, da führt kein Weg dran vorbei. Und bei HLG komme ich auf sehr, sehr geile Helligkeiten mit der Farbe, weil es schon so im Bild steckt. Und habe immer noch Reserven, die aber schon im Signal stecken für die Helligkeitsspitzen. Das funktioniert eigentlich wunderbar. Heißt, wenn das Bild dann zu dunkel ist, dann findet entweder vor dem Projektor schon ein Signalprocessing statt, das da nicht hingehört, was jetzt meine Vermutung wäre, wo schon irgendwas im Gamma verändert wird. Beziehungsweise in der HLTF, was ein bisschen kontraproduktiv ist. Von daher, wäre unter anderem die Frage, mit welcher Hardware wird geguckt? Ja. Genau. Also, wie gesagt, ich habe Sachen, die sind auf dem Blu-ray-Player zum Testen. Ich habe Sachen aus dem Testbildgenerator und Sachen aus dem Fernsehen aufgenommen von den Testkanälen vom Öffentlich-Rechtlichen und das ist weder dunkel noch komisch von Farben. Also das sieht wirklich knackigst aus. Okay, wenn wir mal in den nächsten Tagen schauen, ob wir da noch ein bisschen Licht ins Dunkeln bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht wahr? Ja, so machen wir das. Alles klar. Nochmal eine letzte Frage. Kennst du den Globig Spectis Spektrometer? Wie? Globig Spectis? Nee, sagt mir nichts. Gut, okay. Alles klar, dann können wir die Frage leider nicht beantworten. Aber alles gut soweit. Ja, dann würde ich sagen, wir freuen uns auf die Einladung. Vielen Dank. Genau, wir werden noch ein bisschen was erzählen. Ich werde noch ein, zwei Links veröffentlichen von Projekten, die wir noch in den nächsten Tagen, Wochen von erzählen werden. Und wir werden zum Wochenende, wenn alles gut geht, noch zwei Videos online stellen von Besuchen, die ich vor einigen Tagen gemacht habe bei Vater und Sohn, Stichwort eigene Heimkinos. So, damit ihr auch über die Ostertage noch mal ein bisschen was sehen könnt. Aber wir sind ja noch dran. Dann ne? Maximales Kino-Osterwochenende. Alles klar, mein Lieber. Danke dir auch, ne? Und schönen Abend noch. Zeit, ne? Pass morgen und pass auf den Rücken auf. Ja. Ciao, Raphael. Tschüss. Tschüss. So, dann würde okay. ich sagen, wir beantworten mal noch ein paar Fragen, oder? Ja, dann geh noch mal rein und dann mach noch mal, schau noch mal. Ich wollte das eine oder andere noch mal raussuchen, was ich auch noch mal in den Chat als Links reinsetzen werde. Aber fang du erst mal an. Die erste Frage geht gleich noch mal an dich, wann der 9400er Epson wieder verfügbar sein wird. Also wieder ab Lager verfügbar ist momentan gar nicht zu erkennen. Wir wären froh, wenn wir die zwei, drei Dinger, die im Rückstand sind, bekommen würden. Und das soll damit heißen, wir haben auch da keine zweistelligen Rückstände. Es sieht dann aus, dass im Mai ein bisschen was kommen könnte. Ja, also früh genug Bescheid sagen, am besten reservieren und dann schauen wir mal. Ja, eine Frage an mich, wie lange eine Planung und auch eine Akustikplanung dauert. Also wie viel Vorlauf wir haben. Momentan haben wir immer noch 6 bis 8 Wochen Vorlauf. Aber Besserung ist in Sicht, weil der Florian, das ist der große dunkelhaarige Mitarbeiter, den ihr schon mal im Video gesehen habt, wird in absehbarer Zeit bei uns als Projektleiter anfangen und dann die ganzen Planungen neben mir bearbeiten, sodass wir da wieder deutlich schneller und just in time dann arbeiten werden und das auch deutlich schneller gehen wird. Eine Frage an dich zum Thema Fernsehen, ob du in absehbarer Zeit QD-OLEDs ins Programm aufnehmen nope. willst? Die habe ich schon beantwortet. Nein, das wird so, nicht passieren. Okay. Kein Problem. So, dann hier waren jetzt eh schon einige, die wir schon beantwortet hatten. Ich scroll mal kurz weiter runter. Ich hoffe, ich übersehe keine. Eine Rekalibrierung des 7900ers hätte der Raphael beantworten können. Da liegen wir, glaube ich, bei 299 Euro plus Fahrtkosten, wenn es vor Ort ist. Da würde ich sagen, mit dem Raphael direkt Kontakt aufnehmen. Da gibt es verschiedene Varianten, ja. Okay. So, dann haben wir hier einen kleinen Tinder mit Kontaktaufnahmen. Das lasse ich über. Wie weit ist das MovieCore jetzt eigentlich? Dazu können wir nichts sagen, aber wir, als wir es gesehen hatten, war uns klar, dass der sehr ambitionierte Plan vom Andreas bis Ende Februar nicht klappen würde. Also ich persönlich gehe mal eher vom drittes Quartal aus, aber ja, der Andi ist stets bemüht und da heftig am Ball, aber wann das jetzt soweit sein wird, dass es
vorzeigbar und funktioniert. Ja, es sind viele Sachen, die parallel kommen, die du einfach im Vorfeld nicht so wusstest. Die haben auch nicht mal was mit dem Projekt vielleicht konkret zu tun, sondern mit den ganzen anderen Arbeitsabläufen, mit denen er ja sein Geld verdient. Und das ist auch bei ihm natürlich schon einiges, was da von außen kommt. Und die Zeit ist ja irgendwie noch zusätzlich abzuknapfen, so ein Projekt zu realisieren. Also wir drücken die Daumen, wir sind da im Kontakt und vielleicht sind wir auch in Kürze wieder mal oben, weil er hat unter anderem die Mac-Lautsprecher von uns. Er hat sogar ja den Tor da, zwei Stück davon. Und das ist in der Pipeline. Hier war auch direkt was zu Mac S8 und S6 Deckenlautsprecher. Das ist in der Pipeline, läuft und ist nur etwas verzögert, unter anderem aufgrund der Geschehnisse in der Ukraine. Aber da sind die Jungs dran. Genau, und den Deckenlautsprecher hoffen wir spätestens auf der High-End zeigen zu können. Ja, genau, daran arbeiten wir. Also die Jungs da vor Ort. Jungs und Mädels. Genau. So, ich blätter noch kurz ein bisschen hier weiter runter. Dann haben wir hier was mit Profi-Beamer, ja. Es gibt Beamer, die können 500.000 kosten, ja. Die genau. Gibt es auch. Mhm. Also ich denke, die meisten Fragen haben wir jetzt so eigentlich beantwortet. Wenn ich eine übersehen haben sollte, tut es mir natürlich sehr leid, ist keine Absicht, aber ich denke, du darfst jetzt noch ein bisschen was zeigen. Ja, aber ich will noch ein, zwei Sachen mal vielleicht loswerden. Also zum einen, wir haben jetzt seit ungefähr 4 Wochen einen Newsletter von Grobi. Wir haben ja lange genug gesammelt. Wir mussten ja alle alten Adressen abgeben wegen DSVGO, mussten wir bei Null anfangen. Haben natürlich auch alles berücksichtigt, was DSVGO und Co. da anfordert und haben diesen Newsletter jetzt gestartet. Und ich würde euch empfehlen, geht mal auf die Grobi-Seite. Da erscheint nach einigen Sekunden dann ein Formularfeld, was ihr ausfüllen könnt. Dort werden wir also in unregelmäßigen Abständen, nicht in regelmäßigen, wirklich in unregelmäßigen Abständen, den ein oder anderen Newsletter veröffentlichen, wo man bis hin sogar dann besondere Aktionen erfährt oder wo wir jetzt eine Rabattaktion haben oder wo wir auf unsere Gutscheinaktion hinweisen. Wenn ihr noch kein Ostereiergeschenk habt, wir haben ja noch Gutscheine im Angebot, die wir jetzt sogar 10% günstiger anbieten, können wir schnell noch per Post oder online zuschicken. Also das sind so Aktionen, die wir da haben. Empfehle ich euch sehr mal reinzuschauen. Lohnt sich bestimmt für den einen oder anderen. Wir haben, was haben wir noch? Wir haben ja diese Matterport, das habt ihr vielleicht mitbekommen, auch in den Videos, die wir jetzt hier mit Holger gemacht haben oder ich alleine. Das sind also Aufnahmen, die ich mit einer ganz speziellen Kamera erzeuge, die einen Raum dreidimensional vermisst. Und das Schöne ist eigentlich, dass man dort in diesem Raum, jetzt muss ich mal eben gucken, wo wir hier sind, da sind wir, dass wir dann dort entsprechend euch die Möglichkeit bieten, diesen Raum interaktiv zu erfahren. Ihr geht mit der Maus rein und könnt dann dort wirklich durch den Raum sich bewegen und ihr könnt dann dort auch teilweise so kleine Hinweisnadeln markieren oder anklicken, um dann dort vielleicht Produktinformationen abzurufen, wie sie dort eben von den Produkten, wie sie dort verbaut sind. Und das geht hin bis zu kleinen Videoclips, bis hin zur Seite, wo man noch weitere Informationen bekommen kann, etc. So, und das haben wir jetzt also in den letzten Wochen immer wieder mal Aufnahmen gemacht. Und ich werde einfach mal einen Teil dieser Aufnahmen, die wir jetzt mal so vereinzelt bei uns auf Facebook veröffentlicht haben, euch jetzt mal hier so reinsetzen in den Chat rein. Das ist eine ganze Menge. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie es aussehen wird, aber ich glaube, das könnte klappen. So, machen wir mal. So, und geht da was? Ah ne, ich bin drüber. Oh, scheiße, ich kann ja nur 500 Buchstaben machen, sehe ich gerade. Ja, das ist ja super. Dann machen wir das mal weg. So, jetzt habe ich zu wenige. Ja, das war dann schon mal nichts. Dann machen wir es anders. Ich packe das rein in die Seite, in den Text unterhalb unseres Videos nachher, wenn wir durch sind. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ne? Also hier sind jetzt beispielsweise... machen wir mal hier, Grobi war auch dabei, die kann ich, denke ich, mal hier reinsetzen und dann schaut ihr euch das mal an. Super, ich mache nur einen, ich merke schon, ich mache zu viele. Nehmen wir Grobi, komm, der Grobi, der hat ja hier seine Räume fotografiert. So, jetzt 1, 2, 3, nochmal rein und da ist es. So ein Ding ist das, ne? Und die packe ich dann alle mal unten drunter rein. Schaut mal rein, in den nächsten Wochen werden die immer wieder aktualisiert. Gibt's tolle Geschichten zu. Ja, Holger, hast du noch irgendwas? Wir können noch 2, 3 Fragen beantworten, die jetzt hier kamen. Zum einen, was aus der vorgestellten Fernbedienung geworden ist, die du... Ja, da bin ich momentan nicht am aktuellen Stand. Ich drücke den Jungs die Daumen, dass die im Herbst damit soweit sind. Das ist einer der Rückrufe, den ich meine nächsten Wochen machen will, um mal zu fragen, wie es denn da aussieht, ob es ein Update geht. Ich habe das jetzt ehrlicherweise ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ich drücke den Daumen natürlich weiterhin, den Jungs weiterhin die Daumen, so heißt es. Ich drücke denen weiterhin die Daumen, dass das realisiert werden kann. Ja. Mhm. Wie die Lage bei Epson mit Liefertermin ist, haben wir ja schon beantwortet am Anfang. Ja, genau, da gibt es leider nichts Neues. Mhm. Genau, das waren jetzt alle Fragen eigentlich. Wir müssen jetzt eigentlich durch sein.
Ja, ich würde gerne noch ein bisschen auf so eine halb private Sache noch mal kurz loswerden. Das ist eine Aktion, die ich unterstütze, weil ein Außendienstmitarbeiter der Firma Sound United, das ist der Oliver Botter, Sound United ja bekannt, ne, Dannen Marans, der betreut ja mich im Außendienst und der ist selber noch nebenbei Musiker, hat also leider jetzt während der Corona-Phase haben sie natürlich nichts machen können, und aber vorher war der ganz nett und erfolgreich da aktiv mit dem Musizieren. Und da gibt es also tatsächlich ein Projekt, was ich dann auch spontan unterstützt habe. Und zwar wird da gerade an einer CD gearbeitet, die Spenden für die Ukraine organisieren soll, und zwar für War Child. Das heißt also übersetzt Kriegskinder, also Kinder, die im Krieg sind und die dort eben vor Ort ja unter schwierigen Bedingungen momentan leben. Die sollen da unterstützt werden. Und es liegt mir dann doch sehr am Herzen, dieses Projekt mal euch jetzt hier kurzfristig mal kurz vorzustellen. Ich werde da mal einen Link veröffentlichen. Da gibt es auch schon eine Facebook-Seite, wo das Ganze schon mal darauf hingewiesen wird. Diese CD wird jetzt produziert, da haben wir auch ein paar Mark 50 mit investiert, weil der Erwerb der CD, die Summe, die da die CD kosten wird, der wird hundertprozentig dann für dieses Projekt ausgegeben. Also die Finanzierung der Produktion ist gesichert über Spenden, und wie gesagt, wir haben uns auch daran beteiligt, und es gibt da unter anderem eine ukrainische Künstlerin, die jetzt hier mit ihrem Mann und mit ihrem Sohn nach Karst geflüchtet ist, die hat es hierhin verschlagen, lebt jetzt bei einer Gastfamilie, eine unfassbar begnadete Sängerin und Klavierspielerin, kommt aus Kiew, also aus, sogar aus einer Region, wo wir vorbeigefahren sind. Ich zeige dir ein paar Bilder, und ja, war ihre alte Gegend, wo sie gewohnt hat mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Und ich habe mal hier ein Video, was wir vor 2 Wochen in den Tesma-Studios, da kommt es auch noch ein Video, das wird noch kommen, keine Sorge, von unserer Weihnachtstour. Das lege ich auch mal hier rein, da könnt ihr euch das mal anschauen, und vielleicht könnt ihr das schon mal abonnieren, den Kanal, also die Facebook-Seite, um dann in den nächsten Wochen, wenn das da weitergeht, vielleicht auch unterstützend einzugreifen. Ansonsten wird es ein paar tolle Pu-Audios geben in den nächsten Wochen und Monaten, wo wir auch sehr intensiv dran am Arbeiten sind. Unter anderem eine, wenn alles gut geht, ich bete da jeden Tag für, weil es echt viel Arbeit war, die wir da nachts reingesteckt haben, und an den Wochenenden eine echt mega Sampler Pu-Audio mit allen 4 Tonformaten, mit viel, viel verschiedenen Musikrichtungen, sodass man mal die Anlage so richtig nutzen kann, so richtig ausprobieren kann und mal so richtig die Unterscheidungsmerkmale vielleicht auch mal im Vergleich bei einem Händler hören kann mit diesen Musikstücken, die wir da gerade am Auswählen sind. Mega Projekt wird das. Und vielleicht können wir auch da was zur High-End erzählen. Ja, ein Optoma UHZ 4000 gibt es eigentlich gar nicht. Ist ein Optoma, glaube ich, der eigentlich normalerweise eine andere Bezeichnung hat. Das ist ein DLP. Und ich glaube, dass der LS 11.000 da im Gesamten, was Farbwiedergabe angeht und so weiter, schon einen kleinen Vorteil hat. Ich habe es aber auch ehrlicherweise nicht mehr im direkten Vergleich gesehen. Auf jeden Fall ist der Epson der deutlich flexibler aufstellbare Projektor, was ja für manchen vielleicht schon von vornherein K.O.-Kriterium ist, wenn der Projektor ja gar nicht vielleicht da so aufgebaut werden kann. Ja, so ist das. Wie die CD heißen wird, geh mal auf die Scheibe da, auf die Seite da oben von Facebook, und dann kannst du dir da schon die ersten Informationen holen. Musik Louder Than War heißt das Ganze hier, und da sind auch eine Menge Leute bei, unter anderem ein, wie war das, Ex-Gitarrist von Genesis hat da ein Stück beigesteuert, also eine Mega-Geschichte. Was den Sampler angeht, da werden wir euch früh genug informieren, da sind wir noch nicht ganz so weit. War eigentlich auch ein bisschen viel, aber um die Uhrzeit guckt ja keiner mehr zu, also dass ich das jetzt schon gesagt habe, aber bitte. Wir haben die 3 Stunden noch nicht voll. Ich weiß gar nicht, da fehlen noch 8 Minuten. Also von daher. Ja, da kommt noch eine Frage. Mein Sofa ist circa 30 Zentimeter von der Wand entfernt. Wie hoch und in welchem Winkel 90 Grad hänge ich meine Dali Opticon LCR am besten? Also wenn es die unteren sind, auf Ohrhöhe. Ich verstehe die Frage nicht mit in welchem Winkel 90 Grad. Das verstehe ich jetzt nicht. Also wenn der Winkel 90 Grad ist, wäre das ja rechts und links vom Sofa. Dann wäre das ja auf Ohrhöhe. Genau. Und dann auf Ohrhöhe, genau. Wenn das Sofa natürlich höher gehen würde, dann würde ich die ein bisschen höher hängen, aber eigentlich auf Ohrhöhe. Genau. Na super, dann haben wir das doch auch geklärt. Das wäre doch auch cool. Ja, also ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde es uns freuen. Dann empfehlt uns weiter, wie man so schön sagt, oder abonniert uns. Ach, Kinders, ey, das sind nicht so einfache Zeiten in diesen Tagen. Definitiv nicht. Ich hoffe echt, dass wir das alles gut überstehen. Ne? Und das werden wir. Wir tun unser Bestes. Wir gucken uns mal die Kommentare an. Vielleicht machen wir ja so Live-Chats demnächst wieder regelmäßig oder öfter.
Genau, LS 11.000, VS 290, das hat sich so gut wie erledigt, weil die 290er sind ausverkauft und wir, glaube ich, haben noch ein oder zwei. Das ist so, dass der 290er schon ein sehr sexy Gerät ist, keine Frage. Es ist auch die Frage, ob du Laser oder Lampe bevorzugst. Also das sind manchmal so Fragen, die man nicht so individuell, nicht so pauschal beantworten kann, weil wir gehen da ja schon ein bisschen individueller ran und haben eine Menge Fragen erstmal zu stellen. Also ich habe mal irgendwann mal gelesen, dass sich einer beschwerte, dass wir so viele Fragen gestellt haben. Also habe ich auch gedacht, naja Gott, also ich denke mal, ich bin als Kunde froh, wenn sich jemand für mich interessiert und wissen will, was es denn da für Anforderungen von meiner Seite aus gibt oder mir ein paar Tipps gibt, auf was ich vielleicht in Zukunft achten sollte, weil ich kann ja auch nicht alle Fragen selber vielleicht stellen. Also ich will ja auch vielleicht wissen, was kann man alles machen, und eigentlich versuchen wir das mit unserer Philosophie tagtäglich doch hinzubekommen. Also lieber drei Fragen zu viel stellen, als nachher zu hören, ja Moment mal, ich wollte aber doch dies und jenes und wir haben das damals bei der Entscheidungsfindung nicht gewusst. Das wäre dann doof. Nicht wahr? Also man muss sich da bei uns schon auf einige Fragen einstellen. Das ist, glaube ich, schon weiterhin definitiv unser Standard. Ja. Deswegen gibt es ja bei uns im Heimkinobau auch einen Fragebogen über zwei Seiten, dass wir möglichst alle Wünsche und Vorstellungen des Kunden erfassen können, um die dann auch wirklich zu berücksichtigen. Also an vielen Fragen finde ich auch nichts Schlimmes, wenn ich Kunde bin. Genau, so, jetzt kommen noch ein paar Dinge rein, machen wir noch weiter. 100 Zoll gibt es jemanden im Rabattangebot, das ist lustig, der ist schon deutlich rabattiert, der 100 Zoll Sony, ist sogar bei unserem Lager lieferbar. Musst du nur vorher prüfen, ob der in die Wohnung reinpasst, weil daran hat es schon gescheitert. Oben drüber hatte jemand jetzt zum zweiten Mal, ich habe es gerade überlesen, mir fällt es wieder ein, gefragt, ob wir Kunden haben, die Vollröhren-Endstufen an Mac-Audio-Lautsprechern verwenden. Also ich kenne niemanden, der im Kinobereich Vollröhren-Endstufen verwendet. Ich überlege gerade, nee. Also ich kenne tatsächlich niemanden. Da kenne ich viel mehr Leute, die Class D-Endstufen aus dem PA-Bereich verwenden. Aber Röhren-Endstufen wüsste ich jetzt niemanden, wenn ich ehrlich bin. Ja, und der gute Harald, lieber Harald, das werde ich dir nicht mit Ja oder Nein beantworten, beziehungsweise mit einem Modell, dafür kenne ich dich auch zu gut, da gibt es einfach zu viele Faktoren, die man berücksichtigen muss, ob man jetzt ein LS 12.000 im Wohnzimmer installieren will oder ein JVC NP5 oder ein NZ7. Das Schöne ist, wir haben alle drei Modelle im direkten Vergleich auf zwei Leinwänden parallel, und neben dem Bild gibt es eben noch ein paar andere Fragen, die wir stellen würden, und ich glaube, dann kommt man relativ gut zu einer Antwort, die man sich selber dann geben kann. Ja. Aber die Auswahl an sich von den Geräten ist natürlich schon ziemlich cool. So, was haben wir sonst noch? Norus fragt bei dem One-for-All-Setup, was wir ja auch immer verbauen, mit vier High-Lautsprechern, ob es sich lohnt, mit zwei Top-Middles und Center-High und Top-Speaker, also Voice of God. Meine ganz persönliche Meinung, und die muss niemand teilen, Center-High und Voice of God, finde ich, macht das Ganze noch runder. Gerade der Center High, die Top Middles für Atmos würde ich mir ehrlich gesagt sparen. Wenn man Atmos nutzen will, reichen auch die Front und Rear Highs. Von den Top Middles habe ich bisher wirklich nicht viel wahrgenommen. Kann mich aber auch täuschen, aber das ist meine persönliche Meinung. Jo, war eine klare Antwort. So, was haben wir sonst noch? Kaffeeklatsch wäre wieder schön. Ja, es ist sicherlich eine Möglichkeit, die wir mal versuchen zu realisieren. Aber erstmal muss ich die ganzen Videos schneiden. Sebastian, du hast mit dran schuld, beziehungsweise hast dich maßgeblich dran beteiligt, dass ich wenig Samstage gerade frei habe. Was die Thematik LG OLED-Kalibrierung angeht, da sollte man mit dem Dennis mal Kontakt aufnehmen. Der hat allerdings diese Woche Urlaub. Also nicht wundern, wenn er diese Woche nicht erreichbar ist. So, was haben wir sonst noch gehabt? Dann war noch 290er, kann noch 3D. Der Ralf hat noch geantwortet, dass der Sony 290er 3D kann im Vergleich zu den neuen Epsons. Ja, ist einer der Punkte, eindeutig. Das ist einer der Punkte, der wichtig ist. Das ist eine der Fragen, die wir stellen würden. Was ist mit 3D? Ne, was ist mit Funktionen auch manchmal wie Lens Memory? Ne? Ist das ein Thema, Lens Memory, dass man das unbedingt haben will, weil man das Objektiv in der Höhe oder in der Breite verändern möchte? Ist Zwischenbildberechnung ein großes Thema? Ne, wie viel wird überhaupt geguckt? Wenn jemand da, weiß ich nicht, gerade mal auf 200 Stunden im Jahr kommt, klar kann man den Laser dafür nehmen, aber da ist die Priorität, einen Laser auszuwählen, sicher nicht ganz so, als wenn einer sagt, ich habe das Ding als Fernsehersatz, zocke noch, der vielleicht schon mal eher auf 2000 Stunden kommt. Der hat dann in seiner Prioritätenliste sicherlich eine etwas andere Differenzierung dann und das einfach höher stehen. Ne? Gibt's so, noch kann es sein, dass... Gibt es noch AV-Receiver mit HDMI 2.0?
Also ich kann es dir gar nicht beantworten. Haben die alle schon 2.1? Ja, die haben alle mindestens einen. Das ist die neuen, ja. Aber bitte, wer weiß, was da noch alles im Markt ist. Ne? Es gibt ja noch teilweise alte Geräte etc. Wird es eine Grubi-Messe geben? Ich sage es euch ganz ehrlich, Jungs, ich bin froh, wenn wir das Jahr gesundheitlich, körperlich und überhaupt überstehen werden. Ob wir dann uns noch am Jahresende das Ding an die Backen bringen, weiß ich im Moment noch nicht. Müssen wir einfach mal abwarten, wie das ist. Wir haben ja auch vorhin gesehen, du hattest ja freundlicherweise da diesen Plan gezeigt von der Messe, was die Bestuhlung angeht. Wir beide wissen ja momentan noch überhaupt nicht, ob uns die Bayern da überhaupt so nah zusammensitzen lassen oder ob die sagen, wir müssen 5 Meter Abstand haben. Das wird sich ja im Extremfall erst am Abend vorher herausstellen. Das ist eine Sache, da sind wir natürlich noch vollkommen ins Risiko rennen wir da. Ne? Wenn wir nachher nur 5 Leute da reinlassen können, statt von mir aus 20, ist das natürlich ein schwerer Schlag. Also das wissen wir noch nicht. Wir gehen das Risiko aber ein und gucken mal, was wir machen können. Ne? Lampen für den X79er gibt es auf jeden Fall. Lampen sind generell sehr, sehr lange lieferbar, ist so die Erfahrung. Es ist selten, dass eine Lampe, nachdem das Gerät nicht mehr markt ist, sofort abgekündigt wird. Das ist eigentlich nicht der Fall. Ne? Trinov als Vorstufe, wird ja gerade wahrscheinlich als Antwort gegeben. Arcam AV20 mit HDMI 2.0. Okay, das ist eine der Antworten. Okay, es gibt auch welche, die 2000 Stunden im Jahr mit Lampe überschreiten. Ja, das kenne ich. Ich hatte jetzt ein LS10000. Das auch nochmal wieder als Info, weil auch hier kam wieder zwischendurch, ich habe mal gehört, die Laser sollen so schnell im Licht dunkel werden. Da ist schon wirklich irre, wie da sich so ein Ding mal verbreiten kann, wenn ein einziger da mal rüber redet und meint, das behaupten zu können, dass die Laser ganz schnell in der Lichtleistung verlieren. Ich sehe das deutlich positiver und auch die Erfahrung zeigt, dass es eindeutig positiver ist, was die Lampenleistung der Laser oder die Lichtleistung der Laser angeht. Man muss natürlich auch unterscheiden, Laser ist nicht gleich Laser. Ne? Da gibt es eine Menge Faktoren, unter anderem die Anzahl der Dioden, unter anderem die Art der Diode, die Bauart der und was das nicht alles ist. Man kann es leider nicht so verallgemeinern, dass eine Laserlichtquelle vollkommen immer nur in einer Art und Weise gebaut wird. Ne? Halogenlampen müssen wir auch, gibt es ganz viele Hersteller, ganz viele Modelle, ganz viele verschiedene Ausführungen und natürlich auch verschiedene Haltbarkeiten. So, also das mit der, wir haben also einen LS10000, das wollte ich sagen. Der hat, glaube ich, runter 9.500 Stunden. Der sah aus wie am ersten Tag, also unfassbar. Ja, ein Epson, der von dem älteren Herrn mehr oder weniger Tag und Nacht im Einsatz ist. Wirklich ein tolles System. Mitten aus dem Ruhrpott, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Da hast du recht. Schon vor Ort. Ja, ich weiß, der war letzte Woche bei uns mit Frau. Ja. Und das freut mich sehr, weil der gute Mann geht auf die 80 oder ist schon jetzt 80. Und den haben wir sogar mal im Video gezeigt. Ja, das ist schön, wenn man so ein Hobby hat und so einen Spaß da hat und das so schön leben kann. Ja. Steffen fragt, was eine Trinov so besonders und anders als ein herkömmlicher Marantz macht. Also die Frage lässt sich nicht in 2 Sätzen beantworten. Ich höre dir auch zum ersten Mal. Ja, vor allen Dingen, da würde ich einfach empfehlen, mal bei Grobi im Kass vorbeizufahren. Und dann kann der Dennis oder der Simon oder der Andreas oder der Uwe, die können dann auf Knopfdruck zwischen Marantz und Trinov hin und her schalten. Und dann sollte man sich das am besten einfach selber anhören. Ja, ein bisschen was, glaube ich, kann man jetzt wirklich nochmal sehr schön. Also ich versuche ja immer mit meinen Superkopfhörern und mit meinen geputzten Ohren, ich weiß gar nicht, ob ich die gerade hier habe, ne, habe ich nicht hier, mit meinen geputzten Öhrchen da euch einen leichten Eindruck zu vermitteln über den Klang, den wir da in den Räumlichkeiten unserer Kunden erleben. Und zwar über diese bineuralen Kopfhörer. Und das, was wir ja beim Yannick da jetzt euch zeigen konnten, finde ich, ist schon ziemlich cool in die Richtung gehend, auch hörbar über eure Kopfhörer. Einer schrieb sogar, er hat über seine Anlage gehört. Dass da also wirklich, was die Räumlichkeit, die Differenzierung, die deutlich feinere Wiedergabe von all dem, das war schon sehr, sehr gut über den Kopfhörer von der Tendenz her hörbar. So, und das, für den, der das noch nicht gehört hat, geht mal rein in das Video von Yannick, ist hoppla, ziemlich am Ende. Ich weiß noch nicht, wie lange das Video noch online ist, weil das ist gestern Abend tatsächlich innerhalb von Sekunden, nachdem ich es hochgeladen war, weltweit gesperrt worden, weil ich die gute Mylène oder wie auch immer sie jetzt ausgesprochen wird, also die gute französische Sängerin da, weil die da nämlich singen ist und ja, da war das weltweit gesperrt. Dann haben wir Protest eingelegt mit ein paar Begründungen und siehe da, ich habe es online gestellt bekommen. Ich hoffe, das bleibt jetzt, weil die haben jetzt 30 Tage zum Testen. Also guckt es jetzt euch an, damit ihr das jetzt noch mitbekommt, weil wenn das gesperrt ist, kriegt es wahrscheinlich nicht mehr online. Das wäre ein bisschen doof. Aber es ist schon ziemlich gut von der Richtung her gehen. Dass natürlich die Lautstärke sich etwas verändert, das ist aber die Lautstärke. Und das ist nicht das, was ich als verbessert wahrnehme, sondern natürlich ganz klar vernommen, boah, das war so, als ob irgendwie die Wände an den Seiten weggefallen sind. Ja, das war so
unfassbar in der Räumlichkeit. Selten so einen Effekt so deutlich gemerkt. Bei uns im Grubi-Kino geht es natürlich auch. Aber unser Raum ist natürlich auch schon was optimierter eingestellt. Ne? Und da gibt es natürlich dann Unterschiede, was nachher den Endeffekt in nochmal ergänzenden Verbesserungen angeht. Und ganz ehrlich, der Dennis war eine Woche später nochmal da und hat ja nochmal Feinschliff beim Yannick gemacht. Und seitdem kriege ich Yannick nicht mehr ans Telefon. Der schreibt ab und zu mal bei Facebook ein Wort und ruft beim Pizzadienst an, aber mehr auch nicht. Ja, ja, ja. So, wer schreibt da was? Und beide sind eingemessen, beziehungsweise alle Geräte richtig eingemessen? Ja, sind sie. Von wem reden wir denn? Von Maranz und von der Trinov in eurem Kino. Ja, ja, klar. Außer also, ihr verkurbelt den Maranz natürlich extra, was man ja einem bösen Händler wieder unterstellen könnte. Nein, das tut er ja nicht. Ja, pass auf, also, ja, ich weiß, was du meinst. Also, das ist so ein bisschen, ich weiß, wenn man jetzt zum ersten Mal davon hört, will man natürlich, was soll denn das Besondere da sein? Also ganz ehrlich, ein bisschen empfehle ich mal, auch mal ein bisschen zu googeln, mal ein bisschen mal auf YouTube zu gehen. Da wird ja eine Menge über Trinov erzählt und über die Leute, die die Dinger besitzen. Also es gibt ja kaum ein Fernsehstudio weltweit oder ein Studio wie jetzt Netflix und Co., wo nicht irgendwo eine Trinov steht. Und dann natürlich auch mal auf die Seite von Trinov selber gehen. Es ist eben, und wir wiederholen uns natürlich, wir beide, ne, wenn wir das jetzt wieder sagen, es ist eben eine unfassbare Menge an Software in diesem Gerät drin, die also dort eingreift, wo bis dato noch kein System eingegriffen hat, um die akustische Wiedergabe, die räumliche Wiedergabe, die Klangwiedergabe in allen und vielen Parametern zu verbessern. So, und das ist einfach ein Stück Software und Know-how, was da jahrelang getestet worden ist. Mit einem ganz neuen Ansatz ist man daran gegangen. Stichwort hier Mikro mit 4 Mikrofonen, dreidimensionale Raumausmessung, dass das einfach eben vom Endergebnis dann einen extrem beeindruckenden Klangwiedergabe mit sich bringt und modular aufgebaut ist. Das heißt also, die Leute, die so ein Gerät gekauft haben, haben jetzt nicht in 2 Jahren, da kommt dann die Trinov Nummer so und so viel und du kannst dann neue Funktionen nur in der neuen haben. Nein, das ist dann tatsächlich im Nachhinein noch in deine bisherige Trinov, die 6, 7 Jahre alt sein könnte, nachträglich einbaufähig. Teilweise gegen Gebühr, teilweise aber auch für lau, wenn es um Software-Updates geht. Da müssen wir immer nur an den lieben Uwe erinnern, der ja die erste Trinov über euch damals gekauft hat. Wann war es? 2013 oder 2014? Ich weiß es nicht mehr. Ja, laut Trinov war es die erste, was wir im Nachhinein erst erfahren haben. Genau. Und die läuft immer noch mit den aktuellen Updates, weil einfach die Hardware teilweise getauscht wurde und die Software-Updates alle laufen. Also der wird sich auch in den nächsten Jahren keine neue Vorstufe kaufen müssen. Absolut. Die Frage war, wenn man sich eine ausleiht, gibt es da noch eine kurze Remote-Anmessung oder Anleitung? Jawohl, das gibt es. Die Voraussetzung ist eine Kaution über 10.000 Euro, die wir bekommen und dann wird das Gerät eben zugeschickt und dann gibt es vom Dennis dann nochmal einen Termin, den man dann während dieser Live-Phase direkt am Anfang natürlich ausmacht, um dann schon mal die gröbsten und wichtigsten Sachen dann durchzuführen. Oder wenn das Gerät ohne Fehler, also unbeschadet wieder in Cast ankommt, gibt es die 10.000 Euro auch wieder zurück. Also ja, hat bis jetzt immer funktioniert. Das ist ein guter Hinweis. Genau. Also keine Leihgebühr, sondern die gesamte Kaution wird auch wieder zurückbezahlt. Ja, natürlich, klar. Genau. Verschiedene Lampen haben wir teilweise auf Lager und dann kann man sich das anhören. Masken ist bei uns freiwillig, kann jeder kommen, wenn er möchte, mit einer Maske, ist aber eine freiwillige Geschichte. Es gibt ja keine verpflichtende Vorgaben mehr und deshalb machen wir das auch mit freiwillig und ja, das ist, bis jetzt hat das gut funktioniert. Nein, das war nicht der Herr mit dem Uralt-Projektor, das war ein anderer Herr, der ein sehr, sehr kleines Kino hatte, wo dieser Projektor mit seiner Leinwand und so weiter drin war. Aber auch ein älterer Herr. Mhm. Da war vom Harald noch eine Frage, wie ist denn momentan die Corona-Verordnung in NRW? Habe ich ja gerade beantwortet, das meinte ich mit Maske. Achso, Entschuldigung. Ist freiwillig. Okay. So, dann war noch eine Frage, lohnt sich, die kriegen uns hier, die werden uns hier nicht los oder wir werden die nicht los. Kein Problem, machen wir ja gerne. Machen wir weiter. Also, wir haben einen unveränderlichen Atmos-Layout 514, lohnt sich der Umstieg auf einen Receiver mit Auro-Up-Mixer? Auch da, klare Antwort, natürlich. Es gibt einfach da in dem Bereich dann die Möglichkeit und
Ich wiederhole es jetzt wirklich zum 110. Mal und natürlich nehme ich es jetzt nicht böse, aber ich finde es auch ein bisschen blöd, wenn man so verkürzt, wenn der Motto, das ist der Kerl, der mit dem Auge da macht. Ich denke mal, dass wir schon, oder ich auch selber, ich persönlich schon sehr, sehr ausgewogen versuche zu erklären. Wir haben eine Menge Interviews mit Atmos und den Dolby-Leuten, auch kritische gemacht, das Gleiche mit Wilfried und mit Auro und so weiter. Aber wir versuchen schon so die Bandbreite zu präsentieren. Und ja, das ist überhaupt kein Geheimnis. Es gibt deutlich mehr Dolby Atmos-Logos auf Scheiben wie Auro Logos, aber das Logo alleine zählt ja nicht. Es zählt ja das, was nachher draus gemacht wird. Und da sehen wir einfach weiterhin große Defizite. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und wenn man das eben dann mal anders hören möchte, mal im Vergleich mit einer Auromatik, dann ist das eine sehr gute Möglichkeit, einen, wie wir finden, sehr beeindruckenden, schönen, alternativen Effekt zu bekommen, der sich aber extrem natürlich anhört. Ja, es gibt ja manche DSP-Programme, da läufst du dann doch nach 3 Monaten doch schreiend raus, weil du sagst, irgendwie nervt das irgendwie. Irgendwie ist das unangenehm. Und dann schaltet der eine oder andere die Dinge auch wieder aus, obwohl sie beim Kauf damals sehr beeindruckend war. Das würde ich mal behaupten, im wievielten Jahr von Auro, weiß ich gar nicht, langsam kommen wir ins 10., ne? Wenn ich mich nicht täusche, dass das also bei den meisten nicht der Fall ist. Die lassen sie an. Und glaubt mir, alle die mit mir vor der Kamera waren, die wissen, dass ich habe denen kein Geld gegeben, damit die sagen, Auro ist geil, das haben die alle spontan gemacht. Einige sind ja hier dabei. Also und sagen, nee, also das haben wir uns angehört und wir nutzen das weiterhin. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn er eine Chance hat, bei seinem Fachhändler mal beides zu hören. Es geht nicht darum, dass man sagt, was ist jetzt das Bessere, sondern wie hört sich eine gute Atmos an? Geil. Und wie hört sich ein Abmix an? Ja, auch verdammt gut und interessant. Und das mit einem Layout. Wir müssen zu Nick nur etwas sagen. Man kann die Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil wenn er ein Atmos-Layout hat, wo die Lautsprecher nach unten strahlen, so wie es früher empfohlen wurde, dann kann man darauf Auro 3D zwar nutzen, aber es hört sich gar nicht gut an. Also wenn die Lautsprecher senkrecht nach unten strahlen, so wie es früher von Dolby empfohlen wurde, dann würde ich dort nicht Atmos drauf verwenden, weil das funktioniert nicht gut. Da fehlt dann die Anwinkelung, dass die Lautsprecher über den Sitzplatz hinweg strahlen, das fehlt alles. Und deswegen würde ich das jetzt nicht mit Ja und Nein beantworten, sondern es kommt darauf an, wie die Lautsprecher tatsächlich platziert sind. Okay, da gibt es ja auch dieses nette One-for-All-Setup. Ich zeige da nochmal, oder ich hole mal eben den Link dazu, dann könnt ihr den da direkt aus dem Chat heraus kopieren und aufrufen. Das würde ich euch sehr empfehlen, mal durchzulesen. Ist mal entstanden, mehr oder weniger aus Initiative vom Holger Bayer, weil er hat damals mal gesehen, dass ich ein Interview bei den Amis gegeben habe und die hatten von nichts eine Ahnung. Und dann hat er das in Englisch gemacht und das Ganze auch nachher noch in Deutsch. Und wir haben ihn da natürlich auch noch ein bisschen unterstützt und geholfen. Ja, und das ist dann das Endergebnis. So, ich mache euch das mal hier rein. So, dann sehe ich eine Frage, die habe ich tatsächlich vorhin auch schon mal gesehen. Ich kann dir das von hier nicht beantworten, mein lieber John Henry Bean. Mit dem Rekorn ist normalerweise kein gutes Zeichen. Ne, du kannst ja mal den iBeam abziehen und gucken, ob der dann immer noch in diesen Protection-Modus kommt. Und wenn er mit dem Kabel, wenn du ihn wieder anschließt, den iBeam, und er hat das Gleiche weiterhin, dann muss der auf jeden Fall mal geprüft werden, der Rekorn, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber erstmal würde ich das Lautsprecherkabel abziehen, um mal zu gucken, ob da irgendwie eine kurze oder irgendeine Rückmeldung vom iBeam kommt oder vom Kabel, was nicht gut ist. Ja? Oder der Rekorn ist voll aufgerissen am Volume, dass vielleicht der Rekorn auch einfach überlastet. In eine Schutzschaltung kommt, genau. Also ich würde es erstmal ohne iBeam mal probieren und mal gucken, was da passiert. Okay, so, komm. Sollen wir bis 100 zurück, von 100 rückwärts zählen oder war es das für jetzt erstmal? 22.11 Uhr. Ja, ein User hatte noch eine Frage. Hackkarre 2000. Bei Auro 3D müssen die Frontheier über den Frontlautsprechern sein. Die Opticon 8 stehen bei mir gerade und die Fasson satt sind in Hörposition. Sollte man die Opticon 8 jetzt besser anwinkeln? Dazu gibt es nur die Antwort, probier es am besten aus. Die Empfehlung von Dali ist, immer parallel zu den Wänden aufzustellen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass je nach räumlichen Gegebenheiten es besser ist, wenn man die anwinkelt, weil man dann zum Teil die seitlichen Reflexionen ein bisschen abmildern kann. Probier es einfach mal aus, hör dir Stereomusik an und winkel die ein. Ich persönlich glaube, dass du damit besser fahren wirst und die eingewinkelt stehen lassen wirst, unabhängig davon, wie die Dali Fasson satt eingewinkelt sind. Das müsste jetzt alles gewesen sein. Ja, ich zeige noch mal was. Da seid ihr exklusiv, der letzte verbliebene Rest hier. Die ganz Harten hier kommen in den Garten. Ne? Also, hier mal ein kleiner exklusiver Ausblick in eine der... Wie findet ihr das Cover? Ich finde das mega.
Das wird unter anderem ein sehr schönes Projekt, was wir in Kürze vorstellen werden. Mit Dolby Atmos, Auro 3D und das Ganze bringen wir raus. Schauen wir mal. Also so. Das Cover sah schon mal ziemlich spannend aus. Das ist auch richtig geil. Noch nie veröffentlichte, wirklich coole Mucke. Ja. Mein Lieber. Anthem oder Arkham-Geräte geben? Nee, Anthem nicht. Arkham hatten wir ja mal, ist aber ein bisschen ausgelaufen. Nee. Ja, weil er mal ein Aussteller war und du das mal im Video erwähnt hattest. Genau. Gut. Also dann würde ich sagen, machen wir morgen weiter mit den nächsten 3 Stunden, oder? Ja, genau. Genau, so ist es. Ja, okay, also, wir freuen uns, dass es euch gefallen hat. Und jetzt würde ich sagen, jetzt sind wir noch rechtzeitig zu den, nee, will ich gar nicht heute sehen, Tagesthemen kommen. Wir werden uns jetzt noch einen schönen Film anschauen oder eine Serie oder was auch immer. Hast du noch einen Serientipp? Ich guck doch, ich habe gar keine Zeit zum Filme gucken und Serien gucken. Nach Boba Fett war ich wieder raus aus dem Serienthema, keine Ahnung. Das machen wir ja nachts, machen wir das ja. Nee, ich habe jetzt auch momentan keinen Tipp hier. Meine Frau guckt irgendwie Ted Lasso. Ich weiß nicht, das ist irgendwas mit einem Fußballtrainer oder so. Also, nie gehört. Schon von gehört? Bist du ganz raus? Na gut, wer Star Wars noch nicht mal kennt, weißt du, oder noch nicht geguckt hatte, so muss ich sagen. Ich habe extra nach dem Video mit Marc alle Filme nochmal angeguckt. Alle. Und die Serien Mandalorian und Boba Fett. Also ich bin auf dem Laufenden. Okay, alles klar. Dann bin ich ja beruhigt. Dann werde ich dich beim nächsten Mal während unserer 5-stündigen gemeinsamen Autofahrt mal ausfragen über sämtliche Nebenfiguren, wer welches Flugzeug fliegt oder welches Raumschiff in dem Fall und wer welches Laserschwert getragen hat. Mein Lieber, guck dir vorher nochmal das Video an von unserem Marc. Ja, ich setze den live dazu, der kennt die alle. Ja, okay, alles klar. So, dann würde ich sagen, einen schönen Abend. Ne? Bis dann. Bleibt gesund, schöne Ostern, schöne Feiertage.